Meine Damen und Herren, es ist soweit. Nisa ist wieder da, unser Goldschatz, unser Joker, unser Batman, ja, unser Superman. Ja, alles in einem. Alles in einem. Ja. Und natürlich ich sehe aus wie ein Eichhörnchen. Und ja, mir geht's gut. Mein Name ist Cheyenne, wir sind die Deutschen. Ja. Und wir haben den großartigen, wunderbaren, endlich. Wir haben lange gewartet, du hast lange auf dich warten lassen. Carsten Stahl. Weil er so Stahl. Star macht. Yeah! Carsten Stahl, meine Carsten Damen. Carsten Stiel, meine Damen und Herren. Ja, wir haben ihn hier. Also, du bist der perfekteste Gast für diese Sendung. Ehrlich? Ja. Es gibt kein perfekteste. Perfekt ist schon, man kann keine Steigerung von perfekt haben. Ja, aber sonst verstehen die uns ja nicht. Oder Carsten Stahl ist die Steigerung von perfekt. Stimmt, Carsten Stahl ist die Steigerung von perfekt. Nee, Edelstahl wäre. Ja, ist Stahl wirklich dein Nachname? Hä? Natürlich. Echt jetzt? Ja. Ich dachte, du hast es nur so genannt aus Zufall. Nein. Hey, mein Name ist Carsten Stahl. Ja, Carsten. Mein Name ist Carsten Stahl, ich bin der Gründer vom Bündnis Kinderschutz. Siehst du? Funktioniert. Sehr gut. Carsten, sehr gut. Carsten, wie geht's dir? Ja, nachdem ich hier bei euch auf den rosa Stühlen sitze, geht's mir sehr gut. Euch auch? Ja. Geht's euch auch gut? Wir sind angekommen. Ich bin offen. Ich bin sehr tolerant. Ja, wir auch. Ich bin nicht offen für alles, aber... Ja. Wir sind offen für alles. Alles gut. Ja, wir haben das... Guck mal, wir haben hier zum Pride Month haben wir das eingerichtet. Ja. Und ja, natürlich, wir versuchen, überall Leute abzugreifen, so wie es Netflix macht. Ja. Das heißt, überall. Genau, kein Rückgrat, ja, keine eigene Meinung. Hauptsache das, was die Gesellschaft... Na gut, dann bin ich heute hier. Ich bringe immer meine eigene Meinung mit. Das ist leider nicht so gut, aber egal. Also erstmal schön, dass du da bist. Wirklich, das ist uns eine Freude. Ja. Wir haben keine bestimmten Themen, wir fangen einfach mal an, gucken, wie sich das entwickelt. Allerdings habe ich so 2-3 Fragen im Kopf, die mich persönlich interessieren. Mhm. Ich habe auch eine Frage im Kopf. Soll ich, willst du oder ich? Fang du an. Ich wollte fragen, wie kamst du dazu überhaupt... Carsten Stahl zu werden. Genau, der Carsten, den wir heute kennen. Tja... Um der zu sein, der ich heute bin, müsste man ganz, ganz weit zurück in die Vergangenheit gehen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Jeder von uns, ihr und ich, sind alle nur die Summe unserer Erlebnisse. Das macht uns zu dem, der wir sind. Und alles, was im Leben dazukommt, multipliziert uns. Ja? Wenn wir alle zusammen an der gleichen Stelle gestanden hätten, aber jeder hätte sich anders entwickelt, wären wir heute nicht die, die da sind. Und ich bin einfach der, der ich bin, durch die vielen Sachen, die mir passiert sind. Da waren mit Sicherheit auch ein paar gute dabei, aber es waren vor allen Dingen einige dabei, auf die ich gerne hätte verzichtet. Und das hat mich halt sehr geprägt. Dazu kommt noch, dass ich aus einer Ecke in Deutschland komme, die sehr bewegt ist. Eine schöne Ecke, aber die noch schöner sein könnte und die oft im Stiche lassen wird. Ich komme aus Berlin-Neukölln. Und Berlin-Neukölln ist so ein bisschen, ein bisschen besonders, ja. So, und wenn du da natürlich aufwächst und auch viele Dinge erlebst, dann prägt es dich natürlich ganz besonders. Also, und da vor allen Dingen als Junge aufzuwachsen mit dem Namen Carsten Stahl ist auch nochmal eine Herausforderung für sich. Ja, aber, und das ist halt, ich bin sehr authentisch. Aber als allererstes war ich mal ein kleiner Junge, der ein bisschen dicker war, rötliche Haare hatte, viele Sommersprossen und der in der Schule extreme Mobbing und die extreme Gewalt erlebt habe. Und das war so schlimm, dass ich darunter so sehr gelitten habe, dass ich mir oft gewünscht habe, nicht mehr zu leben. Und wenn du sowas erlebst, dann prägt dich das. Und ich habe eine sehr, sehr schlimme Erfahrung gemacht in dieser Zeit durch eine Gruppe von 5 Jungs, die im Durchschnitt 13 bis fast 16 waren. Der Älteste war 15 und. Und die haben mich mal über Monate hinweg fertig gemacht, extrem. Ich meine, die waren 2,5 Köpfe größer. Ich habe den nicht getan. Aber das musste auch, die haben auch anderen was getan. Und irgendwann mal haben sie mich mal zu ihrem Spaß in eine Grube gestoßen, 3 Meter tief. Ich habe mir die Rippen gebrochen, den Kopf aufgekloppt, hatte ein Loch im Kopf, die Narbe habe ich am Schädel. Dann haben sie sich um die Grube rumgestellt, haben mich ausgelacht als mit schlimmsten Beleidigungen und haben auf mich zu 5 heruntergepisst. Sie haben mich verblutend in dieser Grube gelassen und mich zum Sterben zurückgelassen. Da war ich 10 Jahre. Und ich hätte jetzt um Hilfe schreien können, das habe ich nicht getan. Ich wollte einfach nur noch sterben, weil ich über Monate lang so behandelt wurde, meine Familie nichts gemerkt habe, ich habe mich auch nicht anvertraut und andere Mitschüler haben weggekickt. Dann hat mich natürlich sehr geprägt und zwar erstmal sehr in meiner Seele, meiner Psyche verletzt. Dann bin ich irgendwann mal da wieder rausgekommen, bin größer geworden, bin dann selber zum Mittäter, zum Täter geworden. Ich habe eine Frage noch, wenn ich kurz eingrätschen darf. Was denkst du, was war der Grund, warum du dich nicht anderen Leuten geöffnet hast, diesbezüglich nach Hilfe gerufen hast? Also grundsätzlich, ich mache ja schon viele Jahre Prävention, das macht man aus 2 Gründen nicht. Erstens, weil man sich extrem schämt, dass man Opfer ist und weil man Angst hat, es wird noch schlimmer.
Weil man denkt, wenn man jetzt denkt, dann kommt jemand, das wird noch schlimmer. Und man hofft, das geht wieder weg. Und bei mir kam noch dazu, dass nachdem sie mich dort zusammengeschlagen haben, das erste Mal, sich der Anführer zu mir runtergebeugt hat und zu mir gesagt hat, wenn du das deiner Mutter erzählst oder deinem Lehrer oder deinen Geschwistern, dann schneiden wir deiner Mutter die Kehle durch. Als 15-Jähriger? Als 15-Jähriger zu einem 10-jährigen Jungen, der am Boden liegt und blutet. Und wenn man das zu euch sagt, zu mir sagt, wenn ihr klein seid und euch vorher total zusammengeschlagen hat, dann glaubst hat du das. Hat das einen Effekt? Dann ja, hat das einen Effekt. Und sie haben ja dann noch angefangen, ja, mir zu sagen, wenn du nicht willst, dass wir dich jede Woche verprügeln, dann bringst du uns jede Woche dein Taschengeld. Und du kriegst ja nicht jede Woche Taschengeld. Also habe ich angefangen, so meine Eltern und meine Schwester zu beklauen, boah, um mich freizukaufen. Ein Teufelskreis, ja, in dem also, man dann gerät. Jetzt verstehst du, warum du da nicht so rauskommst. Als ich in dieser Grube lag, zum Sterben zurückgelassen, da habe ich mich nicht mehr erregt, ich habe nicht mehr um Hilfe gerufen. Und wenn ich ein alter Mann mich da gefunden hätte, 6 Stunden später, fast um 22 Uhr, dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Ich war 4 Tage im Koma, habe eine Bluttransfusion bekommen. Als ich zu mir kam, und jetzt zu, als ich zu mir kam und der Arzt vor mir stand, dann denkt man doch in dem Moment, schlimmer als das kannst du ja nicht mehr leben. Ja. Ich habe immer noch gedacht, wenn ich das jetzt sage, wird es noch schlimmer. Habe also auch dort gelogen und habe gesagt, ich habe gespielt und bin da reingefallen. Und war ich ein paar Wochen zu Hause, dann bin ich wieder zur Schule, dann war das immer noch präsent. Und da hat man nicht mal mehr Bock auf Schule eigentlich. Ich habe alles getan. Das heißt, der Weg dahin ist ja schon so, also eine psychische Last, die man mit sich trägt. Jedes, wenn man schlafen geht, ey, ich muss morgen früh aufstehen, ich muss wegen dahin, ja, alles. Du hast einen, und so geht es ja, wie gesagt, Hunderttausenden von uns Kindern in Deutschland jedes Jahr. Das mache ich ja nun mittlerweile so präsent, dass ich leider viele, viele traurige Beispiele habe. Aber wie bin ich da rausgekommen? Indem ich irgendwann selber zum Mittäter wurde und ich war halt 10 und dann kam ich halt in die Pubertät und bin auf einmal ziemlich schnell ziemlich groß geworden. Ich wollte gerade sagen, weil du siehst gar nicht so aus wie so ein Typ, den man dumm anmachen will. Na, heute sollte man sich das vielleicht auch 32.000 Mal überlegen, ob man das macht. Aber die meisten, die das machen, machen das im Netz. Und da sage ich dann immer... Ja, im Netz hat jeder eine große Klappe. Ja, ich sage, ist ja kein Problem. Dann sage ich immer, weißt du was, zwei Optionen. Entweder habe ich irgendwann mal das Glück, Gott führt uns beide zusammen. Ich habe dann das Glück, ja. Oder du findest irgendwann mal deine Eier und schaffst es, das mir ins Gesicht zu sagen. Beides ist bisher nie passiert. Schafft und keiner. Wird noch nie passieren. Im Internet macht Im das Internet sind sie alle groß, haben ja große Fresse. Aber du hast einen legendären Spruch mit den Fäusten, ne? Ja, du meinst die linke von Herzen und die rechte mitten in die Fresse? Ja. Okay, das heißt, du bist in die Pubertät gekommen und dann hast du dich körperlich verändert. Das heißt, du bist wahrscheinlich groß geworden, hast breite Schultern bekommen. Naja, ich bin einfach groß geworden und dann bist du ja trotzdem nicht automatisch von einem Tag zum anderen so, sondern es gab wieder eine bedrängliche Situation und wo mich jemand, weil sie ja gesehen haben, dass sie das immer machen könnten. Die weil du halt ein Opfer warst. Da ist egal, die machen große an. Ja. Und irgendwann kam dann wieder einer zu mir und hat mich bedrängt und irgendwie aus dem Dringen, du bist ja auch in der Pubertät, du bekommst Testosteron und die Wut ist ja auch als, aber du als früher fängst du aus Wut an zu weinen und irgendwann fängst du dann aus Wut aus anders zu reagieren und dann habe ich den einfach nur vor mir weggeschubst und als ich klein war, da hätte ich jemanden schubsen können, der wäre ja nicht weggeflogen, auf einmal flog der 3,50 Meter. Diese Puff. Und dann habe ich gekickt, was ist denn jetzt? Und der hat auch geguckt und alle anderen auch. Ja. Und dann habe ich auf immer gemerkt, oh, du bist ja nicht mehr klein und schwach. Ja. Und dann, das war auch zu der Zeit, wo halt viele Rocky-Filme waren. Ich habe das halt, du hast ja da oben den Kickboxer stehen. Was hast du? Ist das ein Krampf oder was? Ja. Oh. Ich wollte mal ein Bizeps sein. Sind hier Mücken rumgeflogen? Was hat da Mückenstich? Ich wollte dich zurück in deine Kindheit versetzen, wenn du diesen Bizeps siehst. Ne, also wenn du das zersehst, habe ich das, bin ich schon in meiner Kindheit versetzt. Ja. Ja. Aber ihr habt gesagt, wir sollen ja verlachen. Ja, genau. War auf jeden Fall sehr amüsant. So, komm, gib mal die Faust. Ja. Aber nicht so doll, sonst brichst du dir den Arm. Ja. So ein kleiner Faust, so groß wie der Ring. So groß wie der Ring, die Faust. Ja. Oh mein krass, Gott. Prävention gegen Mobbing, du bist immer noch ein Mobber. Nein, ich bin Realist. So ja? Und weißt du, pass auf, und für mich ist das Prävention, weil ich denke mir das so. Ich denke mir, wenn du mit meinen 1,65, wenn du in diesem rosa Sessel das jetzt schon vor mir machst, habe ich einfach Angst, dass du machst das irgendwie in Frankfurt Hauptbahnhof oder so. Und dann will dir einfach mach nur das überall. Ja, und genau deshalb sage ich dir, weil ich habe Angst, dass dann irgendjemand kommt und dir den Mückenstich da abortiert. Ja. Weißt du? Du scheinst ja ganz netter zu sein. Ich möchte nicht, dass dir jemand wehtut. Da
mich gekillt. Oh, oh mein Gott. So, können wir wieder sachlich werden? Ja, nein. Ja. Doch, ja. Was ich, okay, was ich wissen wollte in dem Moment, als du in dem Moment den weggeschubst hast, war das in deinem Kopf so, ey, ich bin jetzt selbstbewusst? Nein, in dem Moment nicht. Ich habe es einfach nur instinktiv gemacht und war dann selbst überrascht von der Wirkung und habe dann mich erst damit überhaupt mal auseinandersetzt und habe gemerkt, du bist ja nicht mehr so klein und schwach. Und dann habe ich angefangen, ganz primitiv, diese Filme zu sehen von Rocky. Das habe ich vielleicht ja nicht am Anfang so mitgekriegt. Und dann habe ich angefangen, ist ganz blöd gesagt, immer auf so ein Kissen einzuprügeln. Immer auf so ein Kissen einzuprügeln. So, und immer, wenn ich wütend war, du zu Hause Stress gehabt oder so, habe ich auf dieses Kissen eingeprügelt. Ja? Kissenrassist. Ja, genau. Wenn du möchtest. Und welche ethnische Herkunft hat dieses Kissen? Das ist egal heutzutage. Okay, jeder kann sich ja beschweren. Ja, jeder ist eine Diskriminierungsstelle. Ja, genau. Eine verprügelte Kissendiskriminierung. So, auf jeden Fall habe ich das dann gemacht. Aber wenn du das natürlich immer wieder machst und dann kam irgendwann mal wieder so eine Situation, ja, und dann habe ich halt einfach zum ersten Mal, ich will damit niemals, weil ich sage, Gewalt sollte nie eine Lösung sein. Mhm. Das Problem war aber, dann kam es in so eine Bedrängnis, man hat mich wieder attackiert, man hat mich so festgehalten und dann habe ich einfach mich gewehrt. Und dann haben andere gesehen, oh, der wehrt sich ja. Mhm. Und dann habe ich eins gemerkt und das ist ja das Fatale. Wenn du gebettelt hast, dass sie dich in Ruhe lassen, als ich noch 10 war, und du hast niemandem was getan und sie misshandeln dich und kaum bettelst du nicht mehr, sondern du wehrst dich, auf einmal lassen sie dich in Ruhe. Und du gehörst auf einmal dazu. Wie krank, was für eine asoziale, kranke Scheiße ist denn? Mhm. Und so sind Kinder. Und Mobbing ist ja nicht etwas, was nur Kinder machen, sondern Erwachsene. Nur da wird halt viel primitiver gemobbt, nicht durch Gewalt, ja. Aber ich habe praktisch instinktiv das Falsche gelernt und habe dann wirklich jede Konfrontation, die ein bisschen ausgeartet war, mit körperlicher Kraft. Und dann wurde ich immer größer, habe immer mehr trainiert, habe irgendwann angefangen zu pumpen. So. Und ja, dann warst du, auf einmal hattest du keine natürlichen Feinde mehr. Du warst überall anerkannt. Das Problem ist bloß, und jetzt kommen wir halt zu dem Ding, wenn du in Berlin-Neukölln anfängst, auch um dich zu schlagen, dann kommst du irgendwann mal in Konflikte mit der Polizei. Und du kriegst halt nicht viel Chancen, wenn du schon mal abrutscht. So, und dann bin ich halt irgendwann auch in die falschen Kreise gekommen und irgendwann mal, ja, kam mal irgendjemand auf mich zu, den alle respektiert hatten, dickes Auto, viel Geld, tolle Frauen, also jemand, ja. Wie Scheiern. Ja, ich muss mal kurz auf den Schreck, muss ich mal trinken. Gut. Also, wir waren stehen geblieben in der Realität. Ja, genau. Also, da kommt halt so ein Typ und man sieht den dann und alle bewundern den, ja? Also ähnlich wie bei dir. Ja, so. Ja, sehr gut. Das ist auch sehr gut, stark. Ja, stark. Und dann ja, kommt er zu dir, kommt er auf immer aus seinem Auto raus, mit seinen 4 Jungs, die da drin sitzen, und kommt auf mich zu und alle denken, Gottes Willen, was hat denn Carsten gemacht? Der zaut dir den Bauch auf die Fresse. Dann kommt er auf mich schnurstracks zu und sagt zu mir, du bist Carsten? Ich so, ja. Hm. Du, pass mal auf. Ich habe vielleicht eine Möglichkeit, wie du ein bisschen Geld verdienen kannst. Und ich sehe das, was will der von mir? Ja, bin aber auch irgendwie, fühlt das auch nach Respekt. Also man sehnt sich halt nach Respekt. Nach dieser Anerkennung. Anerkennung. Und du hörst dazu. Anstatt jetzt alle Signale angehen, dass das ja eine Manipulation ist. Und dann hat man mir gesagt, du, willst du dir nicht 2000 Mark? Mark. Überleg mal, ich war damals 16, 2000 Mark. Wenn er heute wahrscheinlich 5000 Euro oder was? Ich würde immer noch einen ermorden für 2000 Mark. Du willst, dass ich an die Gewaltscoach bist, wa? Und mit dem Mickenstich würde ich hier nicht so eine dicke Welle machen. Ja, also. So, und ja, dann bin ich halt, sind die auf mich zugekommen und dann habe ich halt wirklich darauf reagiert. Und dann hat er zu mir gesagt, Carsten, du kriegst 2000 Mark dafür, wenn du ein Paket von A nach B trägst. Ja? Okay, wusstest du, was da drin ist? Nee, das war auch die Bedingung. Du machst das nicht auf und du fragst nicht. Und du bist für deinen Kumpels und alle, oh. Das heißt, du warst der Transporter in Deutschland. Im Endeffekt war ich der Transporter. Ja. So, und ich Idiot macht das natürlich auch. Krieg auch prompt an der Stelle, man wird natürlich auch ein bisschen Schiss, ob da sich nicht jemand auflauert. Ich komme da an, der nimmt das Paket und gibt mir das Geld. Im Endeffekt war das vielleicht eine abgekartete Sache. Die haben mich einfach damit angefüttert und damit haben sie mich manipuliert und ich war an der Angel. Und dann bist du immer tiefer reingerutscht, immer weiter drin. Am Anfang, ja, hier, da kleine Dinge, da Dinge. Zum Glück, und das ist immer, was ich heute sage, ich habe jetzt die zwei schlimmsten Dinge immer von mir gehalten, nie gemacht. Und das ist auch das, warum ich heute diese Glaubwürdigkeit auch noch habe, auch bei der Polizei etc. Ich habe Scheiße gebaut, da bin ich auch nicht stolz. Aber ich habe nie was mit Drogen gemacht und nie mit Prostitution oder Menschenhandel. Weil das ist alles, wenn du das machst, also erstmal Prostitution, Menschenhandel, brauchen wir nicht drüber reden. Ja? So, und wenn du Drogen machst, ja, dann gehst du ja auch immer das Risiko ein. Und dass es Kinder kriegen könnten oder dass jemand krepiert.
Ging überhaupt nicht. War nicht. Ja, wie sieht Carsten, kannst, ey, fick dich. Ja, kannst du ruhig sagen. Ja, würde nie bei dir laufen. Also, das, was du konsumiert hast vielleicht mal in irgendeiner Laune oder Blödheit, ist eine andere Geschichte, aber das war für mich halt absolut ein No-Go. Aber das Schlimme ist, dann war ich da drin und ich war 18 Jahre kriminell. 18 Jahre war 18 ich. 18 Jahre? 18 Jahre. Hm. Man merkt, du hast dich nicht belesen. Ja? Ja, der kann ja nicht lesen. Warte, ich muss mal hier mein Büchlein führen. So, also. Ich will, also, warum ich sage, kein Gast vor, schaue ich mir an, weil ich möchte gerne echte Reaktionen haben. Weil er respektlos ist. Nee, und faul. Ja. Nee, also, okay. Ich möchte das gerne wissen, um auch hier echte Reaktionen zu haben, okay. Um bessere Gespräche zu führen. Wenn ich alles schon mal vorher weiß in der Theorie, dann kannst du dich nicht mehr. Klar, du kannst dich ein bisschen besser vorbereiten, aber ja, wenn du schnell denken kannst, kannst du das natürlich auch jetzt. Ja? Brauchst du noch eine Zeise? Zeile oder kriegst du das hin? Nee, Zeise brauchst du nicht. Zeise auch gut. Alter. Zeise ist. Ich bin auch nicht. Ja. Du, bei mir ist immer alles echt. Bei mir ist immer alles Zeise echt. Zeise. Schreibst du mir die Zeise nochmal kurz und ich später auf. So, so. Okay, der Battle ist eröffnet. Okay, du warst jetzt, du warst jetzt beim letzten Fatz und machst jetzt nochmal die Zeise. Ist alles live. Man merkt, dass du 18 Jahre Das waren die harten Schläge in den Kopf. Ja. 18 Jahre kriminell, das ist so ein ganzes Leben. Ja. Ja, von euch beiden ja. Bei mir ist es schon 50 Jahre. Okay. Wie alt seid ihr überhaupt? Ich bin sehr alt. Wie heißt ihr alt? Komm. Du hast doch, dein Bart ist noch nicht so grau wie meiner. Oder du färbst? Nein, ich färb nicht. Wie alt bist du denn? Färb, nur weil es hier rosa ist, heißt es nicht, dass ich mein Bart färbe. Ohne rosa, bitte. Also, in rosa. Mein Alter sage ich dir danach, weil es ein Geheimnis. Ach so, okay. Und du? Ist auch ein Geheimnis? Ich schließ mich an. Na gut. Aber wir sind nicht so, er ist jung, ich bin alt. Ja, ich bin echt jung. Ja, ich bin echt alt. Und ich werde dieses Jahr 50, also ein bisschen Respekt. Ich denke, man wird trotzdem der alte Sack hier am Tisch. Ja, kein Problem. Ja? Der Sack Zeise. Passt. Die Zeise, das ist gut. Eigentlich wollte ich Scheiße sagen, aber ja. Okay, die Zeise. Ja. Okay. So, du warst 18 Jahre da drin und dann ist halt, dann bist du da wirklich, dann lässt dich halt manipulieren, lässt dich davon steuern und natürlich machen wir uns nicht vor. Du hast Dinge, die du so nicht hättest und man hat so einen Tunnelblick, ja, und dann kommst du da auch nicht so einfach raus und man denkt auch nicht drüber nach. Ich war jung, also in dem Moment hast du nicht gesagt, ey, ich bin voll in der scheiß Situation. Sondern 16 Jahre nicht. Nee, das heißt, du hast in den 18 Jahren das gefeiert, wer du bist, nein, in dem Moment. Nein, du hast natürlich schon mal wieder Momente und da kommen wir zu einem ganz besonderen Moment, wo du dann denkst, ist das hier der richtige Weg? Aber nochmal, wenn du da einmal drin bist, das ist ja eine eingeschworene Gemeinschaft, will ich jetzt mal sagen. Du steigst nicht einfach so aus. Das läuft nicht. Sieh bei der Gummibärenbande, kannst du nicht einfach aus. Genau, ja, also es ist nicht so einfach. Aber es gab natürlich so Schlüsselmomente, aber die haben mich nicht nur nicht gewarnt, die haben es noch schlimmer gemacht. Und viele fragen mich immer, ob ich im Gefängnis war. Yes, Sir. Und dann sage ich, wenn ich vielleicht früh genug dieses Gefühl, eingesperrt zu werden, mal hätte, dann hätte ich vielleicht noch die Kurve kriegen können. Das Thema war, ich habe es halt nicht. Aber es hätte auch schlimmer werden können, weil du dann vielleicht 3 Jahre im Gefängnis bist und dann denkst du, okay, mein Leben ist eh vorbei, ich bin gekennzeichnet, jetzt hau ich richtig auf die Kacke. Na, jetzt kommen wir aber zu dem schlimmer werden und dann überlasse ich es dir, zu entscheiden, was schlimmer ist, okay? Denn die Frage ist ja nicht, ob ich im Gefängnis war, die Frage ist die, ob ich dafür bezahlt habe. Und es gibt eine Regel, die, wenn hier jemand zuhören sollte, der sich vielleicht gerade da drin befindet oder sich denkt, Gangster-Style, weil hier in vielen Rap-Videos verharmlost und verherrlicht wird, könnte cool sein. Gibt es eine große und wichtige Regel, die ihr niemals brechen solltet. Und die heißt, habt keine Familie. Und vor allen Dingen, habt niemanden, über den ihr angreifbar seid. Und wisst ihr, ich war damals 24 und hab mal verliebt. Ja, das ist mir früher öfter passiert. Ja, und meine Freundin, die war im 4. Monat schwanger von mir. Und ich habe das versucht, überall die heimzuhalten, weil man mir ja auch gesagt hat, pass auf, du bist darüber angreifbar. So, und da wir ziemlich aktiv waren und auch, ja, die Geschäfte gut liefen, hast du natürlich Feinde. Der Polizei und der Staatsanwalt und der Richter, die klingeln nicht, sondern die kommen um 6 Uhr durch die Tür, ja, treten die Tür ein, dann liegst du auf dem Rücken, auf dem Bauch meistens, dann machen sie die Handschellen an oder die Handriemen und dann nehmen sie dich mit. Aber da kommt keiner und legt dich um. Aber Kriminelle überschreiten halt Grenzen. Und vor allen Dingen, wenn sie zu mir kommen würden, dann wäre es dann noch so, dass ich mich wehren konnte. Ich konnte mich hiermit gut wehren, ich konnte mich damit gut wehren. Nein, sie haben meine Schwachstelle gesucht. Und ich habe jemanden vertraut. Und das sage ich auch noch mal ganz deutlich. Wer kriminell ist, hat keine Freunde. Das glaubt ihr nur, wenn sich irgendeiner dann durch irgendwas auf den Schlips getreten fühlt. Oder jener möchte das Geld oder den Macht, was ihr habt,
Man ist eigentlich immer irgendwie auf sich gestellt. Und ich habe aber jemanden vertraut und habe denen gesagt, ich habe eine Freundin, die ist schwanger von mir. Und dieses, dieser Unmensch, und jetzt war ich mir sehr nett, weil hier vielleicht ein paar Jugendliche zuhören. Dieser hat meinen Feinden gesagt, wo meine Freundin wohnt und dass sie im dritten Monat schwanger ist. Und sie wollten über sie an mir klar machen, dass ich verwundbar bin. So, und dann sind sie zu meiner Freundin, haben da geklingelt, sie öffnet die Tür. Sie wusste von nichts. Ich habe sie ja belogen. Ich habe ihr nicht gesagt, was ich beruflich mache, sonst hätte sie sich vielleicht nie mit mir eingelassen. Sie steht da jedenfalls, macht die Tür auf, hat wahrscheinlich noch gedacht, ich bin es. Und dann standen die zu dritt dort. Dann haben sie in die Wohnung gestoßen, haben sie verprügelt und haben sie zu dritt vergewaltigt. Und durch diese Prügeleien, die dritte und die Vergewaltigung, hat sie unser Kind verloren. Ich hätte heute einen Jungen, der wäre 25 Jahre alt. Ich hätte heute einen Sohn, der wäre 25. Und jetzt komme ich wieder zu dem, was ich dir gesagt habe. Was glaubst du, ist schlimmer? 3 Jahre Knast? Oder ein Leben lang damit zu leben, dass durch dich und deine Kriminalität deine Freundin vergewaltigt wurde und du deinen Sohn verloren hast? Ich habe bezahlt einen verdammt hohen Preis. Und für jeden, der da draußen auf Gangster macht und denkst, Gangster seien es cool, seid ihr bereit, diesen Preis zu bezahlen? Seid ihr ihn wirklich bereit? Seid ihr bereit, jeden Tag einzuschlafen, mit einem Auge wach? Seid ihr bereit? Alles, was ihr habt, ist es nicht wert. Ich habe danach mein Leben gehasst. Ich habe mich gehasst. Weil durch mich, die haben es gemacht. Aber ich habe die Gefahr angezogen. Durch meine Überschritte, weil ich gedacht habe, ich bin unsterblich und mir kann keiner was, habe ich die Gefahr angezogen. Was ich gemacht habe, als ich erfahren habe, wer das war und was ich gemacht habe, überlasse ich eurer Fantasie. Ja? Um es so mal zu sagen. Aber glaubt ihr, dass die Rache mir in irgendeiner Weise meine Freundin zurückgegeben hat, mein Kind? Verdammte Scheiße, ich muss mit diesem Dreck seit 25 Jahren leben. Seit 25 Jahren leben. Und immer wenn ich darüber rede, so wie jetzt, dann macht das etwas mit mir. So, und egal, die es gemacht haben, die haben nicht meine Freundin in die Gefahr gebracht. Das war ich selber. Ich selber. Ich habe sie belogen. Ich habe die Regeln gebrochen. Und ich habe diesen Scheiß gemacht. Und deshalb habe ich bei diesem Thema, wenn ich heute Prävention an den Schulen mache, den Kindern und Jugendlichen, die vielleicht auf Abwägen sind, versuche ihnen klarzumachen, ob das wirklich der Preis wert ist für einen fetten Benz, für eine Rolex und für ein paar tausend Euro. Immer mit dem Gedanken leben zu müssen, dass es vielleicht nicht dich trifft, mein Freund, sondern deine Mutter, deinen Bruder, deine Schwester, deine Frau, dein Kind. Boah, wird schlecht, wenn ich sowas höre. War das der Moment, wo du dir dachtest, es gab ja eine Reaktion darauf, dass du das gemacht hast, die verständlich ist. Hat dich das dann, war das dann der Moment, wo du dann gesagt hast, okay, ich höre jetzt genau hiermit auf, dieser Gangster-Scheiß, also, oder bis ist es noch schlimmer darauf geworden? Darauf will ich jetzt aus. Ja. Das bringt dich an den Punkt, wo du alles verlierst. Alles das und du verlierst, du siehst in der Emotion, dass alles das, was du hast, nichts wert ist. Du kannst noch so viel besitzen, wenn du das, was du liebst, verlierst und dafür die Schuld trägst, ist alles nichts mehr wert. Du sehnst dich dann nur noch eins, nach noch mehr Konfrontation, nach noch mehr Druck. Ja. Ich habe angefangen zu saufen. Drogen zu nehmen. Ich habe jede Konfrontation, bin überall draufgegangen, überall reingegangen. Ja, und nur, wenn es Gott oder Allah gibt, nur durch jemanden, der mich beschützt hat, der bestimmte Dinge von mir ferngehalten hat. Ja, wo ich mir heute denke, Alter, wie bist du da rausgekommen? Entscheidend ist, ich war noch einige Jahre da drin. Und dann ist etwas passiert. Und das ist das Entscheidende. Auch für das alles, was ich heute tue. Mit dieser Multiplikation. Dann habe ich eine Frau kennengelernt und ja, auch sie ist schwanger geworden. Und dieses Kind wollte ich nicht. Ich wollte das Kind nicht, weil ich Angst hatte, wenn jetzt wieder ein Kind zur Welt kommt und ich in dieser Welt lebe, dann bringe ich es in Gefahr. Ich wollte diesen Schmerz nicht mehr fühlen. Ja, aber sie hat es nicht interessiert, was ich wollte. Sie hat es gemacht. Und dann musste ich damit leben, wir waren im Moment getrennt, dass ein Kind aufwächst ohne seinen Vater. Ich sagte, nee, das geht nicht. Das kann ich weder mit mir noch mit dem Wert, den mir mein Vater vermittelt hat, bringen. Nein. Und habe dann irgendwie zwar weitergemacht, aber zwischen mir und der Familie, also meiner Freundin und mir, sehr viele Kilometer gebracht ins andere Land, in einem anderen Land. Aber ich bin dann immer gependelt. Aber die Gefahr war ja trotzdem real. Und dann war der 28. Januar 2008. Und ihr könnt noch so stark sein.
ihr denkt, ihr habt euer Leben unter Kontrolle. Ihr denkt, ihr seid auf alles vorbereitet. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr dann diesen Schrei hört, diesen Schrei ins Leben von eurem eigenen Kind, das macht was mit euch. Und als ich dann meinen Sohn Nikolai auf dem Arm hatte und in seine Augen geguckt habe, wusste ich, ich muss aufhören. Ich muss mein Leben ändern. Ich muss meine Familie in Sicherheit bringen. Es macht etwas mit euch. Und das war der Tag, an dem ich mit allem gebrochen habe und gesagt habe, jetzt ist Schluss. Einen auf den anderen. Durch die Geburt meines Kindes. Aber du steigst dann trotzdem nicht von einem Tag zum anderen aus, sondern und schon gar nicht, ey Jungs, ich bin jetzt Vater, ich aber bin raus. Aber im Kopf hat es angefangen. Es hat im Kopf angefangen. Und dann gehst du hin und sagst so, Jungs, pass auf, ich will das alles nicht mehr, ihr könnt alles übernehmen, ich will nur noch raus. Dann gibt es die Diskussion, dann packst du eine große Tasche Geld hin und dann sagst du, Jungs, ich gehe jetzt hier raus. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich rausgehe, um jetzt hier Geständnisse abzulegen, dann habt ihr nicht verstanden, wer ich bin. Aber eins solltet ihr bewusst sein, jeder, der sich mir in den Weg stellt und jeder, der mich und meine Familie bedroht, ihr wisst, zu was ich fähig bin. Und ich werde keine Sekunde zögern, um meine Familie zu schützen. Und es ist nie was passiert. Aus welchem Grund auch immer, ich bin da raus. Ich musste komplett neu anfangen. Das Geld war um ein Vielfaches weniger. Fängt schon damit an, dass du das Cabrio verkaufst, weil du gar nicht mehr aus. Versuchst, bei einem Porsche einen Kinderwagen hinzubringen. Und du merkst, das zählt alles nicht mehr. Das hat keinen Wert. Hat keinen Wert. Das Oberflächliche. Das Wertvollste, was wir haben, sind unsere Kinder. Und das ist etwas, was in uns angelegt ist. Wenn alles in dir normal ist, ist das angelegt. Und dann schützt du deine Kinder, dann bist du bereit, alles aufzugeben. Das habe ich getan, das war sowieso wertloser Dreck. Und seitdem bin ich Vater und 3 Jahre später ist noch meine Tochter zur Welt gekommen. Und ich habe mir damals bei der Geburt meines Sohnes geschworen, wenn nochmal irgendetwas meine Familie oder meine Kinder bedroht, werde ich alles dafür tun, um meine Kinder zu beschützen. Und ich würde die Welt aus den Angeln heben, wenn jemand mein Kind verletzt oder ihm was antut. Und wenn ich das sage, dann könnt ihr mich da beim Wort nehmen. Und ich denke, ich spreche hier deutlich. Kamst du so auch zu deiner Gründung? Der Ausschlag ist genau das. Ich habe ja damals gesagt, also wenn du deine Kinder schützen wolltest, deine Kinder, als ich dass du gesagt hast, du hast dich wahrscheinlich informiert oder viele Sachen mitbekommen, was leider Gottes das Schlimmste, was auf dieser Welt gibt. Nee, so banal war es ja noch nicht mal. Nicht? Nein, es war so, dass ich das mir damals geschworen habe. Und solange eure Kinder bei euch zu Hause sind, klein sind, noch im Kinderwagen durch die Gegend gerollt, dann sind sie bei euch zu Hause. Aber irgendwann kommt der Tag der Einschulung. Irgendwann gebt ihr die Hände eure Kinder in die Hände der Schulen. Dann sind eure Kinder Schutzbefohlene der Schulen. Und das ist ja der Moment, wo ihr nicht mehr daneben sitzt oder steht, auf dem Spielplatz oder sonst wo. Sie sind dann mehrere Stunden in der Obhut der Lehrer in der Schule. Und mein Sohn ist am Samstag eingeschult worden, mit 5,5. Hat sich auf die Schule gefreut. Montag war der erste Schultag, alles war schön. Ich habe nicht mehr in Neukölln gewohnt, ich habe in einem anderen Wohngegend gewohnt, ich konnte mir das leisten. Ich wollte da auch weg, weil ich ja nur selber auch Erfahrungen gemacht habe und natürlich wegen meinem Background, ist klar. Bin ja also irgendwo umgezogen, wo viel Grün ist, viel Wasser ist und es war eine gute Gegend, also wenn man das jetzt so sehen möchte. Montag, er kommt nach Hause von der Schule, alles in Ordnung. Er freut sich, er ist lebhaft. Dann kommt Dienstag, der zweite Schultag im Leben meines Sohnes, der zweite Schultag. Er kommt nach Hause, hat eine eingeschlagene Lippe und eine blutige Nase. Als und Fünfjähriger. Fleht mich an, ihn nie wieder in die Schule zu schicken. Mein Sohn wurde nach 2 Tagen Grundschule als 5,5-Jähriger von einer Gruppe von 3 Jungs aus der 3. und 4. Klasse zusammengeschlagen. Und was hat sich da wiederholt? Das, was ich erlebt habe. Ja. Mein Mobbing hat sich wiederholt mit Gewalt und Dings, meinen Sohn. Und noch 5,5, nicht 10. Und dann kam genau dieser Impuls. Ich hab's erlebt. Mein Kind hat das erlebt. Und niemand darf mein Kind anfassen. Und diese Wut, die natürlich dann erstmal fiktiv auf die Kinder geht, war aber in dem Moment, du siehst das und denkst, die Kinder oder die Eltern. Und dann fiel mir ein. Carsten, du warst selber erst Opfer? Mittäter? Täter. Diese Jungs haben Dinge erlebt, die du auch erlebt hast, mehr oder weniger. Die sind so nicht geboren, die sind so gemacht worden. Und wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird mein Sohn auch so. Gut gesagt. Bin ich am nächsten Tag etwas runtergekommen, meinen Sohn getröstet, sofern das ging, aber er hatte Angst, zur Schule zu gehen. Bin ich zur Schule
und habe den Schulleiter gestellt und habe gesagt, Herr Schulleiter, wir müssen uns bitte mal unterhalten. Mein Sohn ist gestern hier in der Schule zusammengeschlagen worden. Und dann hat er zu mir gesagt, er hat keine Zeit. Und dann habe ich gesagt, Sie haben Zeit. Da bin ich mir ganz sicher. Welchen Fernsehsender mögen Sie denn eigentlich besonders? Und welche Zeitung lesen Sie denn tagtäglich? Denn diese beiden, die ganze Straße von da vorne bis da hinten, stehen morgen hier vor der Tür, wenn Sie jetzt nicht Ihren Arsch in den Raum bewegen und sich meine Worte anhören. Ich habe eine Frage. Du bist ja, so wie du erzählst, bist du ja aus einem Umfeld gekommen, wo sehr viel Gewalt herrscht und wo man alles mit Gewalt klärt. Nicht in meiner Familie. Ja, nicht in deiner Familie, aber da, wo du reingerutscht bist später. Und das hast du ja, du warst ja 18 Jahre in so einer Szene unterwegs. Wie kam es dann, dass, wenn es da um deinen Sohn ging, dass du die Weitsicht hattest, dass du so bedacht, also ich hätte eigentlich gedacht, dass jemand, der aus so einem Leben kommt, hingeht und so alles zusammenschlägt. Aber du warst sachlich. Du bist weder die Kinder angegangen, noch deren Eltern. Und hast auch mit dem Typ, du hast ihm weder körperlich gedroht, sondern du hast es sachlich gemacht. Du hast gesagt, ja, okay, wenn du dir keine Zeit nimmst, jetzt, dann klären wir das anders. Aber du musst dir vorstellen, wenn du natürlich jetzt, ich hatte ja die Zeit, die Luft dazwischen. Wenn dann jetzt natürlich, aber ich käme jetzt, sagen wir mal, zur Schule und würde sehen, wie die Jungs gerade meinen Sohn zusammenschlagen, dann reagierst du schon emotional. Ja. Ich hätte zwar trotzdem so ein Kind nicht schlagen, aber ich hätte sie auf jeden Fall weggerissen. Ja, so, und wenn mir dann noch irgendjemand, vielleicht ein Erwachsener, dann blöde kommen wäre, kann ich auch nicht sagen, was passiert. Aber entscheidend ist, zu Hause warst du wütend, dann bist du aber wieder runtergekommen und dann, ich bin ja kein dummer Neandertaler, sondern ich weiß ja schon, waren ja schon ein paar Sachen zusammenziehen, war? Ich weiß, diskriminierend? Ja, kann sein, dass ein paar Neandertaler sich melden. Falls jetzt ein Neandertaler kommt, bitte. Ich sind ja eh nicht dieselben, sind immer die anderen, die sich für die einsetzen. Was ich aber auch interessant finde, ist, dass du die Schuld, dass du gesagt hast, nee, die sind nicht so geboren. Nein. Und dass du hast es nicht aus dem Winkel betrachtet. Den Tunnelblick, reflektiert. Genau. Du hast nicht aus dem Winkel betrachtet, ey, die haben meinem Sohn wehgetan, sondern, wenn das so weitergeht, wird mein Sohn auch so. Genau. Und das ist das, wenn du es selbst erlebt hast, ist das eine. Dann weißt du ja nicht nur, deswegen gehe ich ja auch an den Schulen. Ich habe es selbst erlebt, genau wie ihr, aber ich weiß, wo es hinführt. Und ich wollte ja zwei Dinge nicht. Ich wollte nicht, dass mein Sohn wieder zum Opfer wird. Ich wollte nicht, dass er zum Täter wird, aber ich wollte auch, dass die Jungs endlich damit aufhören und kapieren, sie zerstören sich ihr Leben. So das ist das Wichtigste. So, und als ich dann bei dem Direktor war und dann auch seine volle Aufmerksamkeit hatte, nachdem ich ihm gesagt habe, Sie haben doch da einen Computer, googeln Sie doch mal den Namen Carsten Stahl. Dann werden Sie wahrscheinlich ein paar Millionen Einträge finden. Ich bin nämlich eine Person des öffentlichen Lebens. Und wenn ich morgen sage, mein Sohn ist an Ihrer Schule, nach zwei Tagen... Warst du das auch schon? Ja, damals schon, ja. Das war schon die Detektivzeit? Die Detektivzeit, die war da schon. Wo du diese Van Damme-Kicks gemacht hast. Immer. Wer ist Van Damme? Hier, dein Vorbild anscheinend. Mehr dein Vorbild. Ja, so rennt da so ein Typ hinterher und macht so, ja, wird sich verpasst. Können wir davon das Slow-Mo einbinden? Diese geilen Fight-Szenen, die Jackie Chan niemals genommen hätte. Okay, jetzt weiter. Alles gut. Also, dann hast du natürlich ich war schon bekannt, aber da nur aus der Serie. Ich hatte da noch keinen Kinderschutz gemacht. Sondern dann bist du dort und dann hat der das reflektiert, dass das natürlich schon eine große Welle schlößt, wenn ich sage, mein Sohn wurde nach zwei Tagen Grundschule an seiner Schule körperlich und rassistisch gemobbt und beleidigt. Aber wie traurig ist das denn, dass der Schulleiter erst dann reagiert, wenn er sieht, dass eine Schwester... Willkommen in meiner Welt. Das sind 9 Jahre Kinderschutz. Alles, was ich tue, basiert darauf, dass ich Druck mache. Carsten. Ich habe Gesetze auf die Art und Weise gemacht. Die handeln nicht von alleine. Erst, wenn es um ihren Arsch geht. Was ich sagen wollte, ist, was ich interessant finde, man denkt ja oft, ne, also auch wir fallen in diese Falle, sowas passiert nur in einer schlechten Gegend. So Offenbach. Ja? Aber du hast ja selber gesagt, überall. Du bist in eine gute Gegend gezogen. Wo alles grün ist, Wasser. Ja, wo alles grün. Und da ist das auch passiert. Es das heißt, so da machen die das auch. Mobbing, es gibt ja auch Mobbing auf der Privatschule. Mobbing gibt es heute überall. Privatschule, sehr gutes Beispiel. Habt ihr kein Porsche zu Hause, da fängt es ja schon an. Das ist ja auch schon Mobbing. Das ist viel subtiler. Mobbing, muss ich dir sagen, damit ihr mal die Zahlen habt, ich mache jetzt ja seit 9 Jahren Kinderschutz und Prävention. Wir haben jede Woche an deutschen Schulen 500.000 bis 1 Million Fälle von Mobbing, Gewalt, Hass und Rassismus. 500.000 bis 1 Million jede Woche. Und das ist Cybermobbing noch nicht mit drin. Da kommt noch mal locker 1,5 Millionen dazu. Jede Woche. Und ich bin da sehr deutlich. Es gibt keine Schule in Deutschland von 32.000 Schulen, die mobbingfrei ist. Egal, im Gegenteil. Jede Schulleitung, die sagt, an unserer Schule gibt es kein Mobbing, die lügt. Das heißt, man denkt, weil wir denken so in unseren Köpfen, ja, auf so einem Gymnasium, da sind ja die Leute so gebildet, da gibt es kein Mobbing. Wollen wir mal, ich höre das ja oft, Gymnasium. Ja, pass auf. Genau. Mobbing, das Schlimmste, was Mobbing auslösen könnte, sind Suizide. Und das Allerschlimmste, Amokläufe. Wir hatten in Deutschland durch Mobbing Tausende von Suiziden. Jeden Tag, während wir hier heute quatschen, versuchen sich heute 5 bis 6 Kinder das Leben zu nehmen, 1 bis 2 Kinder sterben.
Das ist die so anderen krass. Landen in Kliniken oder mit Schwerstbehinderungen werden sie ihr Leben lang kämpfen. Diese müssen. Zahlen und diese News kriegst du niemals irgendwo gezeigt. Ja, die werden, aber wenn die, du die so werden auch 9 Jahre ja. das machst, dann kriegst du alles. Dann und die werden, alles. Und ich meine, so jetzt ins wie die normale genau, gesehen. Die werden dir auch nicht ins Gesicht geknallt. Nein. Es kommt nicht jeden Tag diese Nachricht, nein. Ey, wieder hat sich ein Kind wegen Mobbing umgebracht. Natürlich nicht. Weil damit ist kein Geld zu verdienen. Genau. Und dann werden die Leute aber sensibilisiert für dieses Thema. Wenn ich jeden Morgen wieder höre, er hat schon wieder ein Kind umgebracht wegen Mobbing, was geht denn hier ab? Richtig, und deswegen ist es gezielt, dass man negative Themen nicht anspricht. Wir haben in Deutschland einen Leitspruch, der bedeutet, in Deutschland ist immer der gefährlicher, der die Missstände anspricht, als der, der die Missstände macht oder zur Verantwortung oder hat. Oder verursacht, ja. Genau. Und deshalb bin ich für einige Politiker auch eine Gefahr, weil ich natürlich genau diese Missstände benenne. Wir sind jetzt übrigens im Moment noch bei Mobbing. Zum Kindermissbrauch komme ich noch. Ja, ich will es einfach mal deutlich sagen. Deutschland ist unter den 2 kinderfeindlichsten Ländern in Europa. Unter den 2 kinderfeindlichsten Ländern in Europa. Und was das bedeutet, werde ich euch nicht aufzeigen. Also, es ist Fakt. Heute sterben 1 bis 2 Kinder wegen Mobbing. Okay, du hast dann mit dem Schulleiter geredet. Du hast ihm dann medial, also gedroht mit Medien. Das ach, ich drohe doch ja, nicht. Genau. Ich hab's ihm ans Herz gelegt. Genau, du warst nett. Ja, genau. Aber mit Nachdruck. Bestimmend. Ja, so. Carsten Stahl. Ja, Carsten Stahl. Hey, ich bin Carsten Stahl. So, und dann, reicht schon, oder? Ja, was hat er da? Wie ging es dann weiter? Was war seine Reaktion? Pass auf. Und dann passierte etwas, wo er mir schon wieder leid getan hat. Als er das dann gemerkt hat, hat er mir nämlich auf einmal die Wahrheit offenbart. Und die hat mir dann die Augen geöffnet. Dann sagt er mir, Herr Stahl, ich kann verstehen, dass Sie wütend sind. Und das war eine falsche Reaktion. Aber wenn Sie wirklich was verändern wollen, dann bin ich die falsche Adresse. Weil jede Schule in Deutschland, ganz besonders in Berlin, die Missstände anspricht und sie auch offenlegt. Das heißt, wir, die praktisch die Zahlen offenlegen und auch melden. Wir stehen als Problemschule da, also schlechte Schule. Und die Schulen, die es totschweigen und sich dazu nicht äußern, die sogar sagen, wir haben keine Probleme, die stehen als gute Schulen da. Also es wird von oben gefördert, wer lügt, wird bevorzugt. Oh. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gehe ich dahin, wo die Scheiße am meisten stinkt. Oben. Ganz oben. Und dann bin ich da hingegangen. Und dann ist was Entscheidendes passiert vor 9 Jahren. Dann kam ich da an, hab da gesagt, was mein Sohn passiert ist. Und dann kam die mir also da oben. Also reden wir vom Schulministerium? Wir von ganz oben. Mhm. Hier bei euch wird kurz. Ich will nur noch mal kurz für die Zuhörer draußen, ne? Mhm. Das heißt, also diesen Satz, hinter dem stehst du, wenn eine Schule behauptet, egal wo, ich sag es gibt kein Mobbing, dann lügen die. Ganz einfach. Damit du das nicht sagst. Nochmal. Jeder Schulleiter, ja. Jede Schulleiterin, ja. Die in Deutschland sagt, an ihrer Schule gibt es kein Mobbing, die lügt. Die lügt Angst, als Problemschule dazustehen und weil sie Angst um ihre eigene Position hat, dass die in Frage gestellt hat. Ich sage das seit 9 Jahren. Wisst ihr, wie oft ich darauf eine, das stimmt aber nicht, Reaktion bekommen habe? Wie oft, ich habe schon hunderte Mal auch in Talkshows gesagt, wie viele Reaktionen von irgendjemandem habe ich bekommen, dass es heißt, das stimmt nicht? 0 Mal. Und wenn denn, das sage ich immer noch dazu, und wenn hier irgendein Schulleiter ist, der sagt, an meiner Schule gibt es kein Mobbing, ist doch gar kein Problem, dann bin ich übermorgen an ihrer Schule und stelle mich draußen vor die Tür. Alle Schüler kennen mich und kommen auf mich zu und erzählen mir alles, alles. Und dann frage ich mal, ey, eure Schule gibt es kein Mobbing? Und dann werden sie mir alles erzählen. Und das werde ich dann alles veröffentlichen. Und dann gibt es ein Geräusch, wenn du das ansprichst, was jeder Schulleiter in Deutschland dann in dem Moment macht. Übrigens auch viele Politiker, wenn du von der Wahrheit redest. Dieses Geräusch ist... Ja. Da haben sie einen dicken Brocken in der Hose. Da kommt der Knüppel hinten aus dem Arsch. Ja, da geht, da kommt der Stift raus. Genau, weil sie sich in der Hose kacken, weil sie Angst davor haben, als Problemschule dazustehen. Aber jetzt gucken wir mal darum. Warum ist das denn so? Ich will das gar nicht mal jetzt... Ich finde es schlimm, dass sie es machen. Aber sie werden von oben im Stich gelassen. Wenn die von oben praktisch diktiert bekommen, haltet das Maul. Wenn ihr den Mund aufmacht... Dann habt ihr Repressalien. Aber wie kannst du deinen Maul halten, wenn ich ein Kind zu sagen, wenn also ich rede jetzt, ich werde nicht bezahlt. Ja, nee, ich rede von denen. Wie kannst du denn ihre Existenz? Wie kannst du deinen Maul halten, wenn ein Kind verprügelt wird? Da, die nur da, an da sich muss, denken. Mann, da muss auf deine Existenz kämpfen. Da ist doch deine Existenz scheißegal. Dann kommen wir wieder zu dem, was du vorhin gesagt hast. Als wir noch draußen waren, als wir darüber geredet hat, wer in der Corona-Krise Eier bewiesen hat. Da sind wir wieder bei dem gleichen Stift. Ja, und da geht es um mehr Geld und weniger Geld. Also immer wieder. Es geht darum, ich verstehe, ich sage immer wieder zu den Schulen, ihr könnt nichts für das Mobbing. Mobbing ist kein Problem der Schulen, sondern der Gesellschaft. Aber ihr könnt dafür, wenn ihr es totschweigt. Und ich bin dann, wie gesagt, zum Ministerien damals und habe gesagt, und dann haben sie halt was gemacht. Da haben sie mir praktisch mal vermitteln wollen, es würde mich nicht angehen, ich soll mich hier nicht einmischen. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie... Einfach ein Typ, der sich für Kinder einsetzt. Pass auf, dann habe ich gesagt... Dann habe ich gesagt, wissen Sie, hören Sie mir genau zu, was ich Ihnen jetzt sage. Da mögen Sie jetzt noch drüber lächeln, irgendwann nicht mehr. 100%ig falsches Kind und zu 1 Milliarde Sicherheit
der falsche Vater. Ich werde euch so die Hölle auf Erden bereiten. Weil das, was ihr tut, ist für mich unterlassene Hilfeleistung. Reißt euch den Arsch auf, wenn ihr die Kinder nicht schützt. Das war vor 9 Jahren. Jo, was haben wir denn bis heute bewegt? Gesetze in den Bundestag getragen. Ich hatte über 100.000 Schüler. Ich habe Dutzenden von Menschenleben gerettet. Wie viele Gesetze hast du in den Bundestag getragen? 4. 4 und die sind jetzt in Kraft getreten, ja? 2 direkt von mir und 2 mit unterstützt. Die sind am 1.7. letztes Jahr per Gesetz im Bundesrat, im Bundestag verabschiedet worden. Können wir darüber reden? Wenn du es aushältst. Ja, ich kann mir schon vorstellen, was kommt. Erklär uns mal auf, was sind das so für Gesetze? Also jetzt müssen wir dazu splitten, weil der Jump ist ja ziemlich groß. Ja. Wir haben gerade noch über Mobbing geredet. Also durch das Mobbing an meinem Sohn und durch meine eigene Mobbing-Erfahrung habe ich gesagt, hier muss man was machen. Ich bin da oben hingegangen und habe gesagt, hier muss was passieren. Dann habe ich einen eigenen Verein gegründet, eine Initiative gegründet und habe angefangen an Schulen mit meiner Geschichte und mit meinem Wissen, was der dann jeden Tag mehr wurde. Ich habe auch viele Infos bekommen von Insidern, von Lehrern. Habe ich das immer größer gemacht. Der Verein heißt? Der Verein? Ich kenne Stahl e.V. Ja, so, und das wurde immer größer, immer einflussreicher. Da waren noch die ersten Medienartikel etc. Fing klein an. Es wurde immer größer. Das habe ich dann 9 Jahre gemacht. Und während dieser 9 Jahre kam natürlich auch diese Pandemie. Und während dieser 9 Jahre? Ja. Und während war die Pandemie? Du musst den Switch machen. Ich habe also vor allen Dingen vorher gegen Mobbing, Gewalt und Rassismus an Schulen gekämpft. Präventiv und habe das alles auch öffentlich aufgedeckt. Und da warst du noch in dieser Sendung parallel? Da hatte ich auch, nee, die Sendung hatte ich damals im Endeffekt durch, als mein Sohn Opfer von Mobbing war, habe ich die eigentlich, da war die schon ein bisschen am Ende. Ja. Ich habe dann komplett die Sendung gelassen und habe mich nur noch auf den Kinderschutz konzentriert. Okay. So, dann kam irgendwann die Pandemie und während der Pandemie waren wir natürlich alle entschleunigt und wir haben oft zu Hause gesessen. Vorher war ich ständig an Schulen. Ich hatte gar nicht die Zeit nach links und rechts geguckt. Und dann kamen die ersten Fälle von diesen ganzen Missbrauchsskandalen auf irgendwelchen Campingplätzen, das ging durch die Medien. Und dann habe ich das gemerkt und habe gemerkt, verdammte Scheiße, wieso gibt es eigentlich keine Prominenten, die das Thema mal richtig ansprechen? Ja, so war es bei Mobbing auch. Ich bin der Einzige, der es richtig laut anspricht, der konfrontativ sagt, dadurch auch natürlich Kritik oder Angriffsfläche bietet. Aber ich habe mich durchgesetzt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, wenn ihr da auch alles schweigt, besonders ihr Prominenten, die ihr Maul haltet, obwohl ihr an den Kindern Geld verdient mit euren Trikots und eurer Musik, dann mache ich da meinen Mund auf. Weil Kinderschutz ist unverhandelbar. Da habe ich diesen Text zum allerersten Mal gesagt. Jetzt konnte ich natürlich nicht unter meinem Verein, das ist das eine, aber unter der bundesweiten Kampagne Stopp Mobbing, auf einmal gegen Missbrauch kämpfen. Also habe ich die Organisation Bündnis Kinderschutz gegründet. Im Bündnis zum Schutz der Kinder. Und während ich dann angefangen habe, gab's, und ich da die ersten... Das ist etwas, was ganz normal für jeden Menschen sein sollte. Man muss so ein Bündnis dafür gründen. Das ist ja schon so absurd. Alleine schon, dass wir für den Schutz der Kinder kämpfen müssen, zeigt, wie asozial und erbärmlich unser Land ist. Absurd. So, und Fakt ist, dann kamen auch viele Menschen, ich hatte ja dann schon sehr viele Menschen, die hinter mir standen, das hat sich jetzt in den letzten 2,5 Jahren nochmal extrem vermehrt, habe ich immer mehr Zuschriften zum Thema Missbrauch. Und darunter dann auch engagierte Eltern, die mir gesagt haben, oder Herr Stahl, schauen Sie mal hier, bei 2 großen Online-Bestellern, da habt ihr alle schon bestellt, ich lasse jetzt die Namen mal weg, kann man Kindersexpuppen bestellen. Hä? Was sind denn Kindersexpuppen? Ich sage, ich kenne den. Schon in meinem Leben gehört. Kenne ich irgendwelche Puppen, die aussehen wie Frauen, ja? So, also das ist ähnlich. Nein. Und dann, so wie ihr euch eine Puppe vorstellen müsst, aus Silikon, wie eine Frau, die sie in irgendwelchen Sexshops gehabt, gab es halt Kindersexpuppen in Säuglingsgrößen, einjährige, zweijährige. Hä? Die konntet ihr bestellen und. Du konntest die sogar nach dem Wunsch eines Bildes, das heißt, hätte ich jetzt von deiner Schwester, von deiner Tochter, von euren Kindern ein Bild, hätte ich mir danach eine Sexpuppe machen können, mit mehreren Körperöffnungen und hätte diese Sexpuppe, also eure Schwester oder euer, praktisch missbrauchen können, obwohl, die ist ja leblos, aber allein die Tatsache fand ich so abartig, widerlich, dass ich dann gesagt habe, das kann doch nicht sein. Und wie ich mich denn da eingemischt habe, habe ich gemerkt, die fühlten sich nicht zuständig, mehr, wir stellen es ja nicht her, wir vertreiben es ja nicht. Wir ach ja, dann. So, und dann. Ich stelle auch mein Heroin nicht her, wenn ich das verkaufe, ich bin doch trotzdem dann. So, bist zumindest daran beteiligt. Okay. Entscheidend ist, ich habe halt gesagt, okay, ihr fühlt euch nicht zuständig, dann mache ich euch zuständig. Also habe ich wieder die Medien, meine Reichweiten benutzt und habe Aufschrei gemacht, eine Petition gestartet. Und während ich dabei war, wenn ihr euch da jetzt schon aufregt, dann solltet euch jetzt fest anschnallen. Dann kam ein sehr engagierter Holländer auf mich zu, durch ein Treffen dieses Bündnisses, der mir erzählt hat, dass es ein Handbuch für Pädophile gibt. Eine Anleitung von Pädophilen, geschrieben für Pädophile, wie man Kinder missbraucht, unerwischt zu werden. Das hat sich über Jahre von 300 Seiten auf fast 1000 Seiten ausgeübt.
Darin wird beschrieben, was die beste Methode ist, Kinder anzulocken, wie man Kinder am besten entführt, wie man Eltern täuscht, wie man die Polizei täuscht, das Jugendamt täuscht, wie tief man in Kinder eindringen kann, ohne Spuren zu hinterlassen, wie man seine DNA-Spuren hinterlässt. Noch mehr. Es ist abartig. Es ist wie eine Anleitung für einen Terroristen, eine Bombe zu bauen. Ich bin so wütend gewesen. Und das finde ich nicht mal so schlimm wie das andere. Naja, doch, du musst dir vorstellen, jemand, der praktisch jetzt pädophil ist und ein Kind missbrauchen möchte, der weiß ja erstmal nicht, wie er es macht. Wenn ich jetzt aber eine Anleitung habe, wie ich deine Tochter entführen kann, wie ich ihr Vertrauen gewinnen kann, dann kann ich ja wie. Das meine ich, ich meine den Terroristenvergleich. Ich habe gesagt, eine Anleitung mit einer Bombe ist nicht für mich so schlimm wie das. Es ist immer wieder so. Ekelhafte Menschen. Ich war so schockiert, dass ich auch da gesagt habe, mir musste passieren. Und das Buch, das kann man, ist das. Du kannst es nicht in der Bibliothek. Ja, ist mir klar, aber wenn ich so ein bisschen forsche. Wenn du richtig forschst, dann kannst du es. Also das Runterladen, das Hochladen, das der Besitz und die Wiedergabe war nicht verboten. War nicht in Deutschland verboten. Ich bin aufgeschrien, ich habe wütend, ich habe mich an meine politischen Verbindungen, die ich ja hatte, gestellt. Und es war zu dem Moment, es war kurz vor den Wahlen, also so dreiviertel Jahr vor den Wahlen. Das wird richtig krass. Und die Wahlen haben natürlich immer einen Vorteil, dass Politiker sich oft gerne Themen annehmen, um sie für die Wahlen zu nutzen. Genau, um Wähler zu generieren. Genau, das ist nun mal so. So, das war jetzt, aber das war ja nicht mein Plan. Ich wollte es verschwinden, ich wollte es haben. Und dann gab es halt auch mit diesen Parteien, mit denen ich zu tun hatte, es gab halt so, vorher konnten... Wer ein Kind missbraucht in Deutschland. Redet weiter. Wer ein Kind missbraucht in Deutschland, der war nur 10 Jahre im Führungszeugnis eingetragen. Nach 10 Jahren war das wieder gelöscht. Dann konnte also jemand, der ein Kind missbraucht hat, wieder in die Kita arbeiten. Er konnte in der Schule arbeiten, in Vereinen arbeiten. Es war nur 10 Jahre drin. 10 Jahre und ein Tag gelöscht. Jetzt geht also so ein Pädophiler zu einer Schulleitung. Ich möchte hier als Lehrer arbeiten oder in den Kindergarten. Dann kickt sich das an, Führungszeugnis, erweitertes Führungszeugnis, keine Einträge, denkt die natürlich. Ist alles okay. Nur 10 Jahre. Ja, übrigens haben wir eine Rückfallquote von 80%. Also das heißt, alle Pädophile, von all die es gibt, haben 80% sind rückfällig geworden. Ja, 80%. Also man nimmt jemanden auf und weiß aber schon vorher, es gibt eine 80%ige Rückfallquote. Sie wissen es aber nicht, weil es nicht im Führungszeugnis steht. Und das vierte Gesetz war, dass Kinderpornografie in Deutschland nur ein Vergehen war. Der Einbruch in eine Gartenlaube oder in ein Auto war schlimmer, gerichtlich justiziabel gewertet, als wenn du Terabytes von Kinderpornografie hattest. So, Christoph Metzelder ist der beste Beweis. So, Christoph Metzelder zum Beispiel, ihr wisst, Bundesnationalspieler, sogar Bundesverdienstkreuzträger, großes Vorbild, wurde erwischt, weil er Vergewaltigungsvideos von unter 10-Jährigen hatte. Da haben mehrere Männer Kinder unter 10 Jahren vergewaltigt. So, dabei wurde er erwischt. Was hat er damals bekommen? 25.000 und Bewährung. Das war's. Also er hat sich freigekauft und hatte so eine... Ihr müsst mal bedenken, jemand, der Kinderpornografie konsumiert, nimmt in Kauf und fördert damit, dass in anderen Ländern meistens Kinder missbraucht werden, misshandelt werden, für deren abartige Fantasien. Abartig, ja? So. Und jetzt kommen wir zum Punkt. Wir, ich und auch andere... Aber haben das denn multipliziert in den Medien, aber vor allen Dingen auf den sozialen Plattformen verteilt. Und ich war halt damals schon dann eine sehr starke Stimme im Kinderschutz. Heute bin ich die Stimme im Kinderschutz. Ja, so. Und dann haben wir es geschafft, dass am 1.7.2021 durch unser Engagement, durch unseren Druck in der Öffentlichkeit und durch meine ganzen Unterstützer, denn die haben es ja mit multipliziert, und auch die dahinter standen, haben es geschafft, dass die Kindersexpuppen in Deutschland seit dem 1.7.2021 verboten sind. Wie kann das nicht vorher verboten gewesen sein? Dass das Handbuch seit dem 1.7. verboten ist. Dass Kinderpornografie ein Verbrechen ist und der Eintrag ins Führungszeugnis lebenslang ist. Das haben wir mit Bündnis Kinderschutz und der Politik geschafft. So, und jetzt kommen wir nochmal zurück. Vor 9 Jahren haben mir welche erzählen wollen, du darfst das nicht, du kannst das nicht, ihr könnt mich am Arsch lecken. Ich schütze Kinder und ihr versagt. Geil. Da merkt man aber, dass der Kampf, durch diese Erfolgserlebnisse weiß man halt, dass der Kampf nicht umsonst ist. Nein, weil der Kampf richtig ist. Weil der Kampf auch richtig ist. Aber er ist hart. Er ist hart. Und du siehst, guck mal. Ich weiß das ja erst durch dich. Ich bin ja geschockt, weil ich in meinem naiven Weltbild, das ich habe. Weil du es verdrängst. Dachte, ja, diese Sachen sind verboten. Nein. Dass die noch nicht mal verboten waren, das schockt. Warum sind die nicht verboten gewesen?
Weil es vorher keine gab oder die gab, die das wirklich als Gefahr gesehen haben. Aber das ist doch eine, das ja, weiß doch mein Menschenverstand. Aber wir leben doch in Deutschland, hier ist jeder Scheiß geregelt. Ja, richtig, du hast es doch mal, die Betonung, du lebst in Deutschland, in dem, unter den jeder zwei... Jeder Scheiß ist hier geregelt. Alles ist geregelt. Unter den, in Deutschland ist das unter den zwei kinderfeindlichsten Ländern in Europa. Kinderschutz hat keine Priorität. Kinder können nicht wählen, Kinder können keine Steuern zahlen. Kinderschutz findest du geiler Satz, bei den Wahlen auf zwei, Platz 180, während du die Legalisierung von Cannabis unter den Top 20 findest. Kiffen ist wichtiger als Kinder. Ja. Ja? Und das ist Fakt. Ja? Und jetzt mag vielleicht der eine sagen, aber Kiffen ist geil. Mann, nein, ist nicht geil. Aber Kinderschutz ist unverhandelbar. Ey, ja. Das ist ja, das ist so absurd. Das ist abartig. Also ich wette, wenn du jetzt eine Umfrage machst, also bevor du dafür gesorgt hast, dass dieses Gesetz in Kraft tritt, denkst du, Kinderpornografie ist illegal oder ist ein Verbrechen, ist eine Straftat? Würde jeder normal denken, Mensch, dann ja. Weil man einfach davon ausgeht, dass das so ist. Guck mal. So, das ist ja das, was mich so... Also erstmal vielen, vielen Dank, dass du dich so kümmerst darum, ne? Und das motiviert, weil man diese Missstände nicht kannte... motiviert, dass man auch dafür was machen muss. Ja, weil ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste diese Dinge. Ich habe einfach normal gedacht. Aber guck mal, Schein, das ist ja der Grund. Das tust du ja jetzt gerade. Ja. Du bist zwar jetzt unwissend und jetzt mache ich dich wissend. Jetzt passieren zwei Dinge. Erstens, dein Kanal und deine Reichweite sorgt dafür, dass andere das auch wissen. Das ist Punkt 1. Ja. Es passiert dann noch was Zweites. Ich trigger dich gerade. Und nehme dich in die Verantwortung. Ich nehme dich in die Pflicht, genauso wie dich, dass sie ab jetzt dieses Thema viel ernster betrachtet, dass ihr auch aufschreit, damit eure Reichweiten, genau wie meine, sich unverhandelbar für den Kinderschutz einsetzt. Weil vorher konntet ihr beide sagen, ich habe es nicht gewusst und ich habe vielleicht noch weggeguckt, aber ich habe es nicht gewusst. Jetzt könnt ihr es nicht mehr sagen. Mhm. Ich habe es euch gesagt. Und nochmal, wenn ich jetzt sage, ich will das jetzt mal auflösen, warum auch Kinderfeind ist das Land. So. Du sagst immer zweit. Wer ist das andere? Österreich. Aha, ja. Beide vom gleichen Schlag. Ja, das ist, also, aber du hast ja auch eben erklärt, wo wir privat gesprochen haben, das ist ja auch wichtig. Du hast ja gesagt, wenn du sagst, man muss es manchmal den Leuten erklären, wenn du sagst, kinderfeindlichste Land, meinen wir nicht hier, dass hier die Omis die Babys anrotzen. Nein. Sondern wir meinen, dass die Gesetzgebung hier dafür sorgt, dass ein Kind nicht so geschützt ist. Oder anders, du kannst auch sagen, Kinderschänder und Missbrauch von Kindern und Vergewaltigung werden in unserem Land toleriert. Kinderschänder und Vergewaltiger. Deutschland ist ein Paradies für Kinderschänder und Vergewaltiger. Ernst jetzt? Ja, ist es so. Und dazu kommt, ich will euch das ja gleich mit Zahlen belegen. Ihr müsst euch vorstellen, dass in Deutschland pro Tag in Deutschland, Alter, rund 50 Kinder missbraucht werden. Pro Tag. 50 Kinder, das sind im Jahr 16.000. 50 ist, und das ist die offizielle Zahl. Die inoffizielle Zahl ist mindestens 3, wenn nicht sogar 5-mal höher. Aber bleiben wir bei der offiziellen Zahl. 50 Kinder pro Tag, also über 16.000 Kinder im Jahr. Schlecht. Im Jahr. Wenn dich schlecht wird, dir gleich. 16.000 Kinder im Jahr. Und jetzt nehme ich einen Zeitraum von 2005 bis 2020. Das sind 15 Jahre, ja? 15 Jahre, im Durchschnitt jeden Tag 50 Kinder. Das sind, summa summarum, rund 220.000, 240.000 Kinder, die missbraucht wurden. Einfach, mehrfach, dutzendfach, hundertfach. In Deutschland nur. In Deutschland, wir reden nur von Deutschland. Wir reden also jetzt von Zehntausenden von Kinderschändern. Zehntausende Täter, die Hunderttausende von Kindern missbraucht haben, okay? Und jetzt kommen wir, wo ihr doch alle denkt, ja, aber die werden doch alle verurteilt. Kommen wir jetzt zu den Urteilen. Oh, und jetzt Gott. Haltet euch gut fest und schützt eure Kinder. Hört genau hin. Deutschland. 2022 oder 2005 bis 20. Wir haben also eben, ich habe euch gesagt, über 200.000 Kinder, die einfach mehrfach, dutzendfach von Zehntausenden von Tätern missbraucht wurden. 80% dieser Zehntausenden Tätern haben dafür 2 Jahre Haftstrafe bekommen. Für einfachen, mehrfachen, dutzendfachen, hundertfachen Missbrauch. Leben zerstört, mental wie auch körperlich. Ich bin noch nicht fertig. Oh Gott, Alter. 2 Jahre Haftstrafe. Und 90% dieser 80%, die 2 Jahre Haftstrafe bekommen haben, haben diese Haftstrafe auf Bewährung bekommen und laufen frei rum zwischen euch, uns und unseren Kindern. Kinderschänder werden toleriert in unserem Land. Die Justiz und die Politik versagt und schaut weg. Das ist Deutschland. Oh Gott. Warum ist das so? Weil Kinder nicht wählen können, keine Lobby haben und weil sie seit Jahren versagen. Diese Dinger, die liest du ja nicht. Also, ja? Das heißt, warte mal, stopp. Ich muss nur, ich weiß, das klingt hart für die Zuhörer, aber ich will nur noch mal Revue passieren lassen. Das heißt,
man kann in diesem Land, ja, was man sich gar nicht oft in die, was man, wo man gar nicht nachdenken will, ein Kind. Hundertfach missbrauchen. Und es kann sein, dass du nicht hinter schwedische Gardinen guckst? Ulm, letztes Jahr. Ein Mann missbraucht ein Kind 129 Mal. Er bekommt 2 Jahre, 4 Monate auf Bewährung. Ist damit deine Frage beantwortet? Ja, okay. 129 Mal. Guck mal, ich sag, wer mein Kind missbraucht, wird dafür zur Rechenschaft gezogen. Guck mal, es gibt Leute, die fahren 6 Monate ohne Führerschein und kommen ein Jahr ins Gefängnis. Ja. Hinterziehen mal 1000 Euro Steuern. Bezahl mal die GZ-Gebühr nicht. Ja. Also guck mal, das ist Deutschland. Also das ist diese Politik. Das sind für mich alles Mittäter da oben. Ja, danke. Es sind alles Mittäter. Und jetzt? Alles Mittäter, jedes Kind, Jungs, was missbraucht wird. Ich bin doch noch nicht fertig. Ja, du hast richtig meine Laune runtergezogen. Ihr habt gedacht, ihr wollt einen spaßigen Podcast. Ich habe gesagt, so lustig wird's nicht. Ja? Es ist schon ab und zu lustig, aber du scheißt richtig rein. Aber egal, gut. Manchmal muss man unglücklich sein. Wir reden jetzt über die Politik, weil ich habe euch ja gerade gesagt, dass wir diese Gesetze zum Glück im letzten Jahr auf den Weg gebracht. Warte, Carsten, ganz wichtig, weil ich achte sehr darauf, dass wir faktenbasiert sind. Mhm. Das heißt, wenn jetzt irgendein Klugscheißer vor der Kamera ist und sagt, die Zahlen von Carsten Stahl stimmen nicht, du bist bereit, alles auszusagen. Pass auf, die Zahlen, die ich gerade gesagt habe, die sind ja gar nicht von mir. Die sind von Richter Thorsten Schleif, Richter am Amtsgericht. Der hat Bücher geschrieben über das Versagen der Justiz. Oh mein Gott. Richter Thorsten Schleif ist übrigens einer meiner Bündnispartner. Geil. Sie kommt von einem Richter. Richter Thorsten Schleif, könnt ihr googeln. Er hat schon ein Buch darüber geschrieben. Schöne Grüße, Thorsten. Ja. Aber bevor, also guck mal, du kommst, machst das als Privatmann erstmal, versuchst du diese Gesetze ins Parlament zu bekommen, ne? Mhm. Aber einer von diesen ganzen Politikern muss ja Minimum auch so denken, ist das. Ja, deswegen suchst du dir ja ein paar. Jetzt hast du 2 Vorteile, dass es den einen oder anderen gibt, übrigens nicht in Machtpositionen, aber woanders. So, jetzt nehmen die meine Informationen und auch von anderen und jetzt hast du einen Glücksfall gerade. Es ist kurz vor den Wahlen. Das heißt, alle sind händeringend danach aus, was zu finden, mit was sie sich profilieren können. Jetzt nehmen die das, schau mal hier, ist doch widerwärtig, da machen wir was. Ja, das können wir schön für die Wahlen benutzen. Ja, aber so Leute verachte ich auch. Aber jetzt pass auf. Okay, aber ich komme jetzt mal zu dem Entscheidenden, was ich genau noch zusätzlich will. Kinderfeindlich und Politik. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, jetzt kommen diese Gesetze. Also ihr habt jetzt, ihr beide da vorne, die Zuschauer, ihr, ich. Ich habe euch gerade gesagt, da kommen jetzt also Gesetzesvorschläge in den Bundesrat und Bundestag. Kindersexpuppen, Handbuch für Pädophile, Missbrauch lebenslang und, pass auf, und Kinderpornografie. Jetzt liegen die Gesetze da und jetzt müssen alle abstimmen. Alle müssen abstimmen. Und jetzt genau zuhören. Oh, bitte nicht. Mhm. Alle müssen abstimmen. Bitte nicht. Jetzt gehst du doch davon aus, dass du 100% erreichst. Eindeutig. Genau, dann würdest du von... Ja, klar! Natürlich würdest du davon ausgehen. 100% gehe ich davon aus. Ja, pass auf. Sag jetzt nicht, dass Leute sagen nein. Ja. Pass auf, es gibt ja 3 Möglichkeiten. Es gibt ja 3 Möglichkeiten, Jungs. Oh, 3 Möglichkeiten. Also pass auf, es gibt die Möglichkeit, du stimmst mit Ja. Das ist die einzige, die eigentlich in Frage kommt. Ja, klar. Eigentlich dürfte nur das da stehen. Also, pass auf. Kannst gar nichts anderes machen. Dann gibt es aber noch die Möglichkeit zu sagen Nein, was absolut fatal ist. Das wissen natürlich Parteien, dass Nein da absolut gar nicht geht. Und dann gibt's noch die Hintertür. Ich enthalte mich der Stimme. Das ist auch ein Nein. Natürlich. Jeder, der sich der Stimme enthält, bei solchen Dingen und zum Schutz der Kinder, toleriert Kindermissbrauch. Ja, er lässt zu, dass Kinderschänder da durchkommen. So, und jetzt kommen wir zur Wahrheit. Zwei Parteien, die heute in der Ampel sind, die unser Land regieren, haben sich der Stimme enthalten bei diesen Gesetzen. Und diesen Leuten sollen wir glauben, wenn die so Maßnahmen machen. Ja. Glauben? Ja. Was ihm glauben? Ich glaube, ein Weihnachtsmann mehr als die. Ein Storch. Der Storch bringt die Kinder, da glaube ich mehr. Geil. Ja, Mann. Siehst du? Ich muss aufs Klo. Die sind korrupt alle. Muss ich übergeben? Fast, ja. Ja. Ich mach, okay. mach mal eine kurze Pause, gehen wir alle mal aufs Klo. Jetzt, ich habe eine Frage. Ja. Du führst ja diesen Kampf, der richtig ist. Da können sich ja alle normalen Menschen drauf einigen. Normal, muss man sagen. Ja, richtig. Ja, normal. Also wirklich normal. Also ich kann mir, ich kenne Menschen, wie du wahrscheinlich auch, vor allem wenn man in unserer Branche tätig ist, aus allen Schichten, Kultur. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendeiner von denen sagt, nee, das, was der da macht, das ist jetzt nicht so krass. Muss der entweder selber Pädophile oder Kinderschänder Gedanken haben. Oder muss politisch motiviert denken
Und aus welchem Grund auch immer, aus Macht oder vielleicht auch aus den Gedanken, wir haben ja nur mal 3-5% pädophil veranlagte Wähler, dann kann man sich natürlich vielleicht auch so einem Gesetz enthalten, weil man hofft, man wird von Pädophilen gewählt. Okay, ja? Und wenn du führst ja diesen Kampf, ja, und wenn du zum Beispiel, du hast ja so kleine Erfolge immer, die sich summieren und dann zum Beispiel, okay, wir bringen das jetzt in den Bundestag, diese Gesetze, und dann siehst du zum Beispiel, dass es Leute gibt, die sagen, ich enthalte mich. Was löst das aus? Setzt das dann so eine Art Verzweiflung ein, dass du sagst, boah. Nur Wut und Brechreiz. Ja, genau, Wut. Oder sagst du, okay, jetzt erst recht, ich schwöre, ich überrenne euch. Was mache ich denn dann? Überrenne euch. Die machen das und denken, okay, es wird, steht nicht groß in den Medien. So, dann sorge ich dafür, dass es überall steht. Genau, ich mache es extra. Guck mal, was ich jetzt mache. Das mache ich ja schon seit, es ist jetzt schon fast 2 Jahre, also 1,5 Jahre. Ja, man sieht dich ja überall. Seit 1,5 Jahren sage ich, dass die sich der Stimme enthalten haben. Damit die Leute wissen, wie kann man denn, genau, wie kann man sich der Stimme enthalten? Und das finde ich Hammer, dass du nicht einfach nur sagst, ey, ich setze mich dafür ein, sondern dass du sagst, nee, es gibt doch so Schlangen, die dagegen sind. Genau. Ist offen. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass in dem Moment in so einer Partei, ja, gibt es natürlich auch, sagen wir mal, 100% an Leuten, da kann natürlich auch welche bei sein, die sagen, wir müssen es verbieten. Aber in der Masse hat die Partei trotzdem gesagt, wir enthalten uns der Stimme. Das wäre das Gleiche. Und jetzt nehmen wir mal ein Thema, wo sie sich immer alle einig sind. Wenn es um Rassismus geht, LGBTQ geht und schön, wie du es ausgesprochen hast. Um alles geht. Da sind die ja ganz schnell. Da sind sie einfach. Ja. Diskriminierung, Hass, Homophobie. Und das sind Themen, da setzen sie sich ein und das ist wichtig. Aber Kinderschutz ist denen scheißegal. Ja. Nur mir nicht. Und mittlerweile sind wir Millionen, die hinter uns stehen. Ja. Und jeder von euch, der es hört, sollte sich auch mal überlegen, ob er nicht mehr machen kann für den Kinderschutz. Ich weiß, es sind Dinge, die sind nicht schön, wenn man drüber nachdenkt. Aber sie gehen nicht weg. Und wisst ihr was? Wenn es dann eure Kinder oder eure Familien trifft, dann könnt ihr nicht sagen, ihr habt was dagegen getan, wenn ihr wegseht und schweigt. Ja. Ich kämpfe seit 9 Jahren für Veränderung, gegen diese Scheiße, gegen dieses Versagen. Ja, und dafür bin ich nun mal so, wie ich bin. Denn mit Bitte hat es nicht funktioniert. Danke, es funktioniert nur mit Druck. Nur so. Ja. Dampfhammermethode. Und Presse. Ja, Presse. Ist es so, dass du... Also ich stelle mir das vor, aber wie gesagt, vielleicht ist es in meinem naiven... Obwohl, ich habe gar nicht so ein naives Weltbild, aber bei dem Thema habe ich ein naives Weltbild, weil ich dachte, ja klar. Hast du schon erlebt, dass du es irgendwo ansprechen wolltest, wie bei uns bekannte Podcasts, bekannte Medien, bekannte, und dann zum Beispiel einer gesagt hat, ah nee, das ist... Also pass auf, jetzt ist es natürlich so, ich mache das jetzt 9 Jahre und mittlerweile wissen natürlich Leute, für was ich stehe. Natürlich gibt es viele Menschen mit Herz, die sehen, es gibt mit Sicherheit, wie ist es denn bei euch gelaufen? Nicht ich habe mich ja bei euch gemeldet, sondern ihr bei mir. Genau. Das heißt, ich schreibe niemanden an und sage, darf ich, mache ich nie. Ja, sondern die wählen sich alle bei mir und sagen dann, Carsten, wir haben das und das von dem Cast gehört. Weil es ein wichtiges Thema ist. Genau. Und also es hat ja mal richtig Welle geschlagen. Ich war ja bei Boogie und Bilasch im Talk. Und dadurch hat dann Mois reagiert. Ja. Und dann kam es immer weiter. Und dann wurden es immer mehr. Und so bin ich dann von Podcast zu Podcast. Und niemand in dem Podcast hat ja dann gesagt, lass uns mal das Thema nicht ansprechen. Sie haben mich ja wegen dem Thema geholt. Genau. Ja, so. Und es hat auch nie jemand was rausgeschnitten, sondern sie haben vielleicht mal was. Dann wären sie auch mit Täter. Ja, nein, sie haben es und haben ja dann auch gesagt, wir werden dort was machen. Es gibt auch viele, die sagen, du Carsten, wir unterstützen dich, wo wir können. Weil ihr seid ja mit in Verantwortung. Kinderschutz ist ja eine Frage der Gesellschaft. Eben, weil die sich nicht schützen können, müssen wir das machen. Das machen. Das ist warum gibt es keine Demonstrationen für sowas? Und für was gibt es alles Demonstrationen? Für Mainstream-Themen. Ja. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Ja. Ja, wir sind noch nicht bei den Problemen, die wir jetzt haben. Aber nehmen wir doch mal das Thema Kinderschutz. Carsten scheißt richtig rein heute, geil. So, Kinderschutz. Ich habe zu einem Fußballer mal gesagt, Manuel, du hast die Haare schön. Du machst auch so schöne Werbung für Cola Light und du machst so schöne Werbung für Fujifilm. Ja, Mann. Das machst du alles wunderbar. Und jetzt auf pass die auf. 12. Jetzt pass auf. Jetzt machst du Kniefall. Für Black Lives Matter. Ist wichtig. Ja. Du nimmst eine Regenbogenarmbinde gegen Homophobie. Finde ich wichtig. Dann wird klar, dass Christoph Metzelder Vergewaltigungsvideos hatte. Ihr habt den vergöttert. Ihr habt den bewundert. Und in dem Moment hast du nichts. Und die Nationalmannschaft und der ganze DFB habt ihr nichts gesagt. Ihr habt geschwiegen beim Kinderschutz. Die Kinder, die euch zu Millionären machen. Mike, da habt ihr geschwiegen. Ihr habt geschwiegen, weil es unbequem ist. Danke. Ihr nehmt nur die Themen, die euch passen und die gesellschaftlich konform sind. Ihr holt euch leicht einen Applaus ab. Das ist es. Es ist einfach im sauberen Wasser zu schwimmen. Oh. Aber in der Kloake zu schwimmen. In der Kloake zu schwimmen. Da, wo die ganze Nation
wegzieht und versagt. Da wollt ihr nichts mit zu tun haben. Das muss ich machen. Ja, dann müsst ihr damit leben, dass ich euch hier öffentlich anspreche. Sehr gut. Ihr versagt genauso. Ihr verdient durch die Trikots, durch die Schuhe, durch all das. Das Marketing verdient ihr Millionen. Es ist eure verdammte Pflicht, die Kinder zu schützen. Ihr seid in Verantwortung, genau wie ich. Stark. Sehr, sehr stark. Feiglinge. Sehr stark. Sie sind Mainstream. Konform. Man sagt ihnen, sie machen es, die dürfen es nicht, dann machen sie es nicht. Mann, ich hab ein Herz und Verstand. Habt ihr keine Eier, Mann? Was ist eigentlich mit dem passiert, wo die das auf dem Laptop alles erwischt haben? Wie heißt der? Christoph Metzelder. Ja, was ist mit dem? Ja, was hat er gekriegt? Eine Bewährungsstrafe und 25.000 Euro. Hä? Und das war's. Oh, aber da waren doch so 8 Millionen Gigabyte gefühlt gesagt. Nee, bei ihm waren es jetzt nicht so viele. Aber er hatte halt, ich meine, wenn ich euch vorstelle, wenn ihr an Kinderpornografie denkt, denkt ihr an Kindern vielleicht mit geöffneten Beinen schon wieder schlimm genug. Aber der hatte, da waren mehrere Typen, die ein kleines Kind zu dritt vergewaltigt haben, was nicht mal 10 war. Ja, und das hatte der. Und dafür hat das Gericht gesagt, ach ja, Bewährung und 25.000, was für den als Multimillionären Scheißdreck ist. Ja. Ja, also jetzt könnt ihr euch selbst... Gab es Repressalien von Fußballvereinigungen oder na, so? Ja, zwei, drei Fußballer haben wir dazu gesagt. Alle anderen haben die Schnauze gehalten, der DFB hat die Schnauze gehalten. Auch noch? Alle haben sie die Schnauze gehalten. Oh Gott, ich habe das jetzt aber auch verwechselt mit dem Fall. Was war der Fall, Carsten, da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, wo so ein Ring aufgelöst wurde, das war jetzt vor einem Jahr. In so einem Gartenhaus Münster haben die... Münster oder so. Ja, in Münster. Ja, da sind ja mehrere jetzt hops gegangen. Genau, was das war ist das? Ja, das Gute, dass die Polizei da jetzt auch aktiv ist. Das Schlimme ist aber, die Polizei sprengt diese Dinger, ja. Sie hebt die aus und die Richter geben Bewährung. Gott. Weil das waren ja mehrere. Weil diese Polizisten, die reingehen, das sind ja auch Familienväter. Genau, die kotzen ab. Genau, und ich habe das Interview von einem gesehen, der hat gesagt, ich bin jetzt 20 Jahre alt, das war das Schlimmste, was ich je in meinem Leben gesehen habe. So, du musst dir vorstellen, das ist ungefähr so. Aber kann der Richter was dafür? Natürlich. Oder sind es die Gesetze? Nein, die Gesetze sind doch da. Natürlich ist es ein Versagen der Politik und der Justiz. Pass auf, es fängt doch da schon an. Wir haben in Deutschland starke Gesetze, aber sie werden nicht umgesetzt. Es fängt damit an, da fängt es an. Kindesmissbrauch wird vom Amtsgericht verhandelt. Das bedeutet von 3 Monaten bis maximal 4 Jahren. Das heißt, er hat den Spielraum von 3 bis maximal 4. Das sind die Hände und gebunden. Kann es auf Bewährung aussetzen. Wenn es vors Landgericht gehen würde, heißt das ab 5 Jahre und keine Bewährung. Es müsste nur alles vors Landgericht und Schluss wär's. Aber sie wissen, dass sie da versagen. Und sie machen's nicht. Und Kindesmissbrauch muss vors Amtsgericht, nicht vors Landgericht. Vom Amtsgericht ist es eine Tolerierung. Und wie kann man denn einem so Mann, peinlich, der 129 Mal ein Kind missbraucht, 2 Jahre und 4 Monate auf Bewährung geben? Haben sie euch in euer Gehirn geschissen oder was? Es gibt ja diese... Ich meine diese Frage ernst, weil jetzt so ein Bild in meinem Kopf entsteht durch die Sachen, die du erzählst. Mhm. Es gibt ja diese Verschwörung, dass man sagt, dass viele Leute in der Elite, in der oberen Schicht, in der Politik, die Gesetze selber pädophil sind. Dass da sehr viel Pädophilie betrieben wird. Und das ist vielleicht deswegen so. Aber da sagt man ja auch immer, das ist immer eine Verschwörung. Pass auf, Kinderschänder, Pädophile gibt es in unserer ganzen Gesellschaft. Wir haben 3-5% pädophil veranlagte Menschen. Das heißt, die gibt es sowohl auch bei der Polizei als auch in der Politik. Es gab ja auch viele Skandale, wo es aufgedeckt hat. Die Grünen haben sogar noch vor 15 Jahren ab 12, dass erwachsene Männer. Die sind ja auch für Inzest und so. Ja, dafür haben die noch ihren Wahlplakaten beworben, ja. Oder ihren Wahlversprechen. Jetzt machen die Fahrradwege, diese Idioten. Nee, jetzt machen sie gerade Krieg. Ja, also. Ja, auch noch, stimmt. Ja, so, also. Und nebenbei vernichten sie noch unsere Wirtschaft. So, geil. Und dit für unter 20% Wählerschaft. So, also entscheidend ist, dass da gewaltig versagt wird. Und da muss man jetzt wissen, schweigt man weiter und der Manuel Neuer, guck mal, ich habe das nicht zum ersten Mal hier mit Manuel Neuer gemacht. Das sage ich zu allen. Da schweigen sie alle, weil es unbequem ist und weil sie nämlich nicht so, sie sind im Endeffekt Marionetten ihrer Vereine. Der Verein sagt, da sagst du nichts, mach ich Männchen. Ja? Ja, manch Männchen, sag ich nicht. Weil jeder Mann, der Kinder hat, der müsste dort Maul aufmachen. Nein! Ja, manch Männchen.
wackelt mit dem Schwänzchen oder was? Kann ja nicht wahr sein. Wie kann man denn bei dem Thema schweigen? Aber übrigens, das ist nicht der Einzige. Was ist denn, was ist mit einer Heidi Klum? Was ist mit einer Helene Fischer? Was ist mit allen? Wo sind die ganzen Influencer? Halten alle die Schnauze. Alle systemtreu, den Kopf im Arsch dieser Scheiße. Und jeder, der schweigt, lässt zu, dass es jeden Tag passiert. Und das kotzt mich an. Ja, wo sind denn die großen Rapper? Wo sind sie denn? Die verdienen Millionen an den Kindern mit Blubberwasser oder Pizza oder was auch immer. Aber wenn es um das Thema geht, halten sie alle die Schnauze. Sagen vielleicht, Carsten finde ich total geil. Aber wenn es drauf ankommt, ziehen sie den Schwanz ein. Ich muss lachen, wie er das ja, sagt. Ja, ich finde das auch geil. Wie er es macht, das geil. Du bist die Sprache, die versteht. Du bist respektlos und das mag ich. Ja, das ist gut. Respekt habe ich vor den Menschen, die sich für den Kinderschutz einsetzen. Dankeschön. Und wer sich nicht für die Kinder einsetzt, verdient keinen Respekt. Hat keinen Respekt vor den Kindern. Und wenn hier jemand da draußen ist, der Meinung ist, ich liege falsch, dann stellt euch mir, geht mit mir in den Podcast, habt die Eier, mir die Stirn zu bieten und sagt mir, ich liege falsch. Keiner von euch hat die Eier. Keiner von euch steht wie ich an den Beerdigungen. Keiner ist auf den Mahnwachen von euch. Keiner ist in die Gerichtsverhandlung. Keiner ist im Bundestag. Ich bin nicht. Also haltet eure Schnauze und macht euren Job. Und zwar nicht nur Kohle kassieren, sondern vielleicht mal als Vorbilder Verantwortung übernehmen. In diesem Land, für die Kinder, für die Menschen. Und nicht nur wegsehen und euch die Taschen vollstellen. War das jetzt zu deutlich? Das verkraftet der Standardbürger hier in diesem Land ja, nicht. Ja, ist mir scheißegal, was er kann oder nicht. Pass auf, ich bin hier nicht auf dem Beliebtheitswettbewerb. Genau. Gibt Leute, die mich nicht mögen. Ja, willkommen in meiner Welt. Weißt du, auch die Reihe meiner Feinde geht immer im Block. Stellt euch hinten an, zieht euch eine Karte. Ja, aber ich will hier nicht Beliebtheit gewinnen. Das ist mir scheißegal, ich will die Kinder schützen. Ja, ich will hier Kinder schützen. Das ist meine Pflicht als Vater von Kindern, als Bürger dieses als Landes. Als Mann ist das deine Pflicht. Nee, auch als Frau. Das kann, das ja. Jeder als Mensch, jeder, der jetzt hier sagt, hoch, der übertreibt, verdammte Scheiße, ich nehme euch mit an die Gräber. Ich nehme euch mit an die Gräber, wo die Kinder, wo die kleine Leonie mit sechs Jahren, mit über 40 Frakturen misshandelt, missbraucht wurde und getötet wurde. Ich nehme euch mit und dann sagt man das doch mal ins Gesicht. Ich sehe diesen Schmerz, ich spüre, ihr habt die Eltern, ich sehe die Kinder, ich sehe die Bilder, ich sehe die Täter. Sagt mir nichts. Wagt euch nicht, mir irgendwas zu sagen. Ihr müsst erstmal dahin riechen, wo ich vor Jahren hingeschissen habe, bevor ihr mich kritisiert. Ihr wollt mich nicht unterstützen? Alles okay. Aber ihr habt die Pflicht, nicht wegzusehen. Jeder mit Reichweite, jeder, der sich jeden Tag da draußen profiliert. Ach, ich bin so schön, ich hab dies und das. Hört auf, eure Schlüpper oder eure Kasten und Teller und eure Suppen zu posten oder eure fetten Karren. Ist erbärmlich. Macht doch mal einen Spruch für den Kinderschutz. Bei 365 Tagen wird doch mal ein Tag dabei sein, wo ihr euch für die Kinder einsetzen könnt, Mann. Und nicht nur für das, was beliebt ist und was Klicks bringt. Mainstream, und was gerade populär ist. Mainstream-Marionetten, mehr nicht. Sind, weil das kann ich mir vorstellen, das hat den höchsten Wert. Ich will jedes Mal, wenn er nur sowas erzählt und ich es nur kurz zulasse. Nee, das darfst du gar nicht in deinen Kopf. Kommt mir hier so irgendwas hoch, ich will kotzen, ich will brechen. Ich glaube, dass das Wertvollste für dich ist, also nicht das Wertvollste generell, aber dass das sehr viel Kraft gibt, wenn vielleicht mal eine Mutter kommt oder ein Vater und zu dir sagt, ey, danke dir, ich war hilflos. 100.000 Zuschriften. Ja. 100.000. Ich war hilflos, danke, dass du das machst. Tausende, und das ist unbezahlbar. Tausende von Dankesbriefen, Kinder, die mich ansprechen, Eltern, die sich bei mir bedanken, habe ich jeden Tag. Das gibt mir die Kraft, das weiter zu tun. Wenn ich manchmal zweifle oder manchmal auch an Hindernisse kommt, jeder zweifelt mal, dann sind es genau die Momente, wenn mir dann Kinder, so wie gestern, wie ich wieder in München an einer Schule war mit über 800 Schülern, wie die Kinder in der Pause zu mir ankommen und sagen, danke, du hast mir die Augen geöffnet oder danke, du warst schon vor 2 Jahren hier und nachdem du da warst, hat mich keiner mehr fertig gemacht. Du hast mein Leben gerettet. Geil. Und wenn du das hast, gibt es dir Kraft. Ja, Mann. So, und vielleicht bringt es den einen oder anderen von euch unheimlich viel Kraft, wenn er den Ball ins Rechteck tretet oder wenn er mit eurem Ferrari um die Kurve fährt und alle jubeln und sagen, oh, du kannst so toll den Ball kicken. Wisst ihr, Jungs? Freut mich, dass ihr Fußball spielen könnt, Ferrari fahren könnt, dass ihr eure Konten und eure Taschen voll macht. Freut mich für euch. Wie wär denn mal, wenn wir einfach mal alle gemeinsam, oder wie wär denn mal, liebe Nationalmannschaft, wenn er mal einläuft ins Stadion für den Kinderschutz? Habt ihr noch nie gemacht. Ach, ich weiß, ist ja nicht Mainstream, nicht wahr? Ist kein Applaus zu holen. Doch, das würde er. Aber sie schweigen und sehen weg, weil es politisch nicht gewollt. Genau, es gibt nicht diesen medialen... Den würde es geben. Es würde es geben, aber wenn es doch von oben schon totgeschwiegen wird, diese Zahlen, die müssten doch überall an den Wänden stehen, die ich gerade gesagt habe. Ja, deswegen, ich bin so voll entsetzt. Ja. So, und deswegen nutze ich halt meine... Gibt es Fernsehkampagnen dafür? Na,
Es gibt nur das, was wir initiieren, was wir auch selber bezahlen. Das, was beliebt ist, das was wir immer im Fernsehen sehen. Ja. Das nennt man Brot und Spiele. Das, was wir immer im Fernsehen sehen, das... Unglaublich, was eine Heuchler... Ist das doch. Schau dir mal bitte gerade die Inflation und die ganze Politik dahinter an. Verlogene Heuchler. Ja, wir sollen uns daran halten und die sitzen mit Maßkrügen bei den Wiesen, haben keine Masken auf, die trinken und saufen 13 Euro Krüge Maß, während die Menschen gerade alle verlieren und verhungern. In unserem Land? Läden schließen, Leute können sich zu essen holen. Wenn ihr Vorbilder seid, egal ob politisch oder sonst wo, habt ihr eine Pflicht. Und wenn man von Menschen etwas fordert, dann muss man auch bereit sein, die Opfer zu bringen. Alles bricht zusammen und die erhöhen sich ihre Gehälter. Wir sollen sparen und die machen den Kanzleramtsbau weiter. Wir sollen sparen und die lassen für 13.000 Euro am Tag den Strom weiter im Bundestag laufen. Aber alles wir ist Putin sparen. Schuld. Ja, natürlich, ganz wer klar. Sonst, der hat das ja persönlich sogar gemacht. Natürlich. Der kam hier hin. Deswegen, dass da viel Schuld daher kommt. Aber eins frage ich mich immer wieder. Wieso ist unser Benzin 70 Cent teurer als in anderen Ländern drumherum? Wieso ist überall gedeckelt, nur bei uns nicht? Ein Herr Habeck... Weil Putin uns weniger mag. Ein als Herr Habeck setzt eine Gasumlage durch, damit die Gewinne, nicht die Verluste, die Gewinne der Gasfirmen nicht verloren gehen. Wir sind nicht beteiligt gewesen die ganzen Jahre, als die Gewinne gemacht haben. Jetzt sollen wir dafür bezahlen, weil die Verluste machen könnten. Eigentlich sollte man noch mal die Verluste abdecken. Also ich bin schon jahrelang berufstätig. Ich habe mal gute Jahre und mal beschissene Jahre. Nein, das ist wir haben den Kopf im Arsch der Unternehmen. Wir arbeiten nicht für die Bürger, sondern nur für die reichen Unternehmen. Ihr seid, in meinen Augen seid ihr nur noch Marionetten. Marionetten von Geopolitik und euren eigenen politischen Macht- und Geldinteressen. Ihr wollt Vorbilder sein, ihr seid Abziehbilder. Es ist einfach nur noch peinlich. Ihr fordert etwas und macht nichts. Ist in meinen Augen. Und dann nochmal, ich bin ja regelmäßig in Talkshows. Genauso wie zu den Fußballern oder Prominenten, wo ich gerade gesagt habe, dann lasst uns doch eine Talkshow gehen. Bitte, Herr Scholz, Herr Habeck, Frau Baerbock, Herr Lauterbach, Herr Lindner, sagen Sie mir, wann und wo. Die werden sich auch niemals mit denen setzen. Ich setze mich in eine Talkshow und dann werden wir doch mal die reden. Die setzen sich nur mit Leuten hin, die handverlesen sind. Genau. Der Habeck weiß nicht mal, was eine Influencer ist. Jetzt habe ich dich. Sehr gut. Ja, der weiß bestimmt noch nicht, was ein Influencer ist. Ja, aber wenn ein Influencer... Natürlich weiß er das nicht. Was eine Insolvenz ist. Stimmt. Ist ja keine Insolvenz, sie können nur nichts mehr verkaufen. Genau. Pass auf. Das ist der beste Satz. Der ist nicht tot. Der hat bloß aufgehört zu atmen. Ja, genau. Ja. Ey, der ist nicht besoffen, der trinkt nur. Ja, aber jetzt frage ich mich, wer hat diese Spinner gewählt? Aber schämt er sich nicht, das auch zu sagen? Du musst ja eine gewisse Fähigkeit der Rhetorik, der Linguistik, du musst ja wissen, wie du dich ausdrückst, du musst ja auch ein gewisses Grundwissen haben, damit du weißt, was du sagst. Der sitzt einfach da und erzählt Zeug. Gewisses Grundwissen. Eine Frau Baerbock hat ein Buch geschrieben, was sie nicht mehr geschrieben hat. Wir haben in Berlin eine Bürgermeisterin, die hat bei ihrem Titel betrogen und früher sind so eine Leute aus dem Amt geflogen oder zurückgetreten. Heute machen die einfach weiter. Er stellt sich hin, die stammeln irgendeine Scheiße zusammen und sind trotzdem noch da drin. Wer die gewählt hat, ja, ich sag dir was anderes. Zu viele Menschen sind nicht wählen gegangen. Und zu viele Menschen sind so abgegessen auf die Politik, dass die, überleg mal, eine Politik, ein Kanzler, der mit unter 25% Kanzler ist, das heißt 75% haben den nicht gewählt. Eine grüne Politik, die nicht mal 20% hatte, die uns jetzt ihre Ideologien aufzwingt. Ja? Aufzwingt. Ja. Ja, klar, wir müssen was für Klima tun. Und wir können auch sparen, habe ich gar kein Problem mit. Aber denkst du, dieses Klimaproblem ist ein reelles Problem oder ist das nicht künstlich aufgebauscht? Pass auf, dass das Klima sich über die letzten Jahrzehnte verändert hat, ist gar keine Frage. Und dass man das abfängt. Aber eins muss ich doch sagen. Ich sag mal, ich finde das so interessant oder so traurig. Jetzt müsst ihr euch überlegen, ja, wir müssen die Natur schützen. Dieser Baum, der jetzt mitten im Wald steht, der da schon seit, sagen wir mal, 120 Jahren steht. Wir setzen uns jetzt für diesen, symbolisch, wir setzen uns jetzt für diesen Baum ein, damit der auch noch vielleicht in 300 Jahren steht oder noch länger. Wenn wir nichts tun, und das wollen wir nicht, wir sollen was tun, die Frage ist, wie viel. Dieser Baum, der da jetzt steht, wird in 100 Jahren, egal ob wir was tun oder nicht, immer noch stehen. Und im gleichen Atemzug, dafür setzen sie sich alle ein. Und im gleichen Atemzug werden jeden Tag 50 Kinder und auch Säuglinge missbraucht und keiner sagt was. Ja, aber der Klimawandel ist so wichtig, das verstehst du nicht. Ich kann dir nur sagen, dass für mich der Kinderschutz das Wichtigste ist als Kinderschützer.
Es gibt zwar Leute, die sagen, ja, aber wenn wir den Klima, wenn wir die Bäume schützen, schützen wir auch die Kinder. Ich glaube, dass dieses Klimaproblem künstlich aufgebauscht ist. Glaube ich echt. Weil die tun ja so, wenn es jetzt noch so, ich übertreibe, ich benutze jetzt rhetorische Übertreibung, die tun ja so, wenn wir jetzt nicht stoppen, in 19 Tagen schmilzen die Polardings und naja, also Fakt ist, bei denen sind schon die Sicherungen im Kopf geschmolzen und zwar alle. So, Fakt ist auch, wie sie sich hinstellen und sagen, oh, heißester Tag ever. Wenn du aber 50 Jahre zurückhörst, hat man auch schon 50 Grad. Ja. Also, was war heißester Tag ever? Gehen wir nach Tunesien. Das ist so, wenn sich einer von den Grünen hinstellt und sagt, wisst ihr was, benutzt Waschlappen, sag ich zu Herrn Kretschmann, tun Sie mir den Gefallen. Nehmen Sie den Waschlappen, packen Sie schöne Eiswürfel drin, legen Sie sich auf den Kopf, damit Ihr Kopf ein bisschen abglüht. Bei so viel Scheiße kann ich aber bloß noch lachen. Haltet einfach euren Mund, ihr seid übergriffig, eingriffig, ihr mischt euch ins Leben ein. Politiker sind Angestellte der Bürger. Ihr arbeitet für uns, ihr dient uns. Ihr seid unsere Angestellten und nicht wir, eure Untertanen. Ihr haltet euch für Götter, nicht wahr? Aber so viele Götter sind schon gefallen. Wegen ihrer Arroganz, Ignoranz, wegen ihrer Habgier, weil sie die Realität verloren haben. Ihr arbeitet für uns und das werdet ihr merken, weil ihr übertreibt es. Es gibt doch nur einen Gott. Das werdet ihr auch merken. Ja, und Gott und all die werden irgendwann mal zur Rechenschaft gezogen. Und genau aus dem Grund, dass ich, wenn ich mal von meinem Schöpfer stehe und meine Verantwortung übernehme, er mich fragt, was hast du daraus gemacht aus der Gabe, die ich dir gegeben habe? Ich habe dir die Gabe gegeben, dieses Thema wie kein zweiter anzusprechen. Ich habe dir die Stimme gegeben. Ich habe dir die Kraft gegeben. Und was hast du gemacht? Geld verdient? Du hast weggesehen und geschwiegen? Das kann ich nicht. Das ist eine Sünde und ich muss nicht in den Spiegel gucken. Ich muss meinen Kindern in die Augen gucken. Und wenn ich meinen Kindern nicht mehr in die Augen gucken kann, weil ich diese Welt, in der sie leben, nicht beschütze, ganz besonders die Kinder, die die Zukunft unseres Landes sind, dann bin ich ein Versager. Ehrenlos. Dann verschwende ich und vergeude ich die Zeit, die mir jemand geschenkt hat auf dieser Welt. Ich will diese Zeit nutzen. Ich habe 18 Jahre meines Lebens vergeudet für die Scheiße, die ich damals gemacht habe. Ich will nicht mehr vergeuden und deswegen bin ich jeden Tag unterwegs, bundesweit. Und wenn da draußen einer ist, der mir immer sagt und mich kritisiert, es gibt ja auch Leute, die versuchen mich mundtot zu machen, zu kritisieren, wo ich immer sage, ist da mal fallen, haltet eure Fresse. Ich mache das hier seit 9 Jahren und wisst ihr, in 9 Jahren habe ich meine eigenen Kinder 3 Jahre nicht gesehen. In 9 Jahren bin ich so viel unterwegs, dass wenn ich all diese Zeit, die ich unterwegs war, so wie jetzt wieder, erst München, jetzt bei euch, morgen Düsseldorf, wenn ich all die Zeit aneinander lege, habe ich 3 Jahre meine Kinder nicht gesehen, meine eigenen Kinder. Ich habe 3 Jahre der Kindheit meiner Kinder nicht gesehen. Also wagt euch nicht, mir was zu erzählen. Ihr wollt was bewegen, dann hört auf, eure scheiß Tasten zu drücken, feige irgendwo in den Kellern zu sitzen oder feige in euren Büros zu sitzen. Erhebt euren Arsch und macht was. Ihr müsst nicht mir folgen, ihr müsst mich schon nicht mögen. Aber wenn ihr wegseht und schweigt und nur Hass und Scheiße labert, dann seid ihr Versager, erbärmliche Versager. Du hast eben gesagt, das fand ich sehr interessant, dass die Regierung, die jetzt da ist, ist da, weil so wenige Leute wählen, weil die Leute die Hoffnung in die Politik aufgegeben haben. In die 50% haben nicht gewählt. Ja. Was wäre da die Lösung? Also verstehst du diese Leute, die sagen, die Wähler, die gewählt haben, sterben sowieso nächstes Jahr weg. Ja, also was wäre da die Saison ist zu Ende. Also findest du, man sollte dieser Verantwortung nachgehen oder kannst du verstehen, wenn jemand sagt, ey, nein, ich glaube denen nicht, die lügen eh alle, ich will gar keinen von denen. Wenn du mich jetzt fragst, wen? Nicht, wen du wählst, so wie das System. Die Frage ist, egal wen du da wählst, ist eine Wahl zwischen Pest und Cholera. Ja? Genau. Also, ich sag's dir mal anders. Mich hat mal einer gefragt letztens, Sedo war das, Carsten, wenn du in diesem Land Macht hättest, wenn du in diesem Land eine Entscheidung treffen könntest, wenn du etwas bewegen könntest, was würdest du tun? Und dann habe ich gesagt, wenn ich Macht hätte in diesem Land, dann würde ich diese Macht in die Hände der Bürger geben. Ich würde dafür sorgen, dass die Bürger in unserem Land die großen, wichtigen Entscheidungen treffen. Denn kein politisch motivierter Lobbyistenpolitiker, der den Kopf im Arsch der Pharma- oder Rüstungsindustrie hat oder sonst wie politisch, lobbyistisch gescheuert ist, hat das Recht, über uns als Bürger zu richten. Sondern nur die Bürger, Volksvertreter, Bürgervertreter, die großen, wichtigen Entscheidungen treffen. Die sagen, machen wir dies oder das. Denn nur die Bürger sind das, was das Land zusammenhält und nicht in irgendwelchen, wir sind das Volk. 600 Leute, die alle überbezahlt sind, die sich die Taschen vollstecken, die alle Vergünstigungen bekommen, die nur daran interessiert sind, ihre Posten zu behalten, die sind nicht frei,
Die sind gesteuert und werden immer dahin gehen, wo ihr Geld und die Macht ist. Und deshalb ist es wichtig, dass die Macht in die Hände der Bürger kommt, dass die das sind. Dit ist dit, was ich euch sage. Das Problem ist bloß, die werden alles verhindern, dass sowas passiert. Ja, ich kann euch nur sagen, dit ist nicht mehr das Land, in dem ich geboren bin. Und dit ist nicht mehr das Land, in dem ich auf Dauer leben möchte. Dit kann ich euch nur sagen. Da sagt man auch, dass es noch nie so viele Deutsche ausgewandert sind oder auswandern wollen wie jetzt. Und wir hatten noch nie so viel Arbeitslosigkeit, wir hatten noch nie so viel Schmerz, so viel Leid. Über 14 Millionen Menschen sind arbeitslos und leben in Armut. Und ich sag euch was. Es wird immer schlimmer, die Kluft. Und ich sag euch was. Die Pandemie hat schon die Suizide um 400% gesteigert. Ja? In der Pandemie sind die Suizide um 400% gesteigert. Das ist nichts. Diese Inflation wird so viele Menschen in den Selbstmord treiben. Genau, und die geht ja noch weiter. Unzählig. Übrigens habe ich Herrn Spahn und Herrn Lauterbach gewarnt, vor dem ersten Lockdown, wenn sie die Kinder in die Lockdowns schicken, nehmen wir die Kinder aus der Sicht der Schulen, der Kitas und der Vereine. Das sind alles Kontrollorgane, die sehen können, wenn Kinder misshandelt werden oder sogar missbraucht werden. Sie wollten es nicht hören, sie haben es totgeschwiegen. Und heute hat Herr Spahn, der jetzt nicht mehr zuständig ist, sich entschuldigt und hat gesagt, oh, ich muss mich bei den Kindern und den Familien und den Jugendlichen entschuldigen. Und da habe ich gepostet, Herr Spahn, wir haben Ihnen vor den ersten Lockdown, haben wir Sie gewarnt. Wir haben Sie gesagt, dass der Missbrauch steigt, dass der Gewalt gegen Kinder steigt, gegen Frauen steigt, dass die Suizide steigen. Das haben wir Ihnen alles gesagt. Da sagt er, ja, ich habe die Menschen geschützt, es werden so viele gestorben. Wir haben es ignoriert. Und sie haben versagt auf dem Thema. Ihre Entschuldigungen können sich sonst wohin stecken. Sie sind politisch gesteuert gewesen. Es ging nur um ihre Macht. Sie scheißen auf die Kinder. Jetzt haben sie die Macht nicht mehr und jetzt machen sie hier so Mr. Reumütig. Ist erbärmlich. Fakt ist, wir haben sie gewarnt. Und wisst ihr, all das ist eingetreten. Wir hatten eine Zunahme von Kinderpornografie in der Pandemie um 56%. Wir hatten eine Zunahme von Gewalt gegen Kindern um über 10%. Eine Zunahme von Kindesmissbrauch von über 5,6%. Aber was, wenn jetzt ein Befürworter dieser Maßnahmen würde dich jetzt kritisieren und sagen, sind dir die Menschen egal, die an Corona sterben und die sich alle infizieren? Das würde er dir sagen. Dann würde ich das dir sagen, das wäre jetzt diese Gegenseite. Du kannst für dich gerne eine Maske tragen, du kannst gerne dir auch die 99. Impfung holen, das kannst du gerne machen. Aber was ich mache, so 100 Mal rein. Was ich mache und was ich nicht mache, musst du mir überlassen. Du kannst in deiner Ideologiewolke legen, auf deiner Pandemie- und Panikwelle reiten, kannst du machen. Du kannst doch deinen Kopf gerne weiter bei Spahn und Lauterbach in den Arsch stecken, kannst du alles machen. Aber lass mich damit in Ruhe. Mir willst du was von Solidarität erzählen? Icke, der seit 9 Jahren für die Kinder kämpft, wo ist da deine Solidarität? Wo ist die Solidarität von euch allen beim Kinderschutz? Weißt du, was ich auch so geil finde? Das ist immer das beste Argument. Wenn einer, der sagt das auch so mit voller Überzeugung, boah, wäre ich nicht 11-mal geimpft gewesen, dann wäre ich gestorben an Corona. Junge, woher willst du das wissen? Woher willst du das wissen? Also definitiv, wer 11-mal geimpft ist, dem muss man nichts mehr sagen, da ist alles gesagt. Aber nochmal, das ist ganz wichtig, mir ist das immer wichtig. Wenn jemand das möchte, dann bin soll ich. Soll es impfen lassen, ja? Es ist eure freie Entscheidung, es ist euer Körper. Aber was ich mir verbiete, ist, dass ihr mir oder anderen, die nicht wollen, aufzwingen wollt oder euch anmaßt und zu diskriminieren und in irgendwelche Ecken zu drücken. Zwei Klassengesellschaften. Nur genau. Weil ihr euer Ziel nicht erreicht. Ihr habt euch hingestellt, das Land gespaltet, Menschen diskriminiert, euer Maul aufgerissen, ohne Ahnung zu haben. Menschen aufgehetzt. Und jetzt kommt die Wahrheit immer mehr ans Licht. Eben. Und jetzt, wo sind denn jetzt die sagen? Und wer entschuldigt sich? Ist doch niemand die gewesen. Leute, die dich verurteilt haben, wenn du mal die Maske in der Bahn nicht getragen hast oder weil du, oder wenn, nicht weil, dass du gesagt hast, guck mal, davon kommen wir ja weg, die Impfung funktioniert nicht. Wenn du nur gesagt hast, ich weiß nicht, ob ich mich impfen lassen, wo ist diese Entschuldigung dafür? Guck mal, Karl Lauterbach, wer da redet, ich denke jedes Mal, hat er schon den Schlaganfall oder kommt er noch? Der kann ja kaum das Maul aufmachen, die Lippen. Besser wäre es, wenn er ihn langsam schließt. Herr Lauterbach, mir ist scheißegal, wie er aussieht, ist mir vollkommen egal. Uns aber nicht, wir sind oberflächlich. Der ist schon hässlich. Ein Politiker, der Menschen belügt. Der sein Amt missbraucht und Menschen belügt. Mehrfach. Er ist ein mehrfach überführter Lügner. Er hat gesagt, er kann nicht verstehen, wie man eine kostenlose, nebenwirkungsfreie Impfung nicht annehmen kann. Jetzt sagt er, es gibt Nebenwirkungen, sogar schwere. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten, Herr Lauterbach. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder haben Sie überhaupt keine Ahnung von Medizin, das stimmt, denn jedes Medikament kann eine Nebenwirkung haben, oder Sie haben die Menschen bewusst und gezielt für ihre Interessen belogen. Beide Dinge machten Sie untragbar für dieses Amt.
Und Sie, in meinen Augen, sind in dem, was Sie von sich geben, eine Gefahr. Eine Gefahr für die Gesellschaft, weil das, was Sie da tun, ist, hat nicht mehr mit Wahrheit zu tun. Und das sage ich denen auch ins Gesicht. Aber konnten ja nie, die kamen ja irgendwie nicht in Schneid. Ich war letztens bei Servus TV mit Streeck. Der will sich nicht mit dir treffen, weil der will, dass du dich noch dreimal impfen lässt. Von mir aus, ich sag dir ganz ehrlich, lass uns gleich eins klären. Impfungen sind eine wichtige Sache. Impfungen haben viele Dinge auf unserer Welt beendet. Aber eine Impfung sollte doch, übrigens genauso wie Sanktionen, wirken. Also, wenn ich eine Impfung nehme, dann soll sie vor Ansteckung, vor Weitergabe, soll sie sich schützen. Du bist geil asozial, ich mag das. Ja, das soll ich wusste nicht, dass du so bist. Ich feiere das jetzt. Du hast keinen Anstand. Ja. Ja. Du hast keinen Tarot. Ja, das ist geil. Also. Aber das ist kein Ding. Das macht weiter. Fakt ist, es sollte wirken. Und dann bin ich auch vollkommen dafür. Aber wisst ihr was? Wenn es nicht vor Ansteckung, für Weitergabe schützt oder jemand viermal geboostert ist und trotzdem wieder Corona hat und trotzdem andere anstecken kann, dann weiß ich nur eins, dass jemand daran sehr viel Geld verdient hat und dass andere vielleicht langsamer ihr Hirn einschalten. Aber was ist außerdem für ein Satz? Wir haben nie gesagt, dass die Impfung die Ansteckung nicht verbreitet und dass die dich schützt. Ja, wie soll ich denn machen, Bruder? Na, aber viel geiler ist ja viel geiler. Aber viel geiler ist ja eins. Sie haben die Konzerne vollkommen aus der Haftung genommen. Sie haben sich hingestellt und haben die Konzerne aus voller Haftung genommen. Das heißt, dass die Konzerne weder dafür haftbar gemacht wird, wenn die Impfung nicht wirken, die werden auch nicht in Regress genommen, wenn dadurch irgendwelche Menschen verletzt oder zu Tode kommen. All das muss die Bundesregierung abfangen, also wir mit unseren Steuern. Sie schützen die Interessen der Pharma und so, und wir sind denen scheißegal. Und nochmal, ihr könnt das machen, was ihr wollt. Ist mir Nisa, egal. Hast du mehr Ahnung als der Konsens der WHO? Sag ich, hör mal zu, das ist auch ein Verein, der bezahlt wird. Überall, wo Geld ist, ist WHO, Korruption. WHO, VVC oder wie die auch alle heißen. Das Einzige, was mit W anfängt, was Namen hat, ist die WWE, Junge. Ja. Ja, und das WC, da kann man schön mal WC ablassen. Ist das gleiche wie das WHO. So, nochmal, die können doch alles machen. Immer wieder können sie alles machen. Ich will was belegt haben, ich will es nachgewiesen haben. Die haben bis heute nicht die Maßnahmen evaluiert. Die haben bis heute nicht, haben ganz klar festgestellt, dass wisst ihr was sie den Kindern angetan haben, mit den Masken ist das eine. Aber was sie vor allen Dingen getan haben. Kind, und das finde ich so asozial und erbärmlich und widerwärtig, was ihr gemacht habt. Ihr habt Kampagnen gestartet, in denen ihr den Kindern suggestiert habt, sie manipuliert habt und sagen wolltet, wenn ihr euch nicht da und daran hält oder euch impfen lässt, dann sterben eure Großeltern vielleicht an Corona. Genau, ihr seid schuld am Tod der Mitmenschen. Ihr habt die Kinder verängstigt, ihr habt sie benutzt. Und ihr maßt euch jetzt an, das Maul aufzureißen. Mann, ihr seid in meinen Augen einfach nur ein Geimpfte. Club der Heuchler und Doppelmoralisten. Und wer daran gerne in dem Club ist, bitte. Aber ganz ehrlich, ich bin kein Clubmitglied. Ich trage auch keine Clubjacken. Ich bin ein Vater, ein Mensch, der einen Kopf hat, den er benutzt zum Denken und einen Arsch zum Scheißen. Und wenn ihr den Kopf in euren Arsch steckt, dann macht es. Aber bitte, macht's für euch. Habt Spaß daran. Aber hört auf, die Menschen zu diskriminieren, die Spaltung voranzubringen. Und haltet eure Pfoten weg von den Kindern. Ja, weil die hetzen ja auch alle auf. Die sagen dann, die vertreten ja auch immer die Meinung und sagen und suggerieren, ja, die sich nicht impfen lassen, die sind schuld, dass das jetzt so ist. Und das ist keine Herdenimmunität und so. Ja, das Problem ist doch da oben, egal was es ist, welches Thema. Er hat ja schon viele Themen angesprochen, auch jetzt wegen den Sanktionen wieder. Und die Putins ganzen, schuld sind. Ja, Fakt ist, dass Gazprom mehr Milliarden jetzt Gewinn hat, als vorsichtig Gas zu uns geliefert haben. Ja, genau. Also wenn Gazprom jetzt anstatt vorher 40, 45 Millionen auf einmal 90 Milliarden hat anstatt 45, dann würde ich schon sagen, ist irgendwas schiefgelaufen. Ich frage mich natürlich dann auch, wo ist denn Gas hingekommen? Ich möchte nämlich nicht, auf gar keinen Fall, möchte ich, dass irgendwo vielleicht jetzt wieder Gas kaufen in einem anderen Land. Und dann ist einfach nur das Etikett umgeblompt worden. Und wir kaufen jetzt auf einmal das Gas, was wir nicht wollen, vielleicht teurer woanders ein. Mhm. Ja. Natürlich passiert das nicht. Herr Habeck kennt sich ja voll bestens aus. Genau, damit, und natürlich ist es Putins Schuld. Immer. Und vorher waren es die Ungeimpften. Ja, genau. Putin und die Ungeimpften sind ein Team. Das ist eine Verschwörung. Das ist eine Verschwörung von Putin und den Ungeimpften. Was ich auf die ganze Zeit denke. Pass auf, jeder Mensch, jeder Typ, egal wie, auf welcher Seite, der einen Angriffskrieg führt, ist Riesenscheiße. Aber sich mit so einem Menschen anzulegen, wo bleiben die Gespräche? Was soll das? Wollt ihr einen Weltkrieg auf den Zaun? Und du kannst dich nicht mit einem Russen anlegen. Guck dir keine UFC. So, und pass auf. Und wisst ihr was? Wenn ihr das tut, möchte ich gerne wissen,
Warum macht ihr nicht das Gleiche in Syrien? Warum macht ihr das Gleiche in den anderen Ländern? Weil die braun sind. Das ist Mensch zweiter Klasse. Aserbaidschan, also, Armenien. Nein, das gibt es im Moment nur das. Und das sind jetzt, das ist priorisiert. Und jeder, der das in Frage stellt, ist natürlich ein rechter Nazi. Nazi, ja, Schwurbler, ja. Aluhut. Du bist ja wirklich ein Nazi. Ja, ich bin ja komplett abgestempelt. Ja. Also mich kann man nicht mehr retten. Also, aber guck mal, haben sie bei mir auch probiert. Immer wieder. Und dann haben sie gesagt, ja, jetzt, wisst ihr was, jetzt pass mal auf. Ich bin in Berlin, in Köln groß geworden. Pass mal auf, die kleinen mit Türken und Arabern und anderen. Du Armer. Anderen. So bin ich aufgewachsen. Tut mir echt leid. Hat ja auch ein bisschen abgefärbt. So, schade. So, also, jetzt kommt dazu, dass meine Kinder polnisch sind. Und meine Freundin ist Muslimin. Also dann bin ich ja wohl der blödeste, bescheuertste Nazi auf der Welt. Und da bin ich verdammt stolz. Ja. Oder du willst alle so bei dir in der Nähe haben. Du hast so alles abgedeckt. Ja. Ja, genau. Also ich bin ja ganz, davor haben wir, bevor du jetzt kamst. Und jetzt sitze ich auch mal mit euch hier. Ja, genau. Und er, ich bin Deutscher. Ja. Er nicht. Guck, wie der aussieht. Ja. Also wir haben ja vor, bevor du kamst. Wie so ein Eichhörnchen. Wollten wir, haben wir schon gesprochen. Mit dem Mobby. Ja, okay. Sorry, so vielleicht. Du legst da, du bist weißt du was, aber der sitzt hier wenigstens anständig. Du sitzt da mit deinen Curry-Picker-Arme, verstehst du? Alter. Alle. Das ist geil. Also ich überlege echt auszuwandern. Hä? Und das haben wir auch vorhin gesprochen. Ja. Also wo würdest du denn jetzt hinieren? Das war unser Thema. Geht ihr beide ins gleiche Land? Ja. Nehmt ihr eure Stühle mit? Ja, deswegen ja. Genau, das auf den Punkt gebracht. Wir haben darüber geredet, wie machen wir den Podcast? Wir müssen ja ins gleiche Land gehen, dass wir den Podcast weitermachen können. Ja. Weil die Stühle sind wichtig. Ja. Weil die sagen viel aus. Ja. Aber pass auf, ich wir müssen ein LGBTQ-freundliches Land. Aber mit diesen Stühlen jetzt vielleicht in manche Länder zu gehen, würde ich mir vielleicht nochmal überlegen. Zum Beispiel nicht Iran, ne, Herr Scheiern? Also ich finde, Iran ist sehr offen für alles. Und die Menschenrechte sind gut geupdatet. Die sind definitiv mit Sicherheit bessere Kinderschützer. Ja, ja das ja, weil da als Kinderschänder wirst du von dem Volk gehangen. Und keiner mischt sich ein. Ja. Aber sowas Unmenschliches, was der Iran dafür zappt, Menschen das umzubringen für sowas. Ja. Wisst ihr was? Manche fordern das natürlich. Mir würde es schon vollkommen ausreichen, wenn sie für das, was sie getan hatten, lang weggesperrt werden und erst wieder rauskommen, wenn sie keine Gefahr für die Gesellschaft mehr sind. Das wäre das Entscheidende. Okay. Aber solange die eine Gefahr sind mit 80% Rückfallquote, dürfen sie nie wieder rauskommen. Die Rückfallquote ist 80%? 80%. Okay, Carsten, jetzt habe ich eine wichtige Frage, weil, und die wollte ich dir schon die ganze Zeit stellen, weil du wirklich... Ich bin vergeben, mein Freund. Ja, okay, das zeigt, dass der rosa Sessel hier die Stühle hat sie angetan. Ja. So, weil mich ich wirklich. Ich muss dir noch. Du bist schon nein, mein Typ. Nein, ja, ich weiß. Ganz ehrlich, dass du mich jetzt die Frage stellen wolltest. Ich habe das vorhin schon in den Blitzen deiner Augen gesehen, ja, ich weiß. Als ich mir die Jacke ausgezogen habe. Ich versuche mich die ganze anzunähern. Ja, ich merke das ja. Du wirst ja. ich sehe ja, du hast auch noch so eine Rosé-Goldfuhr. Nein, wir sind wie Manuel Neuer. Wir versuchen alles zu machen, was populär ist. Damit vielleicht noch Floss. Okay, dann stell deine Frage. Ich habe wirklich mit Leuten gesprochen, die in der Bewährung arbeiten oder in der Psychologie. Und die vertreten die Meinung, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, wie ich das worde, wie man so schön sagt. Die vertreten die Meinung, guck mal, Nisa, es ist nicht so simpel, wie du dir das wünschst, dass du sagst, Pädophile müssen eingeschläfert werden. Also versuch mal, genau, dann erklären die mir immer, sagen die, versuch mal, jetzt wegzukommen von dem Hass, den du entwickelst, versuch mal sachlich zu bleiben. Okay. Ich denke, man ist immer ein bisschen befangen. Er meinte, diese Leute, es ist bewiesen, laut dem, was die denken, dass, wie die Impfung. Dass die geisteskrank sind. Die sind krank. Sollte man einen Kranken nicht eher versuchen zu heilen, indem man nicht so Verständnis aufbringt für das, was er macht, sondern man sagt, ey, dieser Typ ist gestört, wir müssen mit ihm arbeiten. Das ist zu viel Arbeit. Statt dieses, was du denkst, nein, wir müssen die einschläfern, jetzt ganz extrem. So, pass auf. Und jetzt komme ich mal als Menschenrechtler dazwischen. Ja. Ja, okay. Deine Einstellung ist das eine. Aus der Wut heraus, vielleicht auch so ein bisschen aus dem, dass du nur das Ganze ein bisschen oberflächlich betrachtest. Genau. Hier bin ich da sehr in der Tiefe. Ich sehe und höre also wirklich die widerwärtigste Scheiße. Jetzt könnte ich natürlich sagen, natürlich, wenn ich an mein Kind denke, kommen ja auch diese Gedanken. Aber wenn ich jetzt das jetzt so nehme... Nehmen wir doch mal das, was dazwischen ist. Ich meine, im Endeffekt willst du, dass diese Menschen keine Gefahr mehr sind. Genau. Und du denkst natürlich, wenn sie nicht mehr leben würden, sind sie keine Gefahr. Das wäre natürlich sehr drastisch und... Und ich denke an das Kind, das von diesem Typ missbraucht wird. Richtig, aber wenn jetzt dieser Genie, der das Kind missbraucht hat, wenn der jetzt weggesperrt wird und erst wieder rauskommen könnte, wenn er keine Gefahr für die Gesellschaft ist, was bei 80% von denen nie sein wird, ja... Und dann die mit ihnen die therapieren können, mit denen spielen können, auch Ringelpiez mit anfassen machen können, dann können sie das ja da drin tun. Solange sie da drin sind,
missbrauchen sie kein Kind. Genau. Und wenn sie dann vielleicht nach 30 Jahren rauskommen und vielleicht nicht mal mehr Viagra funktioniert, ja, dann sind sie raus aus dem Thema vielleicht. Aber, und das ist das Entscheidende, ich habe ein Riesenproblem, wenn einer sich hier, ich kann die verstehen, weil für die bist du zu drastisch. Sie, was ich aber nicht akzeptiere, ist, wenn sie dann dieses, die sind ja auch Opfer. Genau, ja, sie haben auch Opfer. Genau. Dann sage ich, wisst ihr was? Ja, sie sind Opfer, aber sie sind in erster Linie Täter. Und solange sie Täter sind und eine Gefahr sind, sind sie wegzusperren. Und ihr könnt dann mit den Opfern Riegel, Pizza und Ampfers machen und könnt die da therapieren, könnt mit denen irgendwelche... Luftballons alles könnt ihr machen. Ihr könnt mit denen machen, was ihr wollt. Das ist mir in dem Moment egal, solange sie keine Gefahr mehr für die Gesellschaft sind. Ja? Ich bin aber nicht dafür zu sagen, die müsste man jetzt alle... Ja, also, weil ganz ehrlich, das... Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Wenn sie die Würde eines Kindes verletzt haben, dann ist ihre Würde nicht mehr antastbar. Aber dann muss ihre Freiheit wegnehmen. Weil wenn du, es ist einfach so, wir leben in einem Staat, in dem das nun mal verboten ist, Menschen zu töten. Und das hat seinen Grund. Weil wenn wir diese Grenzen anfangen zu überschreiten, dann geht das immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kommen auch Menschen zu Tode, die vielleicht... Unschuldig sind. Genau, und jetzt kommen wir mal zu dem Thema. Aber es kann auch ein Unschuldiger im Knast sitzen. Viele, die da draußen sitzen, verwechseln nämlich immer Pädophilie mit Kinderschänder. Also, alles, aber wer pädophil ist, pass auf, wer pädophil ist, hat in meinen Augen, und das ist, viele sagen, ich sehe das nicht als Krankheit, das ist eine absolute Störung, das sind widerwärtige Gedanken. Das heißt, du sagst auch, wenn jetzt ein Psychiater sagt, wir müssen eine gewisse Empathie dafür entwickeln, damit die mit den Leuten arbeiten, du sagst, pass auf, die Empathie ist so, es ist so, wenn jemand ankommt und sagt, Herr Stahl, ich habe das Verlangen nach Kindern. Und ich sage, also in deiner Lust hast du ein Verlangen nach Kindern. Hast du schon ein Kind missbraucht? Nein. Ich will auch kein Kind missbrauchen. Ich will, dass mir jemand hilft. Da sage ich, okay, wir müssen diesen Menschen helfen. Okay. Auf jede Art und Weise, okay, okay, dass diese Menschen nicht zum Täter werden. Okay. Aber jeder, der ein Kind missbraucht, hat jegliche Freiheit verloren. So, und wenn sich jemand hinstellt, ich sage, Herr Stahl, ich missbrauche keine Kinder. Habe ich nicht. Na, meine Frage, wenn ich unterwegs bin, ich bin jetzt 50 und ich mache es nur noch heute, bin vielleicht etwas ruhiger geworden, aber trotzdem brauche ich jetzt mehrmal die Woche. So, also Fakt ist, sag mir doch mal bitte, wie du deine Lust stillst. Wie Lust, also wenn ich meine Lust stillen will, dann brauche ich mal zu animieren. Ich gehe zu Scheiern zum Beispiel. Super. Ja, ihr seid vollkommen frei. Ja. Soll ich mal kurz rausgehen? Nein. Im Moment kannst du nicht. Mach's nicht vor anderen Leuten, wir haben Anstand. Okay, aber ich hätte damit kein Problem, ich würde mal einfach umdrehen und die Hörer auf den Kopf lassen. Ja. So, Fakt ist aber, dass ich dann frage, wie stillst du denn deine Dings? Und da, weißt du, wenn sie sich Mangas reinziehen, irgendwelche gezeichneten Dinger, ist das dann eine. Aber die meisten konsumieren wir nämlich Kinderpornografie. Und in dem Moment, wenn ihr zwar keine Kinder missbraucht, aber Kinderpornografie missbraucht, unterstützt ihr da, wo das... Macht ihr genau das, ihr konsumiert den Scheiß, wo andere Kinder missbraucht werden. Also seid ihr Mittäter, seid Mittäter. Also ihr macht es nicht selber, aber ihr lasst zu, dass andere das macht und ihr holt euch auf die Scheiße einen runter. Und das ist für mich genauso abartig, vielleicht eine kleine Note weniger, aber nicht... Da man sich hinstellt und sagen, ja, ich bin hier ein Opfer. Nein, in dem Moment bist du selbst ein Täter, Mittäter. Du förderst Kinderpornografie, du förderst Missbrauch von Kindern. Und das ist für mich unerträglich. Wisst ihr, ich habe drei Leitsprüche, die sind ganz einfach zu verstehen. Kinderschutz ist unverhandelbar. Null Toleranz bei Missbrauch und null Toleranz bei Vergewaltigung. Da ist kein Platz für ein Aber oder ein Ja, vielleicht Nein. Da ist nichts. Gar nichts. Nicht einen Mikromillimeter Platz. Es ist eine Ansage. Eine klare Ansage. Nix. Und wenn wir bei Vergewaltigung gerade mal sind. Wir hatten im Jahre 2020 über 720 Gruppenvergewaltigungen. Und ihr müsst verstehen, dass als Mann, dessen Freundin von drei Typen in einer Gruppenvergewaltigung missbraucht wurde, vergewaltigt wurde und mein Kind getötet wurde, dass ich das Thema verdammt ernst nehme. Also wenn da draußen jemand der Meinung ist, es ist okay, eine Frau zu etwas zu zwingen, dann denkt mal drüber nach, wenn der Vater dieses Kindes vielleicht jemand ist, der so tickt wie ich oder der Bruder. Null Toleranz heißt Null Toleranz. Du musst auch einmal schnippen. Jetzt kommt die Werbeunterbrechung. Was steht da? Also wir haben so viele Probleme in diesem Land. Wir sind das reichste Land in Europa und wir kriegen es nicht unter Kontrolle? Sind wir immer noch das reichste Land? Wir sind dabei, uns abzuschaffen, ja. Wir sind bald so auf dem Stand von also, Nepal. Also guck mal, diese Themen... die schlagen mir auf den Magen,
Aber ich glaube, das ist normal, wenn man das erste Mal bewusst das hört. Kann man seine Frau zwingen, einem ein Sandwich zu machen? Ich will jetzt mal die Doppeldeutigkeit da rauslassen, mein Freund. Ja? Ja. Nein, ein richtiges Sandwich. Das Schlimme ist doch, mein Freund, dass das Schlimme ist dabei, dass du deine Frau dazu zwingen musst. Das ist eigentlich das Erbärmliche. Ja, daran. Ja, ja, Mann. Mann. Sehr gut, Kass, ja, das ist mein Mann. Pass auf, das Problem ist, Bus, es ist doch vollkommen okay, dass deine Frau einen anderen Mann mit einlädt für ein Sandwich. Wir sind tolerant, wir haben 2022. Natürlich, kannst doch du den Arsch mal hinhalten. Ja, genau. Mal ist gut. Ich weiß nicht, ob du darüber reden möchtest, aber ich denke, da hast du keine das Probleme. Das funktioniert bei mir nicht, wo ich gerade. Ja, genau. Also ich habe meine, das Eis ist komplett gebrochen. Meine Grenzen. Ich habe auch meine Grenzen. Aber danke der Nachfrage, aber zieht nicht bei mir. Carsten. Und nicht mit Öl. Wie? Also, und da ist, ich weiß, ich kenne die Antwort, aber ich will es nur für die Zuschauer und Zuhörer. Wer unterstützt deine Vereine finanziell? Gehälter, Büroarbeit? Kommt da was vom Staat? Ich mache das jetzt seit 9 Jahren. Oder geht da nur 600 Millionen in den Kanzleramt umbauen? Also, seit 9 Jahren mache ich das. Wir bekommen null Unterstützung, keine Förderung, keine Unterstützung vom Bund und Land. Warum? Steht ja wohl auch klar eigentlich da. Ich spreche Missstände an. Selbst wenn man sagt zwar, du kannst dich auch darum bewerben. Ich würde niemals Geld bekommen, außerdem renne ich nicht hinterher. Weil das ist einfach so, es gibt Organisationen, große Organisationen, die bekommen mehrere Millionen. Die bekommen die, weil sie... Die wissen das auch alles, was ich weiß. Aber die sprechen es hier aus. Die halten gezielt die Beine still, weil sie sonst nämlich diese Förderung vielleicht weniger bekommen oder gar nicht mehr bekommen. Teile dieser Vereine schicken sogar Menschen zu mir und sagen, gehen Sie zu Herrn Stahl, der kann da anders mit umgehen als wir. Sie schicken den zu mir, obwohl sie dafür Geld bekommen, damit ich mich darum kümmere, weil sie selber es nicht können, weil sie den Mund nicht aufmachen können. Sie sind im Endeffekt sie sind eigentlich Untertanen, weil sie im Futterdruck stecken. Im Kopf, im Arsch der Politik und weil sie jedes Jahr Geld bekommen, halten sie die Fresse. Ich persönlich, ich bin froh, dass sie die natürlich trotzdem was für die Kinder tun, aber ich persönlich sage mir immer, ist schon ein bisschen ungerecht verteilt, dass die, die schweigen, wo es drauf ankommt, den Mund aufzumachen, die unterstützt werden, aber das ist es ja wieder. Hältst du den Mund, machst du Männchen, darfst du weiter Fußball spielen. Machst du den Mund nicht auf, bist halt raus. Die Frage ist bloß, könnt ihr in den Spiegel gucken? Ich kann es, jeden Tag. Kann man auch spenden für deine Vereine? Du, ich sag, kein Problem. Du kannst hier gerne alles, was du hast, rausziehen. Ich nehme auch deine komische Elektrokarre da unten. Das mache ich sofort zu Geld. Ja. Ja. Und dann nützt du auch die Massageschütze, die du da drin hast. Ja? Muss. Wasser. Dann Räder oder Abschied, je nachdem. Ja. Ja. Nicht die bezahlen lassen, selber. Nein. Wir sind wie die Politiker, wir werfen alles auf die Untertassen. Nicht vergessen, den Link in die Beschreibung von allen Vereinen. Ja. Ja. Und wir werden auch nochmal privat gleich sprechen. Ich möchte diesen Moment jetzt gerade nutzen. Also grundsätzlich, passt auf, es geht darum, dass ihr es unterstützt, den Kinderschutz. Wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, müsst ihr das nicht. Darum geht es nicht. Aber ich bitte euch, nehmt diese Worte ernst, denn es ist wirklich todernst, was da draußen passiert. Es kann auch eure Kinder treffen, eure Familien treffen. Bitte unterstützt den einen oder anderen, der sich diesem Thema annimmt. Schaut vor allen Dingen nicht selber weg. Und wenn ihr sowas wie das hier hört, unterstützt den Content, teilt das nur. Weil wisst ihr, wenn Leute kommen und sagen zu mir, Carsten, tipp mir auf die Schulter und sagen, ja, toll, wichtig, dann sage ich, wisst ihr was? Ich brauche nicht euer Gefällt mir. Ihr müsst es teilen. Nur teilen gibt Reichweite. Wenn ihr mir auf die Schulter klopft, dann identifiziert ihr euch nicht damit. Es ist so, als wenn ein Promi zu mir ankommt. Hast du toll gemacht. Ich würde es zwar nicht sagen, aber hast du toll gemacht. Aber ihr könnt es doch auch posten. Wird schwierig. Habe ich Angst. Mimi. So, das Wichtige ist, dass ihr bitte bei dem Thema nicht wegschaut. Und jetzt kommen wir noch einfach zu einer ganz wichtigen Sache, damit ihr wirklich seht, wie wichtig mir das Thema ist. Ich mache das jetzt seit 9 Jahren. Kämpfe an Schulen für Prävention und Aufklärung gegen Mobbing, Gewalt, Hass, Rassismus und Vorurteile. Ich bilde Lehrer aus, mittlerweile an Fachakademien. Ich mache viele Elternabende, um die Eltern zu schützen und zu stärken und auch Wissen zu machen. Ich spreche in der Politik, ich spreche in den Medien. Ich sehe aber auch, dass egal wie viel ich mache, es immer wieder zu extremen Straftaten kommt, zu Missbrauch kommt, zu Vergewaltigung kommt, zu Entführung kommt, zu Mord kommt. Genau wie die Polizei kann ich dann nur im Endeffekt hinterher mit den Menschen sprechen, wie leid es mir tut. Aber wenn es passiert, kann man nichts tun. Und ich habe mich seit so vielen Jahren immer gefragt, wieso schaffen wir es in unserem Land, Geld zu schützen in den Banken mit stillen Alarmen? Wenn da einer reinkommt, dann wissen die ja schon, auch das hat ja eine abschreckende Wirkung,
Wir haben vielleicht 3 Minuten Zeit, dann sind die Cops da. Weil du gehst in eine Bank, willst einen Banküberfall machen, dann drücken die den stillen Alarm. Und die kriegen sofort eine Ausschaltung und wissen, da passiert ein Banküberfall. Geld ist versichert, hat keine Seele, hat keine Würde. Kann man wieder produzieren. Gerade in der heutigen Zeit merken wir das. Das schützen wir. Ja. Aber wir schützen nicht die Menschen. Wenn ihr, jetzt frage ich euch hier, glaubt ihr wirklich, weil das ist ja das Einzige, was uns ein bisschen Hoffnung gibt in einer Notsituation, wenn zum Beispiel deine Mutter, deine Schwester, deine Freundin, Dito oder wenn man selbst in einer Notsituation ist, dass man hierüber Hilfe rufen kann. Und jetzt frage ich euch, glaubt ihr wirklich, dass wenn eure Mutter, eure Schwester, eure Freundin kurz vor einer Vergewaltigung oder vor einer Gewalttat ist oder ihr selber in einer Stresssituation seid, dass ihr wirklich sagen könnt, stopp mal, Handy entblocken, nur Nummer suchen, anrufen und sagen, ich brauche Hilfe. Glaubt ihr das wirklich? Glaubt ihr, das funktioniert? Niemals. Nur wenn man Jet Li ist. Fakt ist, selbst wenn ich es ziehen würde, ich habe es mal unter Adrenalin, du kannst das nicht tippen. Kannst du vergessen. Und ich habe mich gefragt, dann ist das hier in einer Notsituation nur der Wunschglaube. Es wird nicht funktionieren. Und ich habe mich gefragt, wieso schaffen wir es nicht, die Menschen zu schützen, wenn es darauf ankommt? Wieso schaffen wir nicht, Menschen zu schützen, wenn es darauf ankommt? Vielleicht mit einem Klick Leben retten. Warum schaffen wir das nicht? Wieso können wir Geld schützen, aber nicht Menschenleben, wenn es drauf ankommt, wenn man nicht mehr rufen kann, wenn man nicht mehr sprechen kann? Wieso schaffen wir das nicht? Also so eine App entwickeln. Ah, du bist ein Marketing-Genie, wie er noch extra diese Pause macht, um das dann so hochzuheben. Jetzt guck genau her. Du bist schon geschult, du gewiefter. Ich bin jahrelang unter Schmerz groß geworden. Wenn du ein Kind verloren hast durch eine Vergewaltigung und deine Freundin dir Vorwürfe macht, dass du sie in Gefahr gebracht hast und nicht da warst, als sie deinen Namen rief, dann macht das was mit dir. Und wenn du dann 9 Jahre in diesem Thema steckst und siehst, wie Kinder sterben und Menschen leiden, dann macht das was mit dir. Und ich wollte nicht mehr zu spät kommen. Wenn ich hier drauf drücke, auf My Bodyguard, den ich mit Ingenieuren zusammen entwickelt habe, wenn ich hier drauf drücke, guckt jetzt auf mein Handy, dann bekomme ich innerhalb von 2 Sekunden ein Signal. Auf diesem Signal steht, ich bin in Not. Wenn ich das jetzt aufklicke, steht da, bitte kontaktiere mich und helfe mir. Ich bin in Not. Und ich bekomme den satellitengenauen Standort, wo ich in Not bin. Boah, geil, dann kann man seine Freundin stalken. Nur wenn sie draufdrückt. Richtig. Ach so, stimmt. Mit einem Knopfdruck werden von euch 5 Personen, die ihr priorisiert, dort hinterlegt. Ihr entscheidet, wer die Ersthelfer sind. Und wenn ihr die Polizei mit ausschaltet und den Knopf über 2 Sekunden gedrückt haltet, dann wird in dem Moment die Polizei informiert. Auch noch? Ja. Geil. Die Polizei stark. Bekommt ein Notfallprotokoll. Auch, und die Polizei bekommt auch GPS. Auch den, ja. Alles. Live-GPS. Geil? Also auch wenn du dich bewegst. Das heißt, wenn du jetzt... Bo, guck mal hier. Da bin ich gerade. Krass. Das sind deine Räume. Okay, und wenn du jetzt mit dem Zug wegfährst? Wie ich mit dem Zug fahre und ich hier drauf drücke? Nein, wenn ich jetzt drauf drücke und jetzt losgehst, verfolgt das alles mit. Dann wenn ich drauf drücke, ja. Es ist immer der Notruf, jetzt, wenn ich in dem Moment in Not bin. Wenn ich in Not bin, werde ich, klar, ich kann wegrennen. Aber die meisten Situationen sind ja, nehmen wir mal die Gruppenvergewaltigung in Hamburg, 11 Typen vergewaltigen über 2 Stunden lang eine 12-Jährige. Was? Über 12 Stunden. Ja, in diesem Park. In Hamburg, genau. Wenn sie hatte ihr Handy dabei. Sie konnte es nicht ziehen. Selbst wenn das Handy jetzt, das Erste, was sie machen, ist das Handy wegnehmen. Das Handy kann 80 Meter wegleihen. Trotzdem kann ich mit einem Knopfdruck Leben retten. Was ist mit diesen, wie viel? Aber was ist, wenn du drückst und von dem Ort verschleppt wirst? Wenn ich drücke und von dem Ort verschleppt werde, solange ich in diesem Gebiet bin, wo man ist, wenn sie mich ins Auto zerren und mein Handy wegnehmen und den Knopf wegnehmen, finden sie dich nicht. Das Entscheidende ist ja, du sollst ja nicht hingehen und den Knopf zeigen und sagen, ich hole jetzt Hilfe, sondern es ist ein stiller Alarm. Du holst in dem Moment, wenn es passiert, drückst du diesen Knopf. Was passiert? Du, wenn du jetzt mein Ersthelfer wärst oder deine Freundin dich hinterlegt, kriegst du diesen Hilferuf. Das machst du automatisch. Du rufst sofort deine Freundin an. Geht sie nicht ran, was tust du? Polizei anrufen.
Erst wahrscheinlich das. So, sogar das als erstes wahrscheinlich. Und wirst sofort hinfahren. Und wirst alle deine Kumpels anrufen und sagen, fahr dahin. Das wirst du tun. So, wenn sie dir beides wegnehmen, in dem Moment, und dich in das Auto zerren und verschleppen, dann bist du sowieso verloren. Kann ich einen Rambo holen. Jetzt ist es aber so, die einzige Möglichkeit... Okay, warte mal. Wenn aber die Polizei den letzten Standort hat, dann. Überwachungskameras, Kennzeichen... Ja, das ist wichtig. Das heißt, ja. Du tappst nicht komplett im Dunkeln, sondern du hast Indizien. Richtig, pass auf. Deswegen sage ich, jetzt ist das Einzige, was du hast, deine Freundin hat ein Handy bei. So, wenn sie jetzt... Wir können jetzt hier beide sitzen und deine Freundin wird gerade jetzt vergewaltigt. Das würdest du niemals spüren, nicht wissen. Wenn sie jetzt aber drücken würde und dich rufen würde und du würdest nicht rangehen, würdest du ja sofort alles stehen und liegen lassen. Und du würdest ja wissen, hier ist sie jetzt gewesen. Das heißt, in dem Moment kannst du ja anfangen, das Handy zu ordnen. Das und, kannst du alles und tun. Und du gibst direkt Gas, du rufst die Polizei, weil du weißt, deine Freundin oder deine Frau Richtig. Oder deine Schwester oder was Cousine drückt ja nur darauf, weil wirklich die Kacke am Dampfen ist. Wenn die in der Bank nicht den Knopf hätten, würden die Bank komplett leer räumen. Die haben nur 3 Minuten, weil sie genau wissen, in 3 Minuten sind die Cops da. Und in 2:30 sind die meisten wieder raus. Das ist etwas, was praktisch genau in dem Moment, wenn du nicht mehr die Möglichkeit hast, Hilfe zu rufen, wenn du nicht mehr schreien kannst, in dem Moment diesen Hilferuf auslöst. Und vor allen Dingen, jetzt überleg mal, wenn viele, viele Täter von Vergewaltigung, Missbrauch, andere Kriminalitäten wissen, dass viele Menschen diesen Knopf bei haben, dann werden auch präventiv viele, viele Straftaten nicht passieren. Es gibt im Moment, zum Beispiel für alte Menschen, wir haben 2,5 Millionen alte Menschen, die einen sogenannten Hausalarm haben. Ja, ein Hausalarm. So, dieser Hausalarm funktioniert nur zu Hause. Das heißt, wenn eure Großmutter zu Edeka geht oder in den Park, funktioniert der nicht. Er funktioniert nur zu Hause. Da kann sie dann Hilfe rufen und jemand kommt von dieser Organisation und hilft eurer Mutter. Wenn sie aber, oder Großmutter, wenn sie aber draußen ist und was passiert, kommt er nicht. Jetzt kommt es noch besser. Dieser Hausalarm kostet jeden Monat zwischen 59 und 79 Euro. Jeden Monat. Jeden Monat. Überleg mal, was das für Geld ist. Der kostet einmal 79 Euro. Und ist dazu noch wasserdicht. Und funktioniert europaweit. Was, wenn man in China ist? Dann solltest du China mit aufschalten. Wir haben den Europapatent. Okay. Ja? Sag mir Bescheid, wenn du in China bist. Ja, mach ich. Was für eine Meldung kriegt die Polizei? Sie kriegt genau die gleiche im Endeffekt. Eine Notrufmeldung. Diese Notrufmeldung plus das hinterlegte, wenn du es ausgefüllt hast, Notfallprotokoll. Wer du bist, wie du heißt, wie groß du bist, ob du einen Herzschrittmacher hast, das kriegen die alles mit plus Geil. Deine Rufnummer plus den GPS-genauen Standort. Und die wissen genau, um was es geht? Na, in dem Moment, wenn sie einen Hilferuf bekommen, müssen sie handeln. Mhm. Deswegen ist es auch wichtig, dass du es aufschaltest, weil wenn du es aufschaltest, steht dort Missbrauch ist strafbar. Wenn du die Polizei rufst, ohne dass du in Not bist, dann wird es teuer. Zwischen 250 und 1000 Euro. Kann ich mal sehen? Das ist jetzt bloß da dran. Ja. Wie lange muss ich drauf drücken? Drück einfach auf. Ah, nur ein Klick? Das ist jetzt der Testalarm. Das wäre jetzt der Moment, in dem ich weglaufen muss. In dem Moment, wenn er sagt, seine Freundin, sein Freund, ich weiß es nicht so genau, sagt zu ihm, Schatz, ich glaube nicht, dass du da bist. Dann kann er sagen, oh, Schatz, guck mal auf dein Handy, klick, Testalarm. Zeigt er ihr, wo sie genau sich befindet. Boah, jetzt werden sofort viele eifersüchtige Menschen das bestellen. Das Problem ist aber, das kann natürlich auch in meiner Hosentasche vielleicht, hast du einen Knopf mal drin. Mal drangehen, ja. So, dafür, um den Notruf auszulösen, musst du doppelklicken. Und das kann nie zufällig passieren. Das kann nie zufällig passieren, hast du gehört? Und Polizei wäre... Gedrückt halten. 3 Sekunden. 2,5, 3 Sekunden. Und in dem Moment geht es jetzt los. Jetzt könnt ihr hier raufgucken, weil ich habe mich ja jetzt hinterlegt, um es euch zu zeigen, ist ja klar. Ja, und alle anderen jetzt rausgenommen, sonst würden die ja wahnsinnig werden. Ja, wenn ich jetzt hier raufgehe, guck mal hier, alle die Knöpfe, die jetzt gedrückt haben, innerhalb von 2 Sekunden. Und immer wieder. Als SMS? Als SMS und E-Mail. Als SMS und E-Mail. Und wenn ich das jetzt, heißt, du, auch wenn du kein Internet hast, kommst du trotzdem. Und es geht noch weiter. Wenn gut bedacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Zeuge eines Ganzen bin, das heißt, ich bin nicht direkt in der Notsituation und ich hätte die Möglichkeit, mein Handy zu ziehen, dann hat das Ganze natürlich noch das Herzstück. Und zwar die App, die dazu ist. Und die kann noch weitaus mehr. Wenn ich also die App aufmache, so wie hier zum Beispiel, dann habt ihr hier Polizei, Rettung. Und wenn ich jetzt drauf tippe, und jetzt passt mal bitte auf, jetzt wird hier wahrscheinlich vorne irgendwie das Licht angehen. Wartet mal. So. Ja, so. Ich gehe jetzt hier mal drauf. Und jetzt drücke ich Polizei.
Ist jetzt hier vorne was passiert? Nein. So, jetzt drücke ich eine Person, drücke Mord, Totschlag, zum Beispiel Schusswaffe sind im Spiel. Und jetzt, wenn ich es jetzt auslösen würde, dann würde das jetzt alles die Polizei bekommen. Oder, wenn ich Rettungsdienste anklicke, Rettungsdienste. Die würden also genau wissen. Jetzt zum Beispiel, ich zeig's doch hier nochmal, damit du siehst. Kann man auch die Ninja Turtles rufen? Nee, aber können wir mit einführen. Ja. Du kannst also sagen, hier vorne kannst du hingehen. Ins Mikro bitte. Kannst hier hingehen, kannst eintippen. Wie viele Personen sind zum Beispiel beteiligt? Eine, 5 bis 10, 20 bis 50, gibt ja Massenschlägereien. Wir bleiben jetzt mal real bei 5 bis 10. Um was geht es? Mord und Totschlag, Gewaltschlägerei, Einbruch, häusliche Bedrohung, sexuelle Nötigung, denkst du drauf. Ist der Täter bewaffnet? Und was, all das kannst du noch alles einstufen. Und jetzt, bupp, soll ich ihn absenden? Das ist aber dann... Wenn du die Zeit hast in dein Handy... Wenn du zum Beispiel Zeuge bist, das hättest du natürlich niemals, wenn du jetzt in der Notsituation bist. Dafür hast du halt das Problem den Bodyguard. Ist auch, das Problem Bodyguard. Ist auch, ein Freund von mir ist 11 Jahre Sanitäter gewesen und dann waren wir zusammen mal essen, da ist eine Frau umgekippt. Wir sind sofort hingegangen, haben ihr geholfen, er konnte natürlich erste Hilfe leisten und dann habe ich das gemerkt, deswegen finde ich diese App sehr, sehr geil. Weil hat eine Frau den Notruf angerufen, mein Kumpel hat dann gerade erste Hilfe. Die und hat, war besetzt, oder? Nee, die hat angerufen und sagt so, ja, hallo, hier ist jemand umgefallen und ja, und dann kommen ja diese die 6, 7, Fragen. 8, 9 die Fragen. Die Zeit, die vergeht. Und so, und dann hat mein Kumpel das Handy genommen, hat gemeint, hier, grüß dich hier, Sanitäter, bin Sani, hat er gesagt, ich bin Sani, diese Straßenecke, Verdacht auf Hüfteausbruch, wir sind da und da, Ecke da und da. Das mach jetzt mal unter Not und im Stress. Mittlerem Alter, ihr müsst wahrscheinlich schon eine Liege mitbringen. Die Frau kann sich nicht bewegen, die liegt auf der Straße. Erste Hilfe ist getätigt. Bam, die wussten direkt Bescheid. Das hat er so innerhalb 15 Sekunden alles gesagt. Aber ja, weil er das kann, weil er geübt ist. Weil er also, geübt ist. Wenn du es kannst, hier wirst du ja durchgelotet, dass du es automatisch richtig machst, plus dein Notfallprotokoll, was da ist. Ja. Oder die Variante. Bumm. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei der Polizei anrufen würde. Kostet die App was? Die App kostet nichts. Also die ist umsonst? Die ist mit drin. Die kannst du holen. Also die App kannst du jetzt holen. Aber es ist natürlich so, du kannst die App jetzt so schon benutzen. Aber das ist ja praktisch genau der, also das, was ja den Unterschied ausmacht. Übrigens, unsere Bundesregierung hat ja auch eine App erfunden. Eine Notruf-App. So, und dann habe ich gerne gefragt, sag mal, in einem Notfall komme ich nicht an meine App ran. Ich schaffe ja noch nicht mal Telefon zu öffnen. Ja, aber sie wollen doch wieder Steuergelder einfach nur ausgeben. Natürlich kostet nein, wo hörst du denn sowas doch. Vor? Die kostet was soll das denn? Die sind aufrichtig. 4,5 Millionen kostet die im Jahr. Ja klar, an Haltung, Wartung und so. 4,5 Millionen kostet die. Und die Agentur gehört wahrscheinlich den Neffen. Das hast du jetzt gesagt, aber ich würde es auch vermuten. So, also, so, Fakt ist, dass das von Arsch ist. Also immer wieder, das Handy ist eine Illusion. Und jetzt frage ich euch mal, wieso musste ich und unsere Ingenieure das entwickeln? Wieso mussten wir das machen? Wieso hat das nicht die Bundesregierung gemacht? Wieso muss ich 9 Jahre dieses Leid sehen, um mich zu fragen, wie das macht? Warum müssen wir Geld investieren, um sowas zu machen? Wieso müssen wir das machen? Tja, da sind wir wieder beim Thema keine Priorität. Pride Month. Weil die unfähig sind. Nee, das sind sie eigentlich nicht. Aber sie nehmen immer den Weg des geringsten Aufwands. Das ist unfähig sein. Aber Carsten, ich habe eine Frage. Das ist unfähig sein. Weil das Ding interessiert mich. Ich komme sofort. Was ist jetzt, wenn ein Kind geschlagen wird, in der Grube liegt? Ich zum Beispiel. Die Geschichte kennen wir. Ja, meine. Ich den Knopf in der Tasche habe, dann drücke ich. Darfst du. Also es geht nicht nur um Missbrauch oder Vergewaltigung oder auch wenn ich überfallen werde. Natürlich. Das heißt, jetzt sehen so 2, 3 Leute meine Elektrokarre mit dem Massagesitzen. Also nimm doch einfach eine Notsituation. Egal. Damit ist doch alles gesagt. Notsituation bedeutet doch, dass du dich in Not findest. Wenn natürlich jetzt dann, wenn du jetzt natürlich bist, du drauf drückst, ich habe meinen Fingernagel eingerissen, ja, dann ist ja keine Notsituation. Aber alles, was Not ist, ob Kinder in Not sind, ob Frauen sind in Not sind. Ich nehme jetzt mal dich und mich. Mein Kumpel zum Beispiel, der würde hier ja nicht in den Stuhl passen. Ja? Der ist fast 2,15 Meter groß, ja? Kommt in Kalb wie ein Baum. Also da traut sich keiner ran. Ja? So. Bringt um 2 Uhr morgens mit seinen Latschen den Müll raus im letzten Winter. Läuft die Treppe runter, geht zum Mülleimer, kommt auch an, geht weiter. Rutscht aus, knallt auf den Rücken, bricht sich das Rückgrat, liegt dort mitten in der Nacht, konnte nicht kaum atmen, konnte kaum rufen, Handy ist weggeflogen, lag da fast 4 Stunden in der Kälte, Erfrierung auf dem Rücken.
Und daran siehst du, dass egal wie groß oder stark du bist, oder ich zum Beispiel, fahre viel Auto, hab ab und zu mal Sekundenschlaf. Stell dir mal vor, ich komme jetzt von der Böschung ab, überschlag mich, mein Handy fliegt sonst wohin. Jetzt hänge ich da, niemand sieht mein Auto in der Böschung. Ich verblute da. Knopfdruck. Aber jetzt Hilfe sagen kommt. Die Leute, das habe ich ja auch am Schlüsselbund, irgendwo in der Tasche. Ich habe das ja nicht immer in der Hand. Also, es ist natürlich so. Wo soll das hin? Also, wenn das Ding heißt My Bodyguard, mein Buddy geschrieben wie Freund, wie Kumpel, My Bodyguard, mein Leibwächter. Also, ich muss dich jetzt mal was fragen. Nimm mal an, du hast einen Leibwächter. Der immer an deiner Seite ist. Der Haufen Geld kostet. Hm. Wo ist der? Der ist immer in deiner Nähe, denn er soll dein Leib und dein Leben beschützen. Wenn ihr den natürlich irgendwo sonst wo hinnimmt, dann habt ihr nicht verstanden, dass der Ding für den Moment da ist, falls ihr wirklich mal in Not seid. Ich würde den also entweder immer in eurer Hose haben oder um den Hals hängen oder vielleicht bei Kindern vielleicht irgendwie sogar die Hose einnähen. Ja? Also nicht einnähen, sondern dass man eine kleine Tasche hat, damit er immer bei euch ist. Wenn ihr den liegen lässt, das ist so, als wenn ihr aus dem Haus geht, euer Handy vergesst. Ja? Es ist aber nicht meine Aufgabe, euer Verstand zu schärfen, sondern ihr müsst wissen, was euch das wert ist, euer Leben. Und ich, ganz ehrlich, wenn ich aus dem Haus gehe und hab den vergessen, jetzt ist er ja in meinem Autoschlüssel mit dran, kann also nicht passieren, dann habe ich den dabei. So, wenn ich jetzt am Auto zum Beispiel wäre, hängt der ja auch da. Der fliegt nicht raus, wenn das Auto läuft, ja. Also, und meine Kinder zum Beispiel tragen den um den Hals. Meine Freundin trägt den hoch. Jetzt letztens war sie da. Sag mal, du trägst ein Kleid? Wo hast du denn jetzt den Bodyguard? Das will ich mir gar nicht vorstellen, wo du den gerade hast. Da hast du den einfach. Das kenne ich aus dem Knast. An den Slip und dann links an diese, wisst ihr da? Und dann einfach im Kleid so, zack, zack. Also es gibt immer Möglichkeiten. Aber nochmal, das muss jeder für sich entscheiden. So, das Ding hat natürlich einen großen Nachteil. Also außer, dass es auch wasserdicht ist, nach EP67, hat es einen Nachteil. Ihr müsst es alle 4 Monate aufladen. Alle 4 Monate. Und wenn dann nur noch 25% ist, zeigt euch die App an, 25%. Ich weiß, alle 4 Monate ist scheiße, euer Handy müsst ihr 2-mal am Tag aufladen, ich weiß. Aber wie lädt man das dann auf? Hast du hier diese Magneten? Da kommt so ein. Ja. Müsst du ran? Klick! Also, ich habe jetzt nicht das Kabel dabei. Also eine Tasche. Okay. Machst du so ran und lädt automatisch. Ja, das ist ein ganz krasser Nachteil. Ja. Da muss man. Ja, und das wahrscheinlich dann so 1-2 Stunden noch, ne? Ja, eine halbe Stunde meistens da. Boah, für jede 4 Monate, das ist schwer. Eine halbe Stunde. Hättest du bessere Ingenieur. Ja, genau. Ja. Hätte ich wahrscheinlich mehr Geld investiert. Oder hättest du in die Impfungen investiert? Der Unterschied dazu ist, das Ding wirkt. schon beim ersten Mal übrigens. Man muss nicht 4 Stück kaufen. Carsten, wir sind deine Vergangenheit durch. Mhm. Wir wissen, wie du denkst. Wir wissen, wie du fühlst. Mhm. Erstmal danke, dass du es vorgestellt hast. Ja, bitte Link in die Beschreibung. Kleinen Tipp dazu übrigens. Wir werden, weil wir sind ja jetzt damit erst an den Markt gegangen. Es wird auch in große Verkaufsportale gehen. Wahrscheinlich auch in große Läden. Ich sage jetzt mal die Namen bewusst nicht. Es ist europaweit. Und wir werden auch Affiliate-Codes verteilen für Influencer oder Prominente. Schickst du direkt rüber, ja. Genau. Damit, und jetzt kommt noch eine Sache dazu, unabhängig davon, wer das Produkt kauft oder sich und seine Familie damit schützt, von jedem verkauften Produkt fließt ein Teil in den Kinderschutz. Damit werden Projekte für den Kinderschutz in Deutschland unterstützt. Mhm. Also sehr gut. Noch sehr zusätzlich gut. Von dem, was da eingenommen wird. So, was hast du da noch dabei? Das sind die Prospekte dafür? Nee, habe ich euch mal hier lassen, dann könnt ihr ein paar mitnehmen. Das sind, also könnt ihr mal sehen, was da alles so alles drin ist. Das sind ja, es geht ja nicht nur um Kinder, es geht ja um alte Menschen, es geht um Extremsportler, alle die irgendwie vielleicht mal in eine Bedrängnis kommen könnten, in eine Notsituation kommen könnten. Okay, für Blinde und Gehörlose. Zum Beispiel, das ist ja auch genau solche. Aber sie sehen ja die Gefahr nicht. Ja, aber mitkriegen tun sie sie schon, wenn sie bedroht werden, etc. Okay. Oder wenn sie sich zum Beispiel verirrt haben. Es gibt ja auch Menschen, die sich verirren und auf einmal nicht mehr wissen, wo sie sind. Ja. Wenn Outdoor-Sport, warum finden auch Jogger immer Leichen? Kannst du mir das erklären? Ich kann es dir nicht vorstellen, aber viele von denen sind vielleicht auch schon öfter vorbeigelaufen und haben sie erst gemerkt, als wir sie gerochen haben. Mhm. Weil aber aber darfst du nicht erinnern. Jogger laufen ja irgendwo lang, wo nicht so viele laufen. Und jemand, der einen Menschen beiseite schafft, aber sucht jemand, sich genau so eine Orte. Aber wenn ich einen Jogger sehe, der hat immer Kopfhörer an und läuft immer geradeaus. Aber das ist aber eine Leiche riechst du, wenn die länger läuft. Ah, okay, deswegen. Hast du schon mal eine Leiche gerochen? Nee, will ich auch nicht. Ich schon. Und? Ist nicht schön. Nee. Ich vermeide auch Beerdigungen. Da war ich auf 8 Stück. Ich vermeide Beerdigungen. Alles von Kindern, die sich wegen Mobbing umgebracht haben. Der Jüngste war 7. Ich war übrigens auch derjenige, der den Fall von Jerome Boateng und Kascha in die Öffentlichkeit gebracht hat. Was war da nochmal? Jerome Boateng ist
Jetzt wisst ihr ja, wer Jerome Boateng ist, der Fußballer. Und der hat ja durch seine Aussagen dafür gesorgt, dass Kascha Lehnert, seine Freundin, im Netz zerrissen wurde, in den Medien total schlecht dargestellt wurde und sich dann das Leben genommen hat. Nach 10 Tagen, wo er angefangen hat damit. Ja, aber man kann ja aber schon davon ausgehen, dass es nicht seine Absicht war, natürlich. Natürlich wollte er sie nicht. Seine Absicht war, er wollte sie auf eine gewisse Art und Weise dazu bringen, den Mund zu halten, weil er viele Dinge wusste, was sie wusste. Er hat aber bewusst in Kauf genommen, wie jeder Mobber, dass natürlich das die Dynamik anlöst. Und wenn du natürlich über eine Frau verbreitest oder der Konsens ist, sie ist mehr oder weniger eine Schlampe, die nur sein Geld will und dann noch aus Polen oder das durch die Medien mit verbreitet wird, dann geht eine Dynamik los. Das heißt, du lässt einen Mob los, genauso wie gegen die Ungeimpften übrigens. Ja? So, das heißt, es gibt eine Multiplikation. Und wenn 7 Millionen Menschen dann jeden Tag viele Hunderttausende dir sagen, was du für ein Drecksmensch bist und du weißt, dass das gar nicht stimmt, dann macht das was mit denen. Und dann hat sie sich umgebracht. Und dann gab es... Weiß man wie? Sie hat sich gehängt. So, ich stehe in Kontakt mit der Familie, etc. Ja, und dann habe ich die Familie mit unterstützt. Dann haben sie mir die Beweise gezeigt, die Wahrheit gezeigt. Und dann habe ich dafür gesorgt, dass die Wahrheit ans Licht kam. In einem 9-seitigen Bericht im Spiegel. Unter dem Bericht Moderne Hexenjagd. Und hab die Wahrheit über sie hergestellt. Ihren Namen wieder weiß gewaschen. Und seitdem ist Jerome Boateng nicht mehr in Deutschland Fußballer. Wo ist er denn jetzt? Mit dem Po am Arsch der Welt. Frankreich oder nicht? Ja, ja. Also entscheidend ist, er hat sich absolut ehrenlos verhalten. Kann man das definitiv sagen? Er hat ehrenlos verhalten, er hat gelogen, ja. Okay. Das habe ich in mehreren Interviews gesagt, also das ist nicht... Dieser Fall, wo sie... Ich bin da jetzt nicht genau drin, ich versuche nur das so zu rekonstruieren im Kopf... Er hat auch seine Ehefrau mit ihr betrogen oder irgendwie sowas? Na ja, sag mal so. Er hat nur an vielen Hochzeiten getanzt. Das ist jetzt das eine, da kann man jetzt sagen, ist moralisch nicht okay, nicht vertretbar, aber da will ich jetzt hier nicht. Deswegen, aber das Entscheidende ist, wie er sich ihr gegenüber verhalten hat. Und wie gesagt, da laufen noch Prozesse. Es gab jetzt schon wieder ein Gerichtspostum für sie. Da will ich jetzt aber nicht vorgreifen. Ich wollte euch nur sagen, auch diese Fälle. Es gibt viele Fälle, von denen ihr lest. Die kommen von uns. Auch der Erlin-Fall war ich mit drin und habe viele Dinge aufgedeckt. Auch Dinge, die überhaupt nicht mit Kinderzucht zu tun haben. Weil viele Menschen schreiben mir an, ihr habt vielleicht auch mitbekommen, ich bin bei Bild Live regelmäßig. Da geht es im Moment um die Inflation, da sage ich was dazu. Weil viele Millionen Menschen mich als Bürger, als Stimme der Bürger sehen. Weil ich es anders sage, weil ich es direkt sage, weil ich die Politiker damit konfrontiere. Kam schon Politiker jetzt? Hat sich schon mal jemand vor dir hingesetzt? Naja, bei Bild Live geben sie mir schon Politiker, aber nicht aus den Höhen rein, weil die sich nicht trauen. Dann sind dann andere da, aber ich rede natürlich dann mit denen stellvertretend über das, was da ist. Und du siehst ja die Reaktionen derjenigen. Und jetzt musst du dir vorstellen, ist es mittlerweile so eine Dynamik dahinter, dass ich jetzt immer wieder regelmäßig da bin, als praktisch, ich bin Kinderschützer und jetzt auf einmal auch noch Sozialaktivist, so nennen die das, ja. Also da seht ihr doch eigentlich den Bedarf in unserer Gesellschaft an Menschen, die die Wahrheit klar aussprechen. Geht doch in die Politik. Ja? Geht in die Politik. Ja, das wäre doch was für dich. Das wäre doch was für dich. Du redest auch immer so energisch und so. Und dann wirst du einmal kurz leise. Pass mal auf, das Entscheidende ist doch eins. Nimm mal an, du gehst jetzt dahin. Das müsst ihr einfach verstehen. Ihr müsst ja bedenken, ich gehe ja nicht hin und sage jetzt, ich mache jetzt alleine eine Partei für ganz Deutschland auf. Und alle können mich wählen. Sondern um in Deutschland eine Position zu haben, musst du in jedem Bundesland ja praktisch mehrere politische Vertreter haben, die hinter dieser Partei stehen. Kannst du finden mit deiner Reichweite. Ja, findest du mit deiner Art. Aber jeder von denen, für den musst du auch bürgen können. Ja, du suchst sie doch aus, die Leute. Großer. Macht. Wenn Menschen nach Macht spüren oder sie denken, sie kriegen welche, dann sind so viele Menschen da draußen, die dafür ihre Mutter verraten würden. Glaub mir das, es ist so, ich kann für mich bürgen, ich kann für mich einstehen. Politik ist ein dreckiges, verlogenes, tiefes, vollgeschissenes Becken voll Scheiße. Und wenn du da mitschwimmst, wirst du dreckig. Wirst du schmutzig und dreckig. Es reicht mir schon, dass ich am Beckenrand stehe und die Kloake jeden Tag sehe und rieche und mitbekomme. Ich bin Bürgervertreter, ich vertrete die Interessen, die Nöte und die Ängste, Sorgen der Bürger. Und ich bin Kinderschützer. Damit habe ich so viel zu tun. Aber ich spreche die Missstände offen und deutlich und klar an. Ich mache Druck und ich starte auch Petitionen und ich versuche den Menschen hier und da die Augen zu öffnen. Das ist meine Aufgabe. Und wenn ich da, das ist etwas, mit dem ich kann ich viel mehr bewegen, als ich jetzt da drin bin, weil sie war, ist nicht so, dass du drin gehst und morgen die macht das. Ich habe euch nur gesagt, was ich tun würde, wenn ich Macht hätte. Nimm mal an die Bundeskanzlerin, ja, hier, Herr Stahl, jetzt sind sie Bundeskanzler. Wisst ihr, was ich tun würde im gleichen Augenblick? Hiermit übergebe ich meine Macht in die Hände der Bürger.
Kein Mensch hat das Recht, so viel Macht zu haben. Denn jede Macht korrumpiert. Ja. Und das ist es. Bei Darth Vader war das auch so. Gefährlich. Das ist gefährlich. Ich will keine Macht. Ich will sie nicht. Die Bürger in diesem Land, denen gehört dieses Land. Sie bezahlen dieses Land. Sie bezahlen auch ihre Angestellten, ihre Politiker. Und das, was sie machen, zeigt es. Und der beste Politiker, den wir hatten, in meinen Augen, war Helmut Schmidt. Und Helmut Schmidt hat einen ganz starken Satz geprägt. In der Krise beweist sich der Charakter. Und diese Politiker beweisen, dass sie charakterlos sind. Und damit kann und werde ich mich nicht abfinden. Aber wenn es so weitergeht, ist es nicht mehr das Land, in dem ich weiterleben will. Ist Helmut Schmidt der beim Fallschirmdings gestorben ist? Nee, Helmut Schmidt war... Wer war das? Helmut Schmidt war der in der ganzen Geschichte seit Konrad Adenauer der beste Bundeskanzler, den wir jemals hatten. Genau. So. Der Michael Jackson, der Bundeskanzler. Genau. Wenn du so willst. Auch, so, ja, auch seine Interviews. Er hat Interviews noch mit über 90 gegeben. Da war mehr Wissen, Input drin, als von jedem Politiker zusammen. Google ihn mal, ja. Nimm dir mal die Zeit. Ja. Der Typ, er war ein Kettenraucher, aber immer bloß Viertel geraucht, immer nur Mentholzigaretten. Ja, wenn du den in einem Interview gesehen hast, der war immer in so einer Nebelschwade. Aber er war der beste Politiker und hat solche Dinge... Als er gestorben ist, das Volk ist auf die Straße gegangen, er hat so krasse Welle gemacht. Wenn jetzt jemand von den Politikern stirbt... Die würden die klatschen. Traurige Realität, aber das haben sie sich selbst zuzuschreiben. Ja, Helmut Schmidt war krass. Ja. Jedenfalls ist das mir mein politisches Vorbild. Aber nochmal, ich höre das sehr oft, Carsten, geh in die Politik, du hättest so viele Chancen. Ja, pass auf, jetzt lass mich das tun. Dann erreichen wir vielleicht 5% oder 10%. Aber warum gehst du davon aus? Vielleicht wirst du wie Trump und wirst dann irgendwann Bundeskanzler. Entscheidend ist, die würden sich doch immer wieder zusammenfinden. Guck mal, in Deutschland ist allein die Tatsache. Überleg mal, die haben keine Mehrheit. Die haben 13%, die 15% und die 18% und tun sich gemeinsam zusammen als Müllhaufen, um dann über unser Land zu bestimmen. Keiner von denen hat eine absolute Mehrheit. Und die kommen hin und sagen jetzt, wir bestimmen über euch? Ist doch erbärmlich. Mein Bundeskanzler sollte doch mindestens mit 50% oder 60% des Landes gewählt worden sein. Ja? Mal 40 wäre schon gut. Und Haare haben. Das ist mir egal, das ist wieder... Nee, und saubere Zähne. Auch das ist egal. Jungs, das sind Oberflächlichkeiten. Wir sind oberflächlich. Ja, ja gut. Ich meine, gut, du mit deiner Körperpika-Arme, der will ich das jetzt mal durchgehen lassen, ja? Carsten, was machst du jetzt? Ja, was mache ich jetzt? Jetzt sitze ich hier noch mit euch und blödel ein bisschen rum. Das ist aber das ansonsten, guck mal, ich war gestern in München und habe mit Schülern gearbeitet, mit Lehrern gearbeitet und war um 22 Uhr mit den Eltern durch. Bin dann das kann man Hotel, auch falsch verstehen. Bin dann nach Hause gekommen, hab gepennt, bin morgens aufgestanden, bin jetzt hier bei euch, Wahnsinnige. Wenn ich jetzt hier raus bin, steige ich in meinen Zug und fahre morgen nach Düsseldorf und habe morgen früh wieder Schüler, danach abends die Lehrer. Dann fahre ich nach Hause, dann habe ich Büroarbeiten zu tun und am Freitag bin ich auf der Tattoo-Convention und ich rede dort über den Kinderschutz vor mehreren tausend Menschen, weil jetzt gibt es ja mal wieder eine Veranstaltung. Dann habe ich Wochenende und nächste Woche muss ich nach Heiligenhafen. Da hat sich an einer Schule, in der Nähe der Schule, an einer Bushaltestelle ein 15-Jähriger aufgehangen wegen Mobbing. Das ist mein tagtäglicher Arbeitstag. Boah, das wird mich voll brechen irgendwann. Irgendwann? Deswegen bist du ja du und ich. Ja. Deswegen heiße ich Carsten Stahl und du? Nisa Holz. Holz? Ja. Holz? Ja, aber wo hast du den Namen gekauft, Alter? Ja, hast du diesen Namen gekauft? Wo kommt dieser Name her, Alter? Scheiß nicht, Holz. Das war eine Anspielung darauf, dass es zerbrechlich ist. Na nee, ja. Bist doch nicht zerbrechlich, Alter. So, aber es ist schon, es ist so, wie wenn du mit einem Arzt redest, der zum Beispiel in der Notaufnahme arbeitet und der dir dann auch erzählt, ey, ich sehe 3 Menschen die Woche sterben, ich bin derjenige, der in den Raum gehen muss, dass den Leuten sagen muss. Aber was ist der Unterschied zwischen diesem Arzt ist oder dem alten Pfleger zu Carsten? Ja. Dem Typen irgendwann, der interessiert sich nicht mehr. Der ist abgestumpft, der ist kalt. Ja. Aber dich nimmt das immer noch nach 9 Jahren genauso mit. Ich kann nicht abstumpfen, das geht nicht, weil... Aber du weißt, was ich meine. Ja, aber guck mal. Im Krankenhaus gehst du hin und sagst, ey, ich sterbe. Und der so, ey, ist nix. Mhm. Naja, also ich glaub, dass du da... Und es sind, ich glaube, die sehen das irgendwann, also nicht jeder, das ist auch unterschiedlich, aber bei mir, ich habe es immer wieder mit Kindern zu tun oder mit Schwächeren und dieses Leid. Und ich bin halt als Person so, dass ich in dem Moment helfen will. Und ich sehe, wo das Versagen ist und wie es totgeschwiegen wird. Und das macht mich natürlich so. Ich meine, wer jetzt nach diesem Podcast nicht verstanden hat, warum ich so ticke oder auch so laut werde, na, ich meine, sorry. Der ist ein Gimpfer. Dann hat er keine Empathie. Dann könnt ihr euch nicht in die Situation hineinpflegen, dann tut mir das auch leid, dann bleibt ihr in eurer Blase und
ist es halt einfach so. Ja, dass welche sagen, ich mag den nicht, ist okay. Es geht doch nicht um Ja, aber das ist auch richtig so, man muss dich nicht mögen. Nein. Aber das für das, für aber was der, du stehst. Aber für was ich stehe, jetzt der jemand sagt, okay, den würde ich nicht unterstützen, aber die Sache ist unter die Sache Kinderschutz ist unterstützungswert. Mhm. Mehr und mehr bitte ich ja gar nicht. Ich verlange es ja nicht mehr. Ich bitte darum. Verlangen tue ich von den Prominenten und von den Politikern. Ihr steckt euch die Taschen voll mit dem Geld der Bürger, die leiden. Ihr habt die Verpflichtung, was zu tun. Und nicht nur für die Mainstream-Themen oder die, euren politischen Interessen. Euch, von euch verlange ich es. So, und immer wieder, es gibt ja keine Widerworte. Sind ja schön, wo bloß nicht mit dem anlegen. Ja, warum denn? Immer wieder, jederzeit, Podcast, egal. Okay, Carsten, jetzt kommen wir zum Worst Case. Hm. Wir haben ja schon mal ein Telefonat gehabt, wann? Vor 4-5 Monaten? Oh, ja, schon eine Weile her, ja. Wo das erste Telefonat? Das erste Telefonat. Und dann jetzt auch nochmal das zweite, was auch so ein bisschen länger geht, wo wir gesprochen haben. Heiratet doch, Alter. Ja, ich mag Carsten. Nee, tue ich nicht, weil er schon vergeben ist an dich. Ja. Und ich respektiere eure Privatsphäre. Ja, das feiere ich. Ja? Alles gut. Ich bin ein sehr toleranter Mensch. Ey, warum werden wir dann nicht gepusht mit einem Podcast? Wo? Es wird doch immer gepusht, wenn man so eine gleichführende. Ja, wenn wir so tolerant sind. Ne? Ja. Stimmt. Vielleicht, weil die Leute denken, wir meinen das ironisch. Ja. Oder iranisch. Oder iranisch, oh, starkes Wortspiel. Hast du jetzt das ausgedacht oder ist das nee, war spontan. Ab und zu habe ich auch mal meine Geschichte. Achso, Geistesblitze, ja? Ja, ja, genau. Okay, ja. Super. Bei welcher Size war ich? Size so. The worst case. Worst case. Size A, jetzt habe ich. Jetzt kommt jemand oder es kommt eine Elite und sagt: Ey, Carsten, du machst ein bisschen, du wühlst zu viel Dreck auf. Wir boykottieren dich. Bild darf dich nicht mehr zeigen. Wir löschen deine Kanäle. Das gefällt uns nicht, was du machst. Was sie ja können. Ne? Was sie ja können, was man gesehen haben, man kann ja auch einen Präsidenten stürzen. Was machen wir dann? Weil wir brauchen dich ja. Dann hoffe ich, dass ich in dann geht er zu Rumble. Dann hoffe ich, dass ich in den 9 Jahren so viel Wind so viel aufgewirbelt habe, dass ihr, wenn ich keine Stimme mehr habe, dass ihr eure Stimme erhebt. Weil es kann nicht nur in meiner Verantwortung ich sein. Ich bin so einer, der lädt dich dann extra ein. Ja. Ich schlage dir andere Plattformen Leute gehen. Einladen, wo ich weiß, wir sind danach weg. Ja, das feiere ich. Und ich habe am Anfang vor 2 Jahren gesagt, ey, bist du verrückt? Und jetzt sage ich, wann kommen sie? Ja. Das ist der Unterschied. Ja. Ich wachs auch da rein. Natürlich. Guck mal, genauso. Vorher hättet ihr sagen können, das habe ich nicht gewusst. Konntet auch damit immer sagen, wenn ich was ich nicht weiß, dafür trage ich auch keine Verantwortung. Jetzt habe ich euch aber wissend gemacht über Dinge, die ihr gerne vergessen wollen würdet, aber ihr nicht mehr vergessen könnt. Nein. Also seid ihr jetzt genauso wie ich in der Verantwortung. Ihr müsst nicht das so extrem und hart tun wie ich, aber darüber ab und zu mal reden. Ja, und diese Zeichen und diese, das ist wichtig. Also was ich sehr, sehr informativ fand, jetzt wirklich, ist, dass diese absurden Zahlen, die muss eigentlich jeder Mensch wissen. Damit du das so vor Augen, weil diese Zahlen sind ja irgendwie. Man kriegt ja nur den größten Fall dann mit. Genau, zum Beispiel Ulm. Das kriegt man dann mit, weil es in den Zeitungen steht. Ja, weil da ein Skandal steht extra drüber. Skandal. Genau. Allerdings. Aber so wie du redest, ist das ja jeden Tag. Also das ist jeden Tag. Was mich schockiert hat, die dunklen Zahlen und Ziffern sind wahrscheinlich viel größer. Ja, das ist also 3 bis 5 Mal, wenn ich sogar noch. Was mich schockiert hat nach unserem Gespräch, dass diese Gesetze so locker sind. Ja, das. Das schockiert mich und dass du nach so vielen Jahren Arbeit erst 2021, dass das eine Straftat ist. Das ist eine Straftat. Das ist so absurd, dass ich gerne jeden Politiker, den ich sehe, anspucken würde. Was ich natürlich nicht mache. Ja. Allerdings. Man bekommt schon Kräftchen Würgereiz. Ja, richtig. Ich kriege Würgereiz und Hass. Und jedes Mal, das wird jetzt bei mir passieren, weil das brennt sich in mein Hirn an. Man kann auch zurückspulen. Man sieht wirklich, wirklich, das kann man kontrollieren, wie mir schlecht wird, dass ich so mache, versuche irgendwie meine Kotze bei mir zu behalten, dass ich jeden Politiker jetzt da sehe und sag, was für ein dreckiger Heuchler. Bitte aber, es gibt auch ein paar, die sind aber nicht in den hohen Machtpositionen, die sich auch engagieren. Es gibt ja auch Politiker, die haben mal mit dem Enthusiasmus angefangen, was verändern zu wollen. Das Problem ist bloß, alle, die was verändern wollen, werden ganz schnell unterdrückt. Und es gibt Leute, die sind schon zig Jahre dabei und kommen nicht nach oben, weil sie halt zu unbequem sind. Und sie sind dann zwar in der Politik, aber sie kriegen keine Machtposition. Weil das schon so ist, ihr müsst nach der unserer Pfeife tanzen. Das will unsere Partei und ihr habt euch danach zu richten. Deswegen könnte ich auch nie in der Politik, in irgendeiner Partei. Weil es gibt weil du dich unterordnen musst. Es gibt keine Kette, die du mir anlegen kannst. Das geht nicht. Ja? Es gibt auch keinen Schrank oder Schublade, in die du mich schieben kannst. Das funktioniert nicht. Ich sage, ey, das könnt ihr vergessen. Ihr sagt mir nicht, was ich zu tun und zu lassen habe. Der letzte Mensch, der mir sagen konnte, was ich zu tun und zu lassen hatte, ist 2003 gestorben. Und der hat mit 18 aufgehört, mir zu sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich habe es dann nur noch aus Respekt gemacht. Und das war mein Vater. Und ihr seid nicht mein Vater. Und die beiden Menschen, für die ich es aus Liebe tue,
die seid ihr auch nicht, das sind nämlich meine Kinder. Ansonsten bin ich nur dem Herrn oder dem Schöpfer und vor allen Dingen meinen Kindern gegenüber verpflichtet. Und ich bin verpflichtet als Vorbild von Millionen von Menschen, die in mir Hoffnung sehen, die in mir Mut sehen, denen vielleicht selber fehlt, verpflichtet, vielleicht ein bisschen die Augen zu öffnen und einen Ausweg zu zeigen oder Hoffnung zu machen. Und wenn irgendjemand kommt, der mir das verbieten will, dann soll er das machen. Er sollte aber vielleicht seine 9 mm dabei nicht vergessen. Und ich komme von der Straße. Kannst du Kugeln ausweichen? Hä? Kannst du Kugeln ausweichen? Nein, ich bin doch Stahl. Kannst du, wie Terence Hill in diesem einen Film, Supercop, die Kugeln sehen? Weißt du, für was es ein Gesetz gibt? Für was? Jetzt komm mir nicht mit, dass ich mich so aufrege, bitte. Da reden wir mal über Gesetze. Ja. Ich habe eine Lokalität erworben, um ein Geschäft zu führen. Und das ist direkt am See. Richtig schön im Wald, mit eigenem Strand. Sehr idyllisch. Mit einer riesen Terrasse von 14 Metern breit und 9 Metern. Und du wolltest doch jetzt nicht wirklich einfach ein Lokal oder sowas aufmachen? Nein, nein. Ich wollte doch so ein richtiges schönes Lokal. Du musst ja eine Zulassung für kriegen. Habe ich ja. Alles. Jetzt kommt's. Es gibt aber ein Gesetz, warum ich die Genehmigung nicht erhalten habe. Weil die Vögel könnten ja gegen meine Terrassenscheibe fliegen. Und die muss eine gewisse Grad von Entspiegelung haben, dass die Vögel erkennen, dass da eine Scheibe ist. Das heißt, für den Vogel wird mehr getan. Wenn es so glasklar ist, kann der Vogel ja mit der Geschwindigkeit, was er hat, gegen meine Terrassenscheibe fliegen. Also entweder dunkle ich die Scheibe ab, Milchglas, sonst kriege ich keine Genehmigung. Nicht mal ein Gewerbe wird angemeldet, weil der Naturschutzbeauftragte, liebe Grüße, kann ja, oder ich gehe hin und mach ganz große Plastikvögel an die Scheibe, dass der Vogel denkt, oh, da ist was. Jetzt habe ich eine Frage. Jetzt kommt es ja noch. Ja. Und ganz wichtig, weil wir am See sind, ne? Weil wir am See sind, gibt es ein Gesetz, die Moskitos, die da am See sind. Du redest Scheiße jetzt. Doch, doch. Niemals, doch, Mann. Moskitos können ja zu den Gästen kommen, ne? Und dafür brauche ich eine extra Versicherung. Für die Moskitos? Ja, und die kostet mich 4.800 Euro im Jahr mehr, weil wir direkt am See sind. Okay, ich rede nur nicht von Überschwemmung, Regen, das kommt noch alles. Die Erde kann sich aufweichen, was ganz anderes. Denkst du, es werden diese Kontrollen gemacht, wenn ich ein verurteilter Kinderschänder bin, der jetzt rausgekommen ist und neben einen Kindergarten ziehen will? Das da auch kein so, Stück. Das meine ich ja. Ja. Das ist deutsch, aber da sind wir doch wieder. Kiffen ist wichtiger als Kinderschutz. Die Moskitos, ja, mit den Vögeln kann man ja sicher irgendwie noch arrangieren. Nein, kann man ja, vielleicht auch nicht. Ja, aber wirklich, das ist alles noch, daran siehst du ja, was wir für ein kaputtes, beklopptes Land sind. Was für Probleme wir haben. Auch. Das wird priorisiert, aber Kinderschutz, darüber reden wir nicht. Ja. Ist abartig. Ich hab keine Genehmigung bekommen, weil deine Mauer ist und diese Mauer hat so eine du redest doch scheiße jetzt. Nein, wirklich. Nein, bitte warum ehrlich. Warum macht dieser Laden noch nicht auf? Warum? Das ist echt so. Der weiß es. Warum das kann das? Nicht sein, das ist absurd, rede, Bruder. Erinnere mich, ich gehe gleich in mein Elektroauto. Ich habe einen Brief heute bekommen, dass da wieder was fehlt. Ja. Ich habe immer noch meine Genehmigung nicht für dieses Lokal. Jetzt kommt's, ich habe eine Mauer. Und diese Mauer ist eine absolute Gefahr. Die absolute Gefahr, dass zwei Fahrradfahrer gleichzeitig, wenn sie ankommen, sich treffen können. Deswegen muss die Mauer abgerissen werden. Und ich habe gesagt, ja, ich kann doch so einen Spiegel da einfach hinmachen. Jetzt aber ein Fahrradfahrer, der einen Helm trägt, kann nicht genau dahin gucken, wegen dem Blickwinkel und so weiter. Die Mauer muss weg. Das ist Deutschland in einem Satz. Das ist absolut. Aber Kinder lächerlich. Werden nicht geschützt. Nee, was Kinder, für Arschlöcher. Kinderschänder werden toleriert und geschützt, Gesetze nicht umgesetzt, sie werden in Watte gepackt, aber dafür haben sie Zeit, dafür wollen sie Geld und es ist für nichts zu Kinderschutz da. Vielleicht zeigt euch das nochmal, was wir eigentlich für ein erbärmliches Land sind zum Schutz der Kinder. Es ist einfach nur erbärmlich. Ja. Ja. Fahrradfahrer mit Helm. Das könnte eventuell passieren. Vögel könnten eventuell gegen eine Scheibe fliegen. Weil sie das nicht sehen. Pass auf. Moskitos könnten eventuell Gäste stechen. Aber wo Kinder jeden Tag hundertprozentig missbraucht werden, dafür habt ihr keine
Zeit. Kein Amt, das andere kein Amt kontrolliert. Und macht einen Scheißdreck. Ihr seid sowas von lächerlich und erbärmlich, dass man wirklich nur, wenn es sich so traurig wäre, im Strahl kotzen möchte. Deutschland 2022. Guck mal, seit einem Jahr bin ich in dieser Geschäftswelt drin und ich kann dir 100 Geschichten erzählen, wo ich denke, was ist das hier? Wie krank ist das eigentlich, was hier gerade passiert? Ihr Kundenkackerland. Naja, aber wisst ihr, wenn wir da sind, nehmen wir doch mal alleine das. Ich steige in Wien in den Zug und fahre von Wien nach Salzburg. Das zweitschlimmste kinderfeindliche Land. Pass auf. Also ich steige ein und man sagt zu mir, also durch eine Ansage, denken Sie daran, es ist Maskenpflicht. Ja, bis nach dem Tunnel. Ich kick die Leute so an und für die ist das ganz normal. Dann habe ich gefragt, sagen Sie mal, kann ich nochmal nachfragen? Das heißt, ich steige jetzt hier ein, habe eine Maske auf und nach dem Tunnel kann ich die Maske abnehmen. Ja. Wann kommt denn der Tunnel? Na, so ungefähr 5 Minuten. Und wie lange geht der Tunnel? Na, so 5 Minuten. Und nach dem Tunnel kann ich die Maske abnehmen. Wo ist denn die Haltestelle gewesen, wo Corona ausgestiegen ist? Da kriegt nämlich an wie ein Auto. Ich sage, das muss ich jetzt verfilmen. Hab mal hingestellt, ein Video gemacht, so viral, ja. Dann habe ich gesagt, pass auf jetzt, ich sitze hier gerade im Zug nach Salzburg. Ey, geil, dass du das aber gemacht hast. Das feier das. Hier passiert gerade was. Hier passiert gerade was Unglaubliches. Ich habe meine Maske noch auf, weil hier der gefährliche Killer-Virus ist hier im Raum. Ja, der uns alle auf. Und gleich bei 300 km/h fahren wir durch den Tunnel. Und wenn der Tunnel vorbei ist, dann steigt der Killer-Virus aus und ich will das live sehen. Und dann, weil ich hier auf Sack hat die Maske abgenommen. Ab jetzt bin ich sicher. Ja. Ich sage, ihr seid so eine lachhafte Scheiße, Alter. Ihr seid so lächerlich. Guck mal, die haben jetzt in den Flugzeugen die Masken sich abgeschafft, weil wir sie an den Eiern hatten, weil wir sie erwischt haben, wie Scholz und Habeck ohne Maske geflogen sind mit den ganzen Staaten. Das heißt nur wegen einer Lüge. Nur haben wir deswegen haben sie es jetzt oben freigegeben, aber in der Bahn, wo du übrigens noch mehr Platz hast. Ja, da ist das, ey, komm, halt doch einfach die Schnauze. Wenn ich mit so Befürwortern dieses ganzen Systems spreche, ne, die also die Maßnahmen, die Impfpflicht. Sollen sie alle machen, aber ja, sollen die Menschen nur. Dann sage ich, warum glaubst du einem System, das ja schon in einigen Sachen gelogen hat, warum glaubst du denen dann unbedingt weil bei der Impfung? Weil es angenehmer ist, als eine Lüge zu glauben, als die Wahrheit. Wer einmal lügt, der stiehlt auch. Mhm. So, und dann, das ist ja, das ist für mich das Gleiche. Warum glaubst du ihm da? Der hat doch da auch schon 5-mal gelogen. Wir haben ihn hier noch schon 5-mal gelogen. Naja, das versuchen sie dir ja zu erzählen, dass das keine Lüge war, sondern er hat sich ja nur geirrt oder das hat falsch ausgelegt. Oder ein Lauterbach, der sagt, so, als Rassismusexperte. Ja, ich bin ja Rassist, deswegen muss ich ja. Okay, ja, ich auch. Du bist ja heute bei den, die Deutschen. Nisa und Schein, die Deutschen. Ihr sagt die Deutschen. Ja, hier steht's ja. So heißt der Podcast. Okay. So heißt der Podcast, die Deutschen. Ihr beide vor allen Dingen. Ja. Genau. Es gibt ja einige, die sich provoziert von uns fühlen, weil wir uns so nennen. Mhm. Wer denn jetzt? Deutsche oder andere? Das weiß ich nicht. Das wollte ich von dir wissen. Wer fühlt sich von sowas provoziert? Ja, Leute, die alleine die Aussage, die Deutschen schon in sich schon schlimm finden, das sind wahrscheinlich auch die gleichen, die sagen, dass man mal sagt, ich liebe mein Land nicht, schon falsch finden. Auch Leute, die sagen, wir sind das Volk, falsch finden. Also Leute, die damit nicht viel anfangen können und nicht wollt. Ihr könnt euch von mir aus die Deutschen nennen, ihr könnt euch die Lutscher nennen, ihr könnt euch auch die Leute in den rosa Sessel nennen, ihr könnt von mir aus... Die Lutscher finde ich gut. Ja, wenn ihr der Meinung seid, euch so nennen zu wollen, dann ist mir Dings. Wisst ihr was? Für mich ist eins. Ich bin hier, um über eure Plattform Kinder zu schützen. Und das ist für mich das zentrale Thema. Und wer das nicht versteht, kann man am Arsch lecken. Ganz einfach. Ja, ist mir ganz egal. Ich persönlich bin in erster Linie Mensch. Mensch. Und ein Mensch hat die Verpflichtung, nicht wegzusehen und die Würde des Menschen zu schützen. Ob ich nur Deutscher bin, Türke, Dings oder IT. Aserbaidschaner. Ist vollkommen egal. Solange jemand ein Mensch ist und nicht wegseht. Und wenn, solange wir noch die Zeit haben, uns darüber Gedanken zu machen, haben wir keine Sorgen. Aber weiter Kinder missbrauchen und misshandeln lassen, dann glaube ich, stimmt etwas in unserer Gesellschaft nicht. Und wenn jemand damit ein Problem hat, dann ist das einfach so. Ja, das ist so, das muss man halt einfach wissen. Carsten, es sind einige Sätze gefallen, die mich sehr bewegt haben. Einige Sätze, die ich auf jeden Fall nie wieder vergessen werde. Und auch Bilder, die ich niemals vergessen werde. Aber es ist gut so. Weil wir müssen das im Kopf behalten. Der Alltagsstress und die Alltagsprobleme lassen uns viele Probleme vergessen.
in unserer Gesellschaft, was es auch angeht. Wir haben genug Stress von irgendwelchen unfähigen Politikern, von irgendwelchen Maßnahmen, Sanktionen und uns alles hier auf den Kopf scheißen zu lassen, was die da verzapfen. Und da kommt ein Typ wie du, der unten ist und versucht, diese Scheiße wieder aufzuräumen. Ja. Das finde ich erstmal klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Danke. Ich bin sehr, sehr stolz, dass es so Menschen wie dich gibt. Danke an dein ganzes Team. Wollte ich dir mal sagen. Und Leute, wir unterstützen das. Alle Links sind in der Beschreibung. Seine Social Media Links. Genau. Carsten Stahl. War ein langes Gespräch. Willst du noch gerne ein paar Sachen noch sagen? Nö. Was? Du hast nichts mehr zu sagen? Nö. Wirklich nicht? Bist du mal sprachlos? Gibt's das, ja? Ja, nee. Was heißt sprachlos? Ich bin müde. Ich bin... Bist erschöpft. Ich bin erschöpft. Also dieses Thema ist immer so, dieses Thema geht an die Nieren. Und da kann man noch so auch spaßig sein. Ja, ja. Es macht etwas mit einem. Ja, ich versuche auch immer das zu... Und ihr werdet das noch merken, selbst wenn ich weg bin, wie ihr darüber noch redet, ja, und wie ihr wild also richtig mich, schlaucht. Es schlaucht richtig. Also mich, man weiß, dass es sowas gibt, das weiß ich. Mich schockiert, also was mich schockiert hat, wie ich es eben gesagt habe, sind nur die Zahlen. Diese Zahlen sind ganz, ganz extrem. Und natürlich, dass du erzählt hast, dass das einige Sachen, von denen ich dachte, ja, das ist ja normaler Menschenverstand, dass das extrem strafbar ist hier, dass das nur so ein Vergehen war, als würde ich so falsch parken. Das ist schlimmer. Parkst schlimmer, ist, wenn du deine Strafzettel nicht bezahlst, wenn du Steuern hinterziehst, wenn du bestimmte Dinge tust, siehst du anscheinend hier deine Vögel nicht richtig schützt. Ja, und die sind schützenswert, aber das ist alles wichtiger als der Kinderschutz. Und da schreie ich deine halt auch. Und ich danke euch, dass ihr mir hier die Möglichkeit gegeben habt, bei euch hier im Podcast zu sagen, wenn da draußen jetzt welche sind, die sich daran stoßen, ja, wisst ihr was, ob ihr euch daran stößt oder euch eine Gurke in den Arsch steckt, ist mir vollkommen scheißegal. Ja. Ich mache Happy Pride Month. Ich höre auf mein Herz, ich folge meiner Bestimmung, ich tue das, was ich für richtig halte, im Gegensatz zu vielen, die einfach nur labern oder sich bereichern, mache ich etwas. Und ihr seht ja auch, dass ich auch bereit bin, Dinge weiterzuentwickeln, auch selbst mit einem Notrufsystem Menschen zu schützen, wenn sie in Not sind. Wenn ihr da Interesse habt, zu unterstützen, findet ihr unsere Links. Aber selbst wenn ihr mich nicht unterstützen wollt, ist das vollkommen okay. Aber schaut nicht weg, und wie feige Politiker oder wie Teile von irgendwelchen Prominenten in der Gesellschaft, die das Maul halten, weil es bequemer ist, weil sie nicht anecken wollen, weil sie nur an sich denken. Denkt nicht nur an euch. Eine Gesellschaft funktioniert nur, wenn sie zusammenhält. Wenn wir uns spalten lassen, wenn wir uns ausgrenzen lassen, dann zerbricht unser Land und unsere Gesellschaft. Und ganz ehrlich, ein weiser Mann hat mal einen ganz wichtigen Spruch gesagt. Den hat er gesagt und ein paar Jahre später haben ihn die Nazis erhängt. Die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Und wir in unserer Gesellschaft lassen unsere Kinder im Stich. Wie moralistisch sind wir? Wie hoch ist unsere Moral, wenn wir das zulassen? Wenn wir zulassen, dass Kiffen wichtiger ist als Kinderschutz. Wenn ihr das Kiffen legalisieren wollt, ist das eine. Aber ihr habt verdammt nochmal die Pflicht, die Kinder zu schützen. Und das ist nicht Whataboutism, kommt mir nicht jedes Mal mit diesem Dreck. Ja, ich hasse das Wort. Das sagt er nur deshalb, um das Thema wieder totzuschweigen. Ja, ich hasse das Wort. Kommt mit an die Gräber und dann sagt mir Whataboutism. Kinderschutz ist unverhandelbar. Und er geht uns alle an. What about mich, sunrise? Euch und euch. Danke fürs Zuhören. Vielen lieben Dank, das war's von Vielen uns. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ciao.